Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir befinden uns schon mitten in unserem Abenteuer, wo unsere heldenhafte Heldentruppe sich in ernsthafte Probleme begeben hat. Bevor wir uns jetzt aber anschauen, was die letzten Male passiert ist, möchte ich mich gerne für die Unterstützung von Wizards of the Coast bedanken. Wusstet ihr, dass es bereits seit einiger Zeit eine gut gepflegte deutsche Webseite gibt? Es gibt ja immer wieder so Beschwerden, dass alles immer nur auf Englisch verfügbar ist. Nein, es gibt auch eine deutsche D&D-Seite. Wie ihr zu der kommt, das erfahrt ihr, wenn ihr Ausrufezeichen D&D in den Chat eingibt. Da gibt es haufenweise wundervolle Informationen zu allen Produkten von Wizards of the Coast, zu Dungeons and Dragons. Unter anderem gibt es da auch Infos zum neuen Starter-Set, die Drachen der Sturmpackinseln. Ich muss mich immer ein bisschen angucken, weil es gibt nämlich inzwischen drei Starter-Sets, die hervorragend sind und die haben fast alle mit Drachen zu tun. Deswegen muss ich immer erstmal kurz gucken, was der Name genau ist. Aktuelle Informationen, zum Beispiel, wann neue deutsche Editionen rauskommen, findet ihr natürlich auch immer auf den Social Media Kanälen, zum Beispiel auf Facebook und Twitter. Auch zu denen kommt ihr einfach, wenn ihr Ausrufezeichen D&D eingibt. Wenn ihr im Chat seid, wenn ihr live dabei seid. Wenn ihr die Session später verfolgt, dann könnt ihr einfach in die Videobeschreibung gucken. Dort sind auch alle wichtigen Links für euch vermerkt. Und wenn ihr uns nur zuhört, dann geht am besten direkt auf gamester.de, um dort alle wichtigen Informationen zu bekommen. Zum Beispiel auch über unser Gewinnspiel, an dem ihr allerdings nur teilnehmen könnt, wenn ihr die Sessions live verfolgt. Wir verlosen nämlich für jede Episode einmal eben die Drachen von der Sturmwrackinsel und ein Players Handbook auf Deutsch. Hier im Chat direkt einfach Ausrufezeichen Gewinnspiel eingeben und dann habt ihr eine Chance auf unseren Gewinn. Genau. Und jetzt lass uns noch mal schauen, was die letzten Male passiert ist. Unsere heldenhafte Heldentruppe hatte eigentlich nur vor, einen mehr oder weniger, ich möchte nicht sagen wertlos, aber finanziell wertlosen und kulturell sehr wertvollen Gegenstand zu stehlen. Doch sie fanden sich mitten in einem Betrug, denn es ging gar nicht um diesen Gegenstand. Sie wurden ins Gefängnis geworfen und jetzt sucht die Wache nach einem ganz anderen, deutlich wertvolleren Gegenstand. Unsere Truppe hat sich im Interview wacker geschlagen. Niemand glaubt ihnen, aber inzwischen sind sie auf dem Gefängnishof und haben sich dort wichtige Informationen zusammengesammelt. Aber ich möchte, bevor wir loslegen, einmal ganz kurz den Spielerinnen und Spielern selbst noch die Möglichkeit geben, sich und ihre Charaktere kurz vorzustellen. Hi, ich bin Geraldine. Ich spiele heute wie immer die sehr kleine Halblingsmagieschmiedin Winifred Nickelnase, die vor einem ganzen Haufen von Problemen steht. Sie hat ihren Traumjob verloren. Sie hat nicht Freunde gefunden auf die Art, wie sie es erwartet hat. Und außerdem hat ihr mal wieder niemand zugehört und niemand hat ihr Werkzeuge besorgt, weswegen sie absolut nichts tun kann, aktuell als Magieschmiedin. Aber immerhin hat sie bisher in jeder Folge auf irgendeine Art Freunde gefunden, zum Beispiel den 2 Meter großen Halborg Hector, der mit ihr ausgehen möchte, und jetzt den 4 Meter großen Troll Grub, den sie mit ihrem Leben beschützen wird. Hallo, ich heiße Fabiano und ich bin wieder Leander Löwentreu, ein menschlicher Barde, aber eigentlich eher ein ganz, ganz großer Held, der schon weit gereist ist und viel erlebt hat und jetzt in seinem neuen Abenteuer ja ins Gefängnis gekommen ist auf irgendeine Art und Weise. Es ist ein bisschen schwierig für ihn. Er versucht sich da zurechtzufinden. Vor allem aber versucht er seine wichtigste Eigenschaft einzusetzen in diesem Gefängnis. Und zwar, obwohl er mit Waffen gut umgehen kann, ist er ein Held. Kann er auch gut reden und das ist teilweise sogar was wert im Gefängnis, denn er kann damit Handel abschließen und viele andere Sachen machen. Gut reden zu können ist ja immer eine schöne Sache und die hat er immer noch, da wo er jetzt ist. Aber er will auch wieder raus. Vielleicht gelingt ihm das mit seiner Silberzunge. Hi, ich bin Micha und diese Welt ist krank, aber ich bin gesund. Gesund Glanert, Dunkelelf, Kleriker und offensichtlich das Opfer der schlimmsten Familie, die man haben kann, denn mein eigener Onkel und mein Vater haben uns überhaupt erst in diesen Schlamassel gebracht. Außerhalb dieser Sache bin ich Jochen, aber jetzt bin ich Grülock, eigentlich der Großartige, jetzt momentan der Grollende, denn dieses verfluchte Gefängnis werde ich niederbrennen, wenn wir hier ausbrechen. Ich habe es geschafft, dass mein Arm inzwischen nicht mehr gebrochen ist und ich konnte eine Wasserfarbe mit Grub, dem Troll, tauschen. Das hat meinen Zorn aber nur ganz, 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 ganz wenig besänftigt und ich warte immer noch drauf, irgendwo ein Messer zu bekommen. Hi,
Hi, ich bin Sophia und ich spiele auch heute die Diebin Riki, die ein ganz, ganz schlechtes Gewissen hat, weil sie ihre Cousine Winnie in dieses ganze Schlamassel überhaupt erst mit reingebracht hat. Ich habe sogar eine Banane geklaut. Es war eine Birne, es tut mir leid. Aber die haben sie mir dann auch wieder abgenommen, als man uns festgenommen hat, weil Xun seine Familie dann doch nicht so gut kennt, wie man denkt. Und meine Gefängnisse hat man ja mal von außen gesehen, nicht so sehr von innen. Und ich versuche meine vielleicht vorhandene Expertise in der Richtung natürlich so gut es geht einzubringen und vor allem mein Cousinchen hier rauszubringen, ohne dass sie noch weiteren Schaden davon trägt. Das wäre cool. Hi, ich bin Lennart und ich spiele heute wieder den Firbolg-Halbriesen Barry Bungbooks, der letztes Mal völlig unverdient wegen einer kleinen Spuckaktion in Einzelhaft geraten ist. Danach, als er wieder freigelassen war auf dem Gefängnishof, so furios wütend wurde, dass er erstmal ein Dance-Battle mit den Dunkelelfen auf der schattigen Seite des Gefängnishofes angefangen hat. Und ich hoffe, da sehen wir heute die Fortsetzung von für Barry's Sick Moves und mal schauen, was Xund so davon hält. Beim letzten Mal war er nicht so begeistert davon. Es wurden Bande geknüpft, Probleme erzeugt, Dramen aufgedeckt. Und jetzt wollen wir mal sehen, wie es heute weitergeht. Denn wir sind ready to roll. Ihr befindet euch auf dem Weg zum Mittagessen oder sagen wir mal, ihr seid jetzt gerade beim Mittagessen angekommen. Ihr habt tatsächlich noch was bekommen und sitzt jetzt an einem der Tische um euch herum. Es ist wahnsinnig viel Krach und ihr dürft essen und ihr dürft eine kurze Rast einlegen. Ja! Das heißt, man darf auch regenerieren mit Würfeln. Jawohl, selbstverständlich. Ich habe volle Lebenspunkte. Ich bin fein. Ich brauche nichts. Das ist aber schön für dich. Ja, toll, oder? Warte, muss ich würfeln, wie viel ich regeneriere? Ja, du kannst alle benutzen oder nur ein paar. Da schon? Hier? Da hast du doch deine Würfel. Was ist der Nachteil? Ich habe genau 14 gewürfelt, ich bin wieder voll. Sehr gut. Genau, der da. Und den darfst du dreimal würfeln, insgesamt bis zur nächsten Long Rest. Wenn du es also dreimal gemacht hast, dann darfst du das nicht mehr. Wenn du dann nochmal einen reinbekommst, nochmal Lebensmut verlierst, kannst du nicht nochmal würfeln, weil du ja schon drei verwendet hast. Richtig? Ja. Okay. Aber pro lange Rast kriegst du auch nur die Hälfte deiner Hit-Dice zurück. Ja. Ja. Ich krieg außerdem noch einen Zauber zurück. Zwei? Micha, ich möchte dich auch darauf hinweisen, dass du dir vielleicht nochmal genauer anguckst, was du bei einer kurzen Rast zurückbekommst. Vier, weil du hast ja eine 4 gewürfelt. Das ist ein guter Hinweis. Okay, weil du nachher schon sagst, das ist nur die Hälfte der Hit-Dice. Ich weiß auch genau, wo ich das Hit-Dice nachschauen muss. Die Hit-Dice sind die Anzahl der Würfel. Die Hälfte davon wäre 1,5. Okay. Du kriegst einen halben Hit-Dice zurück. Was gibt es denn zu essen? Leander hätte gern Seehecht. Ja, nee, also das ist, ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, aber ihr geht halt vorne, also es gibt keine Bedienung oder sonst irgendwas, sondern ihr geht vorne an die Theke hin. Hinter der Theke stehen weitere Gefangene mit fragwürdiger Hygiene und verteilen Essen aus fragwürdig gereinigten Training Dishes und auch insgesamt, also was genau das ist, sieht sehr, sehr fragwürdig aus. Ist es grau? Es ist grau. Ich wusste es. Es sind verschiedene Farbabstufungen von grau. Es ist tatsächlich auch grün dabei. Ich glaube, du bist gut in Nature. Du würdest raten, dass es eventuell mal Erbsen gewesen sein könnten. Und ja, also das Essen an sich lässt keinen Schluss darauf, ob es Fleisch hat oder ob es vegetarisch ist. Und ja, also Barry, solltest du auf die Idee kommen, dein Recht darauf wirksam zu machen, dass du ein
wie heißt das nochmal, ein kulturell angepasstes Essen bekommst. Also wegen aufgrund deiner Religion. Es ist immer noch besser als Beeren und Wurzeln bei den Druiden-Vierborg zu Hause. Dementsprechend schlonze ich mir den grauen Schleim genussvoll rein. Okay. Kann ich das Grüne von dir haben, Barry? Ein T-Shirt? Nein, nein, das Grüne auf deinem Teller. Das ist, was sind das, Erbsen oder so? Du kriegst dafür mein Graues. Ich reiche ihm so einen Löffel Graues rüber, weil ich ja wegen der Farbenblindheit nicht sehen kann, was grün ist. Moment, ich reiche es dir zurück. Lass mich das einfach machen, okay? Okay, ich hab dir doch schon das... Hier. Wird schon. Ich würde versuchen, das Grüne von Barrys Teller auf meinen zu laden und dir dafür eine größere Menge Grau aufzuladen. Okay. Sitzt Grub bei uns am Tisch? Nee, Grub sitzt einige Tische weiter. Alleine? Also um ihn herum, also der Tisch ist nicht leer, weil das sind einfach zu viele Gefangene, aber die Leute halten deutlich Abstand zu ihm, ja. Warum haben wir uns nicht zu Grub gesetzt? Da wäre jetzt nicht genügend Platz für alle von euch. Und aber bei uns wäre auch kein Platz für Grub? Nee, aber du könntest dich zu Grub setzen, wenn du möchtest. Ich wink Grub zumindest mal zu. Okay. Grub winkt schüchtern zurück. Ja. Sind hier Wachen? Ja. An den Ausgängen sind Wachen positioniert. Ich würde sagen 6 Wachen im ganzen Raum. Also definitiv, du hast insgesamt inzwischen den Eindruck gewonnen, dass es insgesamt deutlich zu wenig Wachen sind für ein so großes Gefängnis. Aber trotzdem hast du das Gefühl, dass es hier durchaus eine Form von Ordnung gibt, die aber eventuell nicht von Wachen durchgesetzt wird, sondern vielleicht von den Gefangenen selbst. Wie lange dauert unser Essen? Eine Stunde. Eine Stunde. Dann, wenn ihr euch etwas bemüht, mit mir sitzen zu bleiben eine Stunde lang und mir ein wenig Deckung verschafft. Ja, ich würde gerne, ich hätte gerne, dass ihr alle die Hände faltet, während ich unter dem Tisch ein Gebet mit euch spreche, murmelnd. Nein, die Göttin, da haben wir Licht. Okay, du darfst mir einen Stealth-Check mit Vorteil geben. Mhm. 12 und 3, also 12 plus Mathematik 1, 13. Okay, also wie gesagt, es sind sehr, sehr viele Gefangene. Einige Gefangene merken, was du da machst. Die Wächter bekommst du nicht mit. Ja. Ich stecke etwas in meine Kutte. Okay. Du steckst es in deine Kutte. Vom Schleim. Was steckst du in deine Kutte? Ein Buch. Ein Buch? Ein Buch. Aha, okay, interesting. Okay, gut. Okay, wir haben uns jetzt alle was davon versprochen wahrscheinlich und haben jetzt das Gefühl, am Ende, wir haben einfach nur eine Stunde mit dir gebetet. Darf ich jetzt was essen, bitte? Ich habe die ganze Zeit schon essen können. Aber ich Frage, mit was essen wir denn? Das haben wir nur mit einer Hand beten können. Gekriegt oder so? Ja, jeder von euch hat einen Löffel. Darf ich mal einen Löffel einstecken? Du kannst mir einen Staff-Check geben. Sind die Sachen aus Metall? Sind die aus Eisen? Die sind aus Metall, ja. Und ich würde sagen, Barry, dadurch, dass der Löffel aus Metall ist, du würdest mit den Händen essen. Wie ich das generell nur tue. Aber ist es spezifisch Eisen? Natural 20. Ich probiere es einfach. Du kannst den Löffel einstecken, problemlos. Ich habe keine Ahnung, macht man Löffel aus Eisen? Das ist irgendwas an diesem Tisch aus Eisen oder so? sonst probiere ich es einfach. Ich nehm meinen Löffel und versuche von irgendeiner metallischen Oberfläche Späne abzukratzen damit. Das ist ein großes Schild an der Wand. Erstes eisenfreies Gefängnis der Welt. Nein! Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich nicht gut genug mit Chemie auskenne, um zu wissen, ob in normalem Geschirr Eisen drin ist. Kennst du diese traditionellen, also auf alt getrimmten Bestecke, die man auch auf Mittelaltermärkten kriegt oder so etwas? Ich habe jetzt keine Ahnung, was du dir vorstellst, was da ist, aber das wäre Eisen. Rosten unsere Besteck, also ist unser Besteck rostig, dann wäre es ja eisenhaltig. Die wichtigen Fragen. Ich habe mir tatsächlich einfach so ganz billiges, so das Besteck, das bei Ikea gibt, vorgestellt. Also bei Ikea in dem Essensdings da nicht bei Ikea zu kaufen. Keine Ahnung, ich meine, wahrscheinlich sind die aus Edelstahl oder sowas. Wahrscheinlich ist in Edelstahl Eisen drin. I don't know. Ich weiß es nicht. Wollen wir das kurz auswürfeln, ob das Eisen halt mitgesteckt ist?
Besteck ist. Kann die Regie das kurz googeln? Also für Stahl braucht man auf jeden Fall Eisen. Okay, dann sagen wir, es ist ein geringer Prozentsatz Eisen. Das ist okay. Fair enough. Ich würde auf jeden Fall versuchen, davon Späne abzukrümeln und einzustecken. Okay, wie viel ungefähr? Also so, dass ich so einen ganz kleinen Haufen auf meine Hand machen kann. Okay. So eine Prise Salz. Ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, selbst wenn du ich gehe davon aus, du benutzt vielleicht einen zweiten Löffel, um den Löffel kaputt zu machen. Ich glaube, dass selbst wenn du Späne abmachen könntest, könntest du maximal so eine Spur sparen. Wie viel brauchst du denn? Ich denke mal, du machst das gerade mit einem Ziel im Winter. Ja, eben eine Prise, ein Pinch. Okay, ich würde sagen, du kriegst eine Prise und du darfst nachher den Zauber dann vielleicht mit Nachteil würfeln. Das hätte ich auch gesagt. Um zu sehen, ob es genügend ist. Wir haben nur einen Löffel. Oder haben wir auch ein Messer und eine Gabel? Nur Löffel. Das wäre auch zu schön gewesen. Ich würde auf jeden Fall, kann ich probieren, irgendwie beim Essen an meinem Kragen so einen Faden abzuzuffeln? Dass ich so einen Faden in der Hand habe, ein Stück Vlies, könnte man fast schon sagen. Ein Faden ist kein Stück Vlies. Ich brauche schon ein komplettes Stoffstück, oder wie? Naja, es ist nicht Stoff, Vlies ist Fell, das noch am Leder ist. Also dein Kragen hätte ich mir jetzt nach dem... Mein Kragen? Ich habe kein Fell an meinem Kragen. Du hast auch am Mantel irgendwo Fell. Nee, das ist alles, sieht alles eher nach Seide und Stoff aus. Ich habe Fell. Oh, okay. Dann Ricky hat Fell an ihrem Kragen und ich würde sagen, dass das Vlies ist. Ja. Kannst du mir was von diesem Fell abgeben? Oder, ich kann es versuchen. Es ist sehr, sehr wichtig. Und also ich habe auch Fell unten also so eine Weste mit einem Fellkragen und Und auch hier unten Fell und ich versuche halt einfach so ein bisschen was da unten abzumachen. Okay, also ich würde sagen, mit ein bisschen Mühe und ein bisschen Zeitinvest würdest du es schaffen. Also ich habe den Löffel eingesteckt und während wir zerreißen. Vor uns hinbeten. Okay. Da. Dankeschön. Weil wir jetzt... Bevor ich dich umsehen, wenn ich dieses Stück in der Hand habe, und dann würde ich gern... meiner Illusion casten, also einfache Illusion, und dafür sorgen, dass meine Matschpampe, mein Essen, aussieht wie ein zitroniger Seeheld mit Kartoffelstampf. Dafür habe ich meine Weste kaputt gemacht. Ernsthaft, Leander? du darfst mir einen Stealth-Check geben. Mhm. Ich bin jetzt echt beleidigt, John. Und ich würde sagen, das ist Stealth mit Nachteil. Also ich verstehe gar nicht, was ihr habt. Ist das Fell? Bist du behaart? 10. Um dich herum eine ganze Menge Gefangene bekommen mit, was du machst. Ja. Und du kannst gar nicht schnell genug gucken, hat dir jemand deinen Teller weggenommen und deine Portion gegessen. Er weiß aber schon, dass es immer noch Stampf ist. Ja, also einfach nur, ich sah nur aus wie ein Seehecht. Trotzdem. Und jetzt ist er wütend auf dich, weil es trotzdem ekelhaft geschmeckt hat. Es sollte doch nur für mich sein. Das Auge isst mit. Ich wollte doch einfach nur das Gefühl haben, was Besseres zu essen als Bring das. Bring mich auf Gedanken mit Augen. Dafür habe ich mein... Hast du das noch? Kannst du das nochmal verwenden? Nein, das hat der Zauber aufgelöst. Aber ihr habt noch mehr Vlies. Ich könnte eventuell noch mehr gebrauchen. Ich hänge der Weste, das ist das Tollste. Langsam wird eine Wache auf euch aufmerksam. Und ihr merkt auch, dass diese Food Hall, die leert sich jetzt langsam, aber sicher. Und Moment, vorher müsste ich nochmal mit Grülock sprechen, bevor wir komplett bevor sich das alles leert. Meister Grülock, alter Freund und Kupferstecher, ihr seid doch, wie ich gehört habe, Bühnenkünstler, ein Bruder der Kunst. Ja. Ich bin draußen mit den Dunkelelfen in eine Meinungsverschiedenheit geraten. Oh Gott. Meinungsverschiedenheit im Sinne von, wir müssen jemanden zu Brei dreschen, oder? Wir müssen jemanden zu Brei tanzen. Und wie ihr wisst, verlangen die ehrenwerten Regeln des Dance-Offs, dass immer nur 2 gegen 2 getanzt wird. Dementsprechend bräuchte ich eure Unterstützung, um es den verdammten Dunkelelfen von der Darkmouth-Akademie zu zeigen. Also... Da ich immer noch ziemlich sauer bin auf jeden Einzelnen hier, außer Grub und euch. Wieso nicht? Besteht denn die Chance, dass es danach in eine Schlägerei ausartet?
Ihr habt mich noch nicht tanzen gesehen. Da besteht immer die Chance, dass es in der Schlägerei aufs Arsch ist. Dann sollten wir vielleicht vorher noch ein Messer besorgen. Aber ja, ich bin dabei. Hervorragend. Das hatte ich erhofft. Da jetzt bisher nur Quatsch passiert ist, zwei wichtige Sachen wollte ich machen. Hey, ich habe einen Löffel eingesteckt. Das ist schon wichtig. Erstens, ich habe die Fähigkeit Right Tool for the Job. Das heißt, ich habe in der Theorie die Möglichkeit, jedes Tool, das ich brauche, herzustellen. Ich brauche dafür aber auch irgendeine Art von Werkzeug, das ich dann umwandle in das Werkzeug, das ich brauche. Mhm. Hier befindet sich aber nichts, was ich umwandeln könnte, hier oder? Hier befinden sich Löffel. Ist das für dich ein Werkzeug? Ich würde das streng genommen als Esswerkzeug bezeichnen. Mhm. Also ich könnte es damit versuchen. Du könntest es damit versuchen, würde ich sagen, ja. Okay. Dann würde ich aber, ich würde es glaube ich nicht selber machen. Ich würde glaube ich dich fragen, ob du noch einen einsteckst. Hey, du bist doch gut in sowas. Kannst du noch schnell noch einen Löffel einstecken? Du hast das gesehen? Nee, du hast gar nicht gesehen, dass sie den Löffel eingesteckt. Oh, okay. Hey, du bist doch gut in sowas. Kannst du vielleicht einen Löffel für mich einstecken? Ich habe schon einen eingesteckt. Den kannst du einfach haben, wenn du das möchtest. Oh, perfekt. Ja, den nehme ich. Zwei sind doch besser als einer. Ich möchte es nicht nochmal riskieren. Und wenn zwei fehlen, fällt das eher auf, als wenn einer fehlt. Aber wir haben auch schon einen angespäht. Falls du mir eine Haarnadel zum Schlösserknacken besorgen kannst, wäre das natürlich voll fancy. Weil die kriege ich hier nicht vom Tisch. Also wir müssen auch langsam mal eine Reihenfolge festlegen, eine Prioritätenliste von Dingen, die wir machen müssen. Wir haben nur noch ein paar Stunden, bis wir gehängt werden. Alles gut. Ich würde wirklich gerne eine kleine Prioritätenliste, gern auch schriftlich. Ich würde wirklich gerne eine kleine Pro- und Kontraliste machen, was genau wir jetzt eigentlich noch machen. Winifred. Ihr werdet jetzt langsam von den Wachen auch aus dem Raum... Verzeiht, Wachposten, mir wurde mein Essen gestohlen. Na und? Doch ich werde morgen hingerichtet. Ich sollte doch meine letzte Mahlzeit bekommen, oder nicht? Oh. Kommt mir nicht so. So etwas kann, raus hier! Sowas kann auf den Ruf des Gefängnisses zurückfallen, wenn herauskommt, dass Leander Löwentreu seine letzte Mahlzeit hier nicht genossen hat. Und wenn ich hier rauskommen sollte, dann wird die Welt davon erfahren. Du kannst dich ja dann nach deiner Hinrichtung beschweren übers Essen. Meine Fans werden sich beschweren. Da könnt ihr euch aber sicher sein. Gibt es denn hier eine offizielle Beschwerdestelle? Ich frage die Wache auch. Die offizielle Beschwerdestelle ist der Briefkasten in meinem Arsch und jetzt raus hier! Gut zu wissen. Okay, ihr werdet rausgescheucht und Xund, du läufst als letztes in dieser Reihe und du fühlst etwas dich zurückhalten. Hm? Und du fühlst, wie deine Tätowierung ein bisschen wärmer wird. Und dann fühlst du lange, kalte Finger an deinem Hals, die dich zärtlich streicheln und von hinten, als würde dich ein Geschöpf von hinten umarmen. Nicht jetzt, bitte. Wir müssen erst mal hier raus. Gefällt dir das neue Buch, das ich dir besorgt habe? Es ist ein wunderschönes Buch. Es ist immer ein wunderschönes Buch. Vielen Dank für das Buch. Das Buch bedeutet mir alles. Bitte lass mich einfach gehen. Wir sehen uns wieder, mein kleiner Schatz. Wir sehen uns immer. Und du fühlst fast, als würde ein Hauch eines Kusses auf deiner Wange landen. Schlimmer als Mutter. Und du läufst den anderen. Entschuldigung, ich musste kurz an was denken. Duschen gibt's hier nicht, ne? Kann hier man überhaupt irgendwas? Euch wurden noch nicht mal eure Zellen gezeigt. Wahrscheinlich haben die nicht mal Zellen für euch vorgesehen, weil ihr werdet sowieso errichtet. Ich habe mich nach der Toilette erkundigt, Brüder und Schwestern. Und? Dies ist die Toilette. Wundervoll. Cool. Kriegen wir das mit, was mit Xund passiert ist? Nein, also von euch kriegt es niemand mit, Winifred bekommt es mit. Die hört, also sie sieht, wie Xund so sich definitiv unangenehm berührt fühlt und sie hört auch, wie Xund mit jemandem spricht. Ich will nicht zu persönlich werden, aber was war das? Mir ist nur eine Geschichte eingefallen, eine Familiensache. Weißt, wie es mit meiner Familie ausschaut, das geht mir alles nahe. Eine eklige Familiengeschichte? Ja, da kenne ich auch einige.
Das wundert mich. Erzählt! Also, es begab sich der ein, als ich in ein abgelegenes Dorf reiste. Okay, ihr geht wieder raus auf den Hof. Ich glaube, ich möchte nicht noch mehr Funktionsfamilie kennenlernen. Und tatsächlich neigt sich der Tag dem Abend entgegen. Denn ihr müsst wissen, es ist tiefster Winter, deswegen geht die Sonne früh unter. Ah. Spürt ihr es, Grülok? Das Tanzbattle steht kurz bevor. Ich spüre es. Zum Glück knackt mein Arm kaum noch. Können wir jetzt kurz über was anderes reden? Was gäbe es Wichtigeres zu besprechen als den Tanz? Alles. Wolltest du noch was? Ja, ich wollte von euch jetzt wissen, was ihr als nächstes macht, weil ihr habt ja noch ein paar Ziele. Ja, exakt. Und darum würde ich mich gerade gern kümmern. Gibt es, ich würde wirklich gerne eine Liste anlegen, gibt es irgendeinen Stein auf diesem Hof, der so ein bisschen schreiben kann auf dem Boden? Also das ist ein Sandhof. Das heißt, du kannst theoretisch ein Stöckchen benutzen. Gut, ich suche mir ein Stöckchen. Es wäre vielleicht gut, wenn wir keine Hinweise hinterlassen. Vor allem nicht, wenn die da oben stehen und es jetzt dunkel wird. Und ich wisch das wieder weg. Ich brauche das, um zu denken. Ich mache jetzt eine Liste. Also. Das ist die Toilette hier. Pass auf, wo du schreibst. Ich möchte jetzt aufhören. Ich möchte jetzt aufhören, über Tanzbattles zu reden und über zitronigen Fisch und über all den anderen Kram und eure ekligen Familiengeschichten. Es geht hier um unser aller Leben. Ich würde jetzt gerne eine Liste machen und damit ziehe ich energisch einen Strich in den Sand. Okay. Schreib Messer obendrauf. Ich schreibe nicht Messer auf. Folgende also, Dinge können wir tun. Priorität Nummer 1. Grub dazu bringen und zu dem König des Gefängnisses zu machen. Und du meinst, dafür haben wir die Zeit. Okay, warte, lasst uns doch einfach kurz, also wir haben einen Timer. Wir müssen bis zum Morgengrauen hier raus sein, weil wir sonst alle hingerichtet werden. Hat jemand etwas dagegen, dass wir das tun? Was ist das denn für eine Frage? Ich dachte, das ist natürlich der allgemeine Plan. Ja, aber ich möchte jetzt einfach von euch allen mal hören, ja, ich gebe meinen Konsent hier auszubrechen. Ja. So sei es wohl gesprochen. Natürlich. Gut, es klingt wie eine Geschichte, die auch wenn mich der Tanz jederzeit umtreibt, habe ich das ja nicht einfach nur so angefangen. Sehr gut. Natürlich will ich den Tumult nutzen, den mein famoser Tanzstil ausnutzen wird. Grub möchte nicht ausbrechen. Oh, Grub. Grub, du musst nicht ausbrechen. Nein, du musst nicht. Okay, pass auf, ich schreibe oben auf die Liste. Kann es helfen, auszubrechen? Ich schreibe oben auf die Liste. Grub, wegen guter Führung entlassen, helfen. Das steht oben auf der Liste. Zweitens, wir brauchen die Karte. Das müssen wir heute noch erledigen, ja, bevor wir nicht mehr an die anderen Gefangenen rankommen. Ja. Drittens, wir brauchen möglichst ein Werkzeug, damit ich euch unterstützen kann, wenn wir ausbrechen. Und viertens, holt den Löffel raus und steckt den dir in die Tasse. Self-check bitte. Oh ja. Können wir jetzt 18 wieder stehen da und 25. Reicht aus. Gut. Perfekt. Ich streiche drittens, neues drittens. Wir stehen übrigens alle im Kreis um diese Liste, damit die niemand ich schreib auch klein, also Abendbrot sehen kann. Du schreibst relativ, also du weißt genau, was du schreibst, weil für dich ist es einfach nur der Prozess des Schreibens. Ja. Für euch alle anderen sind es einfach nur Schnörkel im Sand, die sofort wieder von einem anderen Schnörkel kaputt gemacht werden. Also ja, es ist absolut unlesbar. Ich habe eine sehr kleine Schrift. Neues drittens. Messer. Erinnert mich an Schrittfolgen. Neues drittens. Als dieser ekelhafte Wächter auf mich zukam, habe ich festgestellt, dass er Schlüssel hat. Schlüssel könnten extrem relevant für unseren Ausbruch sein. Mhm. Die kriegen wir, wenn wir ihn mit einem Messer umlegen. Oh. Habe ich verstanden. Wenn ich ihn sehe, Sticky Hands. Gut, dann sprechen wir jetzt zuerst, wenn wir ihn finden, mit diesem Zwerg Bortil. Weil der bringt uns die Karte, für die wir schon bezahlt haben. Und der will auch ausbrechen. Das hat uns auch dieser widerwärtige Gnom. Ich fand ihn gar nicht so widerwärtig, obwohl auch widerwärtig trifft es ganz gut. Ja, ich glaube auch, dass man Diddywick schon als widerwärtig bezeichnen kann. Ja, das ist ein gutes Adjektiv für ihn. Gut, damit verwische ich jetzt, was ich vermeintlich geschrieben habe und stehe energisch auf. Grub? Hallo, Ricky. Du musst nicht mit uns mit ausbrechen. Du darfst hier bleiben und du hast damit auch nichts zu tun. Besucht Ricky Grub im Gefängnis, wenn sie ausgebrochen ist? Wenn es sich irgendwie einrichten lässt, dann ja. Mit Winnie sogar vielleicht. Mal gucken. Natürlich besuchen wir dich. Das Einzige ist, wir brechen hier aus, weil wir morgen sonst tot sind. Wir brechen nicht aus, weil wir nicht auch wegen guter Führung entlassen werden wollen würden. Daher wäre es toll,
wenn du das keinem erzählst. Vielleicht können Winnie und Ricky Grub besuchen, wenn Grub entlassen wurde wegen guter Führung. Ja! Ja, das wäre toll, Grub. Ja. Grub hat ein Geschäft für Teppichreinigung. Oh! Grub, ich würde so gern meinen Teppich gereinigt bekommen. Machst du deine Buchhaltung selber, Grub? Ja. Winnie sucht noch nach einem neuen Job, glaube ich. Grub, weißt du, wie man hier wegen guter Führung entlassen wird? Nicht prügeln, nicht stehlen, nicht mit Bortil reden. Oh. Und nicht mit Yolanda reden. In Ordnung. Könntest du uns dann zeigen, wo wir Bortil finden und einfach ein bisschen hier bleiben? Du musst nicht mit ihm reden. Grub kann euch zeigen, wo Bortil ist. Dankeschön. Und brauchtest du nicht noch Farbe aus dem Tuschkasten? Die haben wir doch schon getauscht. Ja. Du kannst auch sagen, dass ich dir die geklaut habe, Grub. Dann. Aber Grülock ist Grubs Freund. Ja, aber dann das ist besser für die gute Führung, wenn Grülock gemein ist und Grub nicht. Wenn aufkommt, okay. Dann soll das nicht an dir hängen bleiben. Okay, Grülock hat Grubs Farbe gestohlen. Aber sag das erst, nachdem wir schon weg sind. Ja. 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 Freund heißt übrigens Amkusch, Grub. Amkusch. Amkusch, das heißt Herz und Verwandter. Auf Troll, Freund heißt Irmkösch. 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 Oh, Irmkösch. Auf Elch heißt es Während das Gespräch läuft, fieselt Ricky nochmal an ihrer Weste rum und gibt Leander nochmal ein Stück von ihrem Vlies. Ein Geschicklichkeitswurf, bitte. Ein Geschicklichkeitswurf, oh Gott, was ist denn das auf Englisch? Ich würde sagen, Sleight of Hand. Also Geschicklichkeit ist normalerweise nur Dexterity, aber ich glaube... Okay. Sleight of Hand ist auch Dex. Ich würde sagen, du kannst Sleight of Hand nehmen, weil du versuchst hier gerade mit deinen Händen was zu machen. Gut. Ich versuch's mal. Ah, oh, das ist noch eine Net 20. Das freut mich jetzt sehr. Dann sind wir bei 25. Okay, dann schaffst du es tatsächlich, weil es eine Net 20 ist, schaffst du es tatsächlich nochmal ein Stück vom Vlies abzureißen, statt einfach nur den ganzen Rest. Also du musst dir halt vorstellen, das ist halt so ein Pelzbesatz. Ja. Und du hast vorhin ein Stück davon abgerissen bis zur Naht und jetzt schaffst du es aber, das Teil quasi in der Mitte durchzureißen. Vielleicht, weil die Weste schon sehr alt ist und das Leder an der Stelle brüchig ist. Das ist zwar meine teuerste Besessenheit, aber es ist halt... Ich hab die halt jeden Tag an, auch in der Kanalisation und seit Jahren. Und oh, und weil du vorhin den armen Barry gefragt hast, ob das Fell ist in seinem Kopf. Ja, ja, aber Fleece ist tot. du müsstest Barry die Haut abziehen, um daraus Fleece zu gärmen. Okay. Das so morbid bin ich dann doch nicht. Aber ich dachte, ich frage einfach mal nach. Okay. So, ich werde gerne gefragt, ob ich skalpiert werden möchte. Diesmal? Bitte für irgendwas, was uns das Leben retten könnte. Meine liebe Ricky. Ja? Du hast mein Ehrenwort als Held, dass ich dieses Stück Vlies ehren werde und es mit vollem Verantwortungsbewusstsein einsetze, um uns das Leben zu retten. Solltest du es nicht tun, wachst du morgen ohne bestimmte Dinge auf, bevor du hingerichtet wirst. Diese Drohung ist nicht notwendig. Ich gebe euch mein Ehrenwort. Ich vertraue dir. Danke. Jeder weiß, wer meine Geschichten kennt. Das Wort Leanders ist stärker als Stahl. Ricky ist da mittlerweile so. Ich steck das Stück Fleece ein. Hab Dank. Okay, der Löffel hat den Besitzer gewechselt. Bitte schreibt euch das immer so ein bisschen in euren Inventaren mit. Ja. Du hast eine kleine Brise, eventuell möglicherweise Eisenspäne. Ja. Du hast noch einen Vlies übrig. Du hast außerdem Wasserfarbe, die auf Basis von Gummi Arabicum ist. Und du hast ein neues Tome. Gut, wo ist euer nächster Schritt hin? Wir müssen mit dem Zwerg reden und wir haben ein Dance-Battle, das zu laufen hat. Ich gehe zum Zwerg. an dieser Stelle. Möchtest du dir das Buch eigentlich angucken, weil du hast es vorher nämlich nur weggesteckt? Ist das... Ich weiß, was darin steht, denn es ist wie das letzte Buch. Glaube ich. Im Moment nicht. Okay.
Aber ich würde gerne mit dem Zwerg sprechen, ohne bestimmten Grund, liebe Brüder und Schwestern und Söhne und Töchter. Und unabhängig von Xuns widerwärtiger Tanzmuffeligkeit. Die ist schon auffällig. Ja, will ich nur kurz einmal erklären. Auch wenn meine Leidenschaft für das Tanzen groß ist, hatte auch ich einen Plan dahinter. Entweder hatte ich gehofft, je nachdem, wo das Dance Battle stattfinden würde, dass wir den Tumult nutzen, um euch eine Möglichkeit zu geben, irgendwas zu klauen oder auszubrechen. Oder aber, dass wir das Musikinstrument, das sie garantiert nutzen werden, um irgendeine Musik fürs Tanzen zu machen, an unseren Baden Leander weitergeben können. Außerdem haben die Messer, wurde mir gesagt. Kein Tanzelfe tanzt jemals ohne Messer. Können wir jemanden mit einer Hirnzelle mit den beiden mitschicken? Das ist absolut beleidigend. Okay. Aber ich habe richtig Lust auf dieses Dance Battle. Also ich habe jetzt wirklich, auf einmal, ja? Ich habe Lust auf das Dance Battle. Ich habe nur auch Lust, nicht zu sterben. Entschuldigung, das sollte nicht fies klingen. Mein Leben ist für den Tanz. Aber es wäre schon echt cool, wenn du bei dem Dance Battle dabei wärst. Dann, Vinny, okay. Passt du auf. Und ich klopfe ihn so an die Oberschenkel, Niemand. Weil höher komme ich nicht. Passt du auf die zwei auf und... Vorsicht mit meinem Tanzbein. Verzeihung. Sie kann uns gern begleiten, aber niemand passt auf Grülok den Großartigen auf. Vinny, ich zähle auf dich. Aber ich hatte auch mal einen Goldfisch, auf den ich sehr gut aufgepasst habe. Mhm. Das ist schön. Goldfische, aber auf mich müsst ihr ja nicht aufpassen. Mhm. Und auch richtig groß. Goldfische sind Kappen. Leider hat Ricky ihn am zweiten Tag die Blätter runtergespült. Das war mein großer Bruder. Ich bin nicht für alles verantwortlich, was ihr passiert ist. Geht im Licht, aber geht. Dann, okay, also sehe ich das richtig, dass Barry, Grülok und Vinny jetzt in Richtung Sonnenuntergang zum Dance Battle gehen. Grub begleitet euch. Und, Grub muss natürlich euch begleiten, genau. Um euch zu Bortil zu bringen. Aber nicht zu weit. Nicht so, dass er mit ihm gesehen wird. Ja. Also ich wollte eigentlich zu Melinda gehen. Hieß sie Melinda? Melinda ist die euch Dinge besorgen kann. Genau, die wollte doch, dass ich für sie und ihre Freunde eine schlüpfrige Geschichte erzähle. Du musst noch eine schlüpfrige Geschichte erzählen. Das heißt, du musst auf jeden Fall zurück zu Melinda. Gesund. Ja. Wohlan. Wir bringen dich zu Melinda und machen uns dann weiter auf den Weg. Sehr gut, ich komme allein zurecht. Kommst du dann zum... Treffen wir uns beim Dance Battle wieder? Klingt nach einem guten Ort. Passt bitte gut auf die Kleine auf, gesund. Gut. Dankeschön. Immer gern. Oh. Wer auf dem Pfade der Göttin wandelt, wandelt niemals alleine. Gesund. Und ich strecke dir mit meiner kleinen Patschehand die Zigaretten entgegen. Du musst die Karte doch bezahlen. Oh, vielen Dank. Es sind noch Was drei ist das? Drin. Rauchwerk. Ich sehe. Wenn du das rauchst, dann kannst du mit deiner Göttin so richtig in Persona reden. Ja, aber du rauchst das bitte nicht. Wir müssen die Karte bezahlen. Also keine harten Proben. Ja, aber das weiß er nicht. Mit der Göttin spreche ich auch so, meine Tochter. Außerdem ist es sehr schwer aufzuhören, habe ich gehört. mit der Göttin zu sprechen, ja. Es ist wie eine Sucht. Barry, gib mir mal bitte einen, ich würde sagen, straight wisdom check. Also einfach nur wisdom, okay. Mhm. Natural 20. Natural 20, mhm. Okay. Du hast den Zauber jetzt nicht vorbereitet, du weißt, dass Goodberries, die du machst, also normalerweise haben Goodberries den Sinn, temporäre Hitpoints zu... Ja, genau, habe ich gelesen. Genau, deine Goodberries, weil du absolut unfähig bist in allem, was du tust, haben außerdem den Effekt von relativ starkem Marihuana. Kann ich nochmal kurz einen Zauberfrau beheilen? Ich fände das so cool, wenn du jetzt Goodberries machen würdest und wir das als Währung nehmen könnten. Das wäre so cool. Geht leider erst nach einer langen Rast, tut mir leid. Hatten wir nicht gerade erst eine lange Rast? Nein, wir hatten eine kurze Rast. Verdammt. Xund, denk daran, bezahl die Karte. Wir wollen die gute Karte. Uns wurde gesagt, es gibt zwei Qualitätsstufen von Karten. Wir wollen die gute Karte. Ja. So sei es. Und frag nach Informationen, irgendeinen Zeitplan, den wir ausnutzen können. Irgendeinen Plan, den Bortil vielleicht selbst schon erarbeitet hat, weil er auch ausbrechen möchte. Und dann sagen wir ihm, wir machen das jetzt heute. Ihr erinnert euch, dass ich mich nicht mal dran erinnern konnte, welchen von drei Schaltern ich drücken musste. Ich versuche, das im Kopf zu behalten. Will ich auch gerade dran denken. Okay, ja. Wir zwei. Ja, du auch. Kann ich versuchen, ihm eine lustige Eselsbrücke zu bauen? Wir sind wirklich gut im Merken. Leander, kannst du uns einen Limerick machen, damit wir es uns merken können? Selbstverständlich.
Ah! Uiuiui, das ist aber ein lustiger Limerick. Leander Löwentreu, du wirst deinem Ruf wirklich gerecht. Okidoki. Dann? Dann, wer möchte anfangen? Wir fangen mit Leander an, weil das wahrscheinlich am schnellsten geht. Es sei denn, du hast die Tschüss, Geschichte. Tschüss, Leander, viel Spaß! Go Team! Ja. Yay! Gesegnet seid ihr. 3, 2, 1, ja! Schon in Ordnung. Okay. Leander? Ja, ich schlender rüber zu Melinda und ihren Gefährten. Ja, sie ist wieder da, wo sie vorhin auch war, und sie rutschen so auseinander und tappen so neben sich auf dem Boden, als hätten sie dir da einen besonderen Platz freigehalten. Schönen Abend, ihr Hübschen. Ich bin hier und habe eine Geschichte dabei. Oder besser gesagt sogar zwei Geschichten, denn heute bin ich besonders großmütig und ihr könnt euch eine von beiden aussuchen. Die beiden anderen Frauen kichern so in sich hinein, Melinda. Setz dich doch zu uns, lernender Löwentreu. Sehr gerne. Ist gemütlich hier. Wir haben selbstverständlich den besten Platz im Sand. Aber ich muss euch warnen, manchmal werde ich ein wenig emotional bei meinen eigenen Geschichten und werde vielleicht ausladende Bewegungen machen, um zu unterstreichen, was eigentlich passiert ist. Okay, es könnte sein, dass die Geschichten dann auf dich schießen, weil sie denken, dass du zaubern möchtest, aber sonst okay. Das Risiko muss ich eingehen. Ein Künstler ist bereit, für seine Kunst zu sterben. Alles für die Kunst. Gut. Ihr habt die Wahl aus zwei Geschichten. Entweder, wie angedeutet, Sturm der Wollust, eine schlüpfrige Geschichte um einen Inkubus in den Niederhöllen. Oder die Drachen der Sturmknackinsel. Eine Geschichte über einen Mann, eine Drachin und sehr viel Mut. Okay. Die Damen beratschlagen sich, welche Geschichte sie hören wollen, und entscheiden sich dann für eine der Geschichten. Und ja, ich möchte offen halten, dass du die Geschichten vielleicht tatsächlich noch für GameStop Plus schreibst. Würfel auf Erotik. Ich kann jetzt vor 2 Minuten nur Pi. Ich würde sagen, ja, mach mal, aber du kannst mit Vorteil würfeln, weil du das Actor Feed hast, ne? Also Actor ist eigentlich dafür da, wenn ich mich als jemand anderes ausgebe. Ach so, nee, okay, dann darfst du jetzt auf jeden Fall, weil sie sind freudig und freuen sich auf die Geschichte du da, und sie hängen an deinen Lippen. Also ich würde sagen, du kannst trotzdem mit Vorteil würfeln. Go, okay. Go, go. 21. Die sind begeistert von. Und während du erzählst, kommen auch immer mehr Frauen zwischen 40 und 60 aus deiner Nähe, um Geschichten zu hören. Ich gehe sehr ins Detail. Okay. Ist es so das Gegenstück zu diesen Schundromanen, die man irgendwie an so Bahnhof-Kiosken kaufen kann, so irgendwie Der Bergdoktor oder so, ja, die auch so in extra großer Schrift sind, damit sie für ältere Damen gut lesbar sind. Ich dachte jetzt eher so an 50 Shades of Leander Löwentreu. Ja, es geht in beide Richtungen. Mal irgendwas so, dazwischen. Ich habe so ein bisschen mit Bridgerton gerechnet. Ja. Also so, ja. Kommt sehr oft das Wort Speer darin vor? Speer, Wienern. Schaft. Ja, diese Geschichten. Okay, gut. Vielen Dank. Dann machen wir weiter mit Son und Ricky. Es ist schön. Und Grub kommt mit euch mit und begleitet euch, schlurft zwischen den Gefangenen durch. Ich halte wieder seinen Finger. Und er deutet in der Entfernung auf einen Zwerg mit rotem Haar und rotem Bart, der in halt auch im Sand sitzt, und um ihn herum sitzen noch 2, 3 weitere Zwerge, und sie scheinen angeregt im Gespräch zu sein. Führt ihr die Verhandlungen, Schwester? Ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit den anderen Insassen dieses Gefängnisses. Ich kann mein Bestes geben. Grub, danke schön. Oh ja, danke, Bruder Troll. Wir sehen uns beim Dance-Off. Wir sehen uns beim Dance-Off. Und er schlendert zu den Dunkelelfen, und sein Schritt ist so ein bisschen federig, als würde er selber nicht erwarten können, mitzutanzen. Gut, na dann, wünsch mir Glück. Und ich nehme an, Xund leicht hinter mir stehend an, ja, Botti heran. Deutlich hinter dir stehend. Komm, halt! Okay. Sind ein Team. Also ich mach das, aber wir sind ein... Bitte kümmert euch. Ja. Guten Abend. Oh Gott, bei der Göttin.
Ricky, ja? Der Name. Seid ihr Borty? 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 Borty nennt mich nicht mal meine besten Freunde, Schätzchen. Ich glaube, Bortil ist der Name. Bortil dann? Danke. Das war ja schon mal ein richtig guter Anfang. Und was will ich die glaube, Kleine das von Bortil? Sitzt der? Der sitzt am Boden, ja. Okay. Aber wie groß bist du nochmal? 115 Zentimeter. Du bist nicht nennenswert größer als er im Sitzen. Okay. Weil ihr müsst euch vorstellen, also Zwerge, wenn wir an Zwerge denken, wir denken nicht an die Zwerge von Schneewittchen. Also wir denken an die Zwerge aus Herr der Ringe zum Beispiel. Also ja. Der, wenn er steht, ist er wahrscheinlich gute 1,60 groß. Okay. Und halt auch gute 1,60 breit. Nein, nein, er ist sehr, also ich wollte nicht sagen, dass er dick ist, er ist sehr, sehr muskulös. Also. Aber er hat eine Zipfelmütze. Nein, er hat keine Zipfelmütze. Oh. Und sein Bart ist sehr kunstvoll geflochten. Gut. Ich gehe trotzdem in die Hocke vor ihm und verzeiht. Ich habe euren Namen nur bei unserem trolligen Freund gehört und es tut mir leid. Ich habe scheinbar falsch gehört. Name ist Ricky. Und das hier ist mein Kollege Xund. Seid gegrüßt. Er hat ein bisschen einen Stock im Arsch, aber er ist ein guter. Kann er sich deswegen nicht hinsetzen? Ich setze mich dazu. Ihr habt vollkommen recht, Meister Zwerg. Wir wollen keine Aufmerksamkeit erregen. Ich weiß, wie die Insassen dieses Gefängnisses sein können. Ja. Hier gibt es keinen Racism, hier gibt es nur Diskriminierung. Ja, Mitglieder eurer Schicht. Keine Beleidigung, das ist nur eine Feststellung. Ich weiß ja, wie Leute wie ihr sein können. Kriminelle. Ich bin ein Mann des Glaubens, ich gehöre hier nicht her, aber ich beuge mich den Umständen. Er redet auch mit seiner Göttin. Intensivst. Wir sind frisch hier und haben aber festgestellt, dass wir unseren Aufenthalt hier grundsätzlich eigentlich möglichst kurz halten wollen. Und haben gehört, dass es euch potenziell ähnlich geht, eine vorzeitige Entlassung, wenn nötig, auch selbst zu erwirken. Ihr macht so eine Handbewegung und die anderen Zwerge stehen auf und gehen weg. Okay. Er lehnt sich so zu dir. Und den, also den Ellenbogen auf, ja. auf den Knien aufgestützt. Schätzelein. Glaubst du, das funktioniert einfach so? Du kommst hier rein und sagst, hier, ich komme aus gutem Hause, ich habe eine teure Lederweste an. Bietet ihm das Rauchwerk, Schwester. Ich zieh die Zigaretten und halte sie, aber möglichst unauffällig hin. Ich nehme sie. Du kannst die Lederweste haben, wenn du möchtest. Hält halt warm in der Nacht. Aber ich habe auch was Besseres und ich zeige ihm so. Ich habe auch gehört, ihr arbeitet an einer Karte des Gefängnisses. Bortil arbeitet nicht an einer Karte des Gefängnisses. Bortil arbeitet seit Jahren am perfekten Ausbruchsplan. Mhm. Ich habe diese Mauern studiert, kenne sie wie meine Westentasche und weiß genau, wo was ist, wo man hin muss, wen man sprechen muss, wen man bestechen muss. Mhm. Wir würden gerne unterstützen. Oh. Heute? Idealerweise. Wir wollten am Wochenende den Geburtstag von Grub nachfeiern. Wir haben Grub schon versprochen, dass wir ihn besuchen können. Wenn es sich irgendwie einrichten lässt. Wir könnten ja eine gemeinsame Geburtstagskarte unterschreiben und vorbeibringen. Es kommt jetzt schon ein bisschen plötzlich, muss ich sagen. Dann kennt ihr das, man bereitet sich jahrelang auf was vor und dann plötzlich... Dann geht's ganz schräge. Das kenne ich gut. Ja. Jahrelange Vorbereitung
Und plötzlich die Stimme der Göttin. So geht es euch auch, Meister Zwerg. Wir sind die Stimme der Göttin. Ja, ich meine, was habt ihr denn? Ich meine, hier nur ihr zwei? Nein. Nein. Ich habe klebrige Hände, da bleibt gerne mal was hängen, wenn es sein muss. Vielleicht hätte er schon mal probiert. Ja, das hilft tatsächlich nur bedingt was, weil in dem Moment, in dem ich das Haus verlasse, hat sich das dann und mein Chef sagt mir auch schon die ganze Zeit, ich soll damit aufhören, aber wenn ich es bei der Konkurrenz mache, ist es in Ordnung. Punkt ist, wir haben eine recht schlagfertige Truppe, die wir gerade wieder mit Ausrüstung versorgen. Wir haben auch gleich ein Dance-Battle mit den Dunkelelfen, um potenziell... Die Dunkelelfen haben Messer. Genau. Und aber die sind wirklich gute Tänzer. Also unser Kandidat hat das wohl studiert. Mir war nicht klar, dass man das studieren kann. Einige von den Dunkelelfen waren auch auf einer wichtigen Schule. Dem Darkmouth College of Dance. Also da sind wir jetzt unterwegs. Meine Cousine ist mit dabei, die sehr schlau ist und mit dem richtigen Werkzeug gefühlt alles anstellen kann. Natürlich haben wir Xund hier. Seid gegrüßt. Entschuldigung, ich rede zu viel. Ich habe das schon gesagt. Wandel im Licht. Wandel alle im Licht. Wir haben einen auf die Wachen hier minimal wütenden Hobgoblin dabei. Und Leander Löwentreu, der noch jeder Wache die Ohren abgequatscht hat. Ihr seht, wie er konzentriert in den Sand guckt und ihr müsst euch vorstellen, in seinem Kopf gerade schieben sich Bilder zusammen und es ist so Musik und er sieht die einzelnen Personen mit ihren Fähigkeiten und dann kommt doch wieder das nächste Bild rein. So. Ihr versteht, was ich meine. So. Ja, ich erzähle einfach so ein bisschen was über, wer so bei uns dabei ist und was sie alles können. Und die besten Benedict Cumberbatch-Szenen aus Sherlock laufen jetzt so ab. Ja, genau. Könnt ihr damit etwas anfangen? Ja, das klingt nach einer guten Truppe. Das klingt nach einer Truppe. Und jetzt zieht er schaut sich um zu sehen, ob die Wachen irgendwas beobachten oder sonst irgendwas. Und er zieht also auf den ersten Blick sieht es aus wie eine Packung Taschentücher oder so. Aber du merkst dann, dass das eigentlich nur ein sehr klein zusammengefaltetes Papier, also ein sehr großes Blatt Papier ist, das sehr klein zusammengefaltet wurde. Und während ihr das anseht, merkt ihr auch, ihr erhascht einen Blick auf die Rückseite dieses Papiers und es ist offensichtlich ein Poster von einem Model in Bikini oder sonst irgendwas. Also einer Zwergin selbstverständlich. Sündig. eben auf der Rückseite von diesem Poster hat er eine sehr detaillierte Karte des Gefängnisses gemalt, wo, wie du siehst, auch da sind auch Gänge wieder rausgestrichen und es sind Türen eingezeichnet und wieder rausgestrichen oder es sind Gefahren markiert in irgendeiner Form und ihr seht eine sehr detaillierte Karte. Bemerkenswert, Meister Zwerg. Mhm. Wie viel? 2. Es waren 3 vereinbart, glaube ich. Oh. 3. Melinda hat eine abgezweigt, deswegen waren es 3. 2 sollten an euch gehen. 3. Ich habe nicht mitgezählt. Ich werf gleich was, Micha. Du kriegst das gar nicht mit auf deiner Seite. Ich krieg das sehr wohl mit. Meisterzwang. Mord ist Metagaming. Mord am Tisch ist Metagaming. Ja. Zahlen waren niemals meine Stärke. Ich gebe es zu, aber das sind Schwarzkraut-Zigaretten. Behaltet dies im Hinterkopf. Ich dachte, es seien normale Zigaretten, denn normale Zigaretten, derer Wert 3 wäre eurer Karte angemessen. 2 und meine Weste. Sicher, sonst würde deine Weste mir passen. Das war ein Versuch wert. 3. Und eine bekommst du zurück, wenn wir im Boot sitzen. Deal. Ich wusste, dass ihr mit solchen Leuten gut umgehen könnt. Es tut mir leid, ab jetzt versuche ich nicht mehr zu rechnen. Solche Leute. Bitte nehmt ihn nicht zu ernst. Er steht auf und du siehst, es ist ein ziemlich großer Zwerg. Also er ist
Gute 1,70, würde ich sagen. Und er baut sich vor dir auf. Glückwunsch. Und er hat zwar nur, wie die meisten Gefangenen hier, trägt er so ein ganz komisches, so ein Tunika aus Sackleinen und eine Hose dazu, die definitiv schon bessere Tage gesehen hat. Aber dafür siehst du massive Arme aus dieser Tunika heraus, die auch über und über tätowiert sind. Also ich schrumpfe ein wenig im Sitzen. Wir versuchen ihm schon die ganze Zeit beizubringen, normal zu sein, aber... Mein Volk hegt eine lange Freundschaft mit den Dunkelelfen. Das ist wahr. Und wir respektieren alle ihren, alle Zwerge für ihre Freundschaft. Es tut ganz mir kurz, sehr leid. Ich wusste, dass ihr wieder vergesst, was ich euch gesagt habe. Und deswegen habe ich extra diesen Limerick in Auftrag geben lassen. Wäre jetzt vielleicht der Moment, wo sie sich an den lustigen Limerick erinnern können. Gebt mir beide einen Straight-Intelligence-Check. Es scheitert nicht an den Charakteren, es scheitert an den Menschen. Ja. 14. Auch 14. Ihr erinnert euch, ihr fangt an, euch an den Limerick zu erinnern, ja. Was war nochmal der Limerick? Und das, liebe Zuschauer, passiert, das, wenn sich die Spielerinnen und Spieler so gut wie keine Notizen machen. Den Limerick packen wir in der Postproduktion schon nochmal drüber, wenn Leander dieses macht, ja? Okay, Vinny, erleuchte mich. Ich habe euch gesagt, dass in diesem Preis, den ihr bezahlen werdet, der übrigens 2 Zigaretten war, möglichst enthalten sein sollte, deswegen die eine als Bonus, dass ihr nach Infos und einem Zeitplan fragt. Zeitplan für die Wachen. Ja, damit wir wissen, wann wir ausbrechen. Als hätte ich Vinnys Stimme gehört, kommt es mir wieder. Meister Zwerg, verzeiht nochmals meine Worte. Ich weiß, ich respektiere euer Volk und möchte euch allerergebenst fragen, wann gedenkt ihr, diesen Plan in die Tat umzusetzen, so er denn noch heute Nacht stattfinden solle? Und wer kann uns dabei helfen, außer uns 7? Mach mir einen Persuasion-Check, bitte. Ja, 6. Ja. Bereite dich vor. Biete doch mal die Weste an. Aktuell nicht so gut auf dich zu sprechen. Okay. Vielleicht hätten wir doch ein Messer. Ich schrumpf noch ein bisschen mehr im Sitzen. Das Messer besorgen wir doch. Ja. Er schaut wieder zur Regie. Kann ich sonst noch was für dich tun, Blondie? Ich glaube, er steht auf dich. Ach, du bist gar nicht blond, du bist dunkelhaarig. Ich glaube, er sieht schlecht. Gibt es irgendwie Infos zu den Wachen, die uns helfen können? Ganz bescheuert, Wachen, die Schlüssel haben, oder gibt es einen bestimmten Wachzeitplan, dann tauschen die einfach, damit wir schon mal Ausschau halten können. Bitte einen Persuasion-Check. Lass das. Oh Gott, nein! Ich schaue mich schon so an. Persuasion. 13. Okay. Ja. Also ich weiß echt nicht, ob ich euch trauen kann. Na, am Ende lasst ihr mich sitzen. Nein, das nicht. Okay. Also ich werde euch nicht den ganzen Plan sagen. Der Plan ist hier drin. Da müsst ihr euch drauf verlassen, dass der Plan hier drin ist. Natürlich. Aber die Dunkelelfen im Schatten. Wir haben Messer. Mhm. Und wir brauchen eine Ablenkung, damit die Wachen abgelenkt sind. Mhm. Am besten, ihr bringt Yolanda dazu, einen Aufstand anzuzetteln. Mhm. Der gibt uns ungefähr, wenn sie euch mag, vielleicht 10 Minuten. Yolanda. Und dann treffen wir uns am hinteren Tor. Und ich erzähle euch den Rest vom Plan. Könntet ihr das vielleicht nochmal als Limerick formulieren? Nein, okay, vergesst es. Nein. Ricky hat sich das jetzt. Okay, ich merke mir das jetzt. Wie hieß nochmal diese Krankheit, mit der man immer, mit der man auf die Haut empfindliche Haut hat? Hat sie nicht, aber mit ihrem Fingernagel versucht sie so.
Hat so die Anfangsbuchstaben, aber ja, gut. J. A. Das hintere Tor ist auf dem Plan verzeichnet, oder? Den Plan gebe ich euch nicht mit. Er packt ihn wieder zusammen und faltet und faltet. Ich dachte, faltet den hat er mir übergeben, faltet. Sonst hätte ich ihm die Kippen nicht gegeben. Ich habe ein fotografisches Gedächtnis, Schwester. Ich habe mir das alles gemerkt. Du hast vergessen, welchen Hebel wir ziehen müssen. Das hat ja auch mit Fotografie nichts. Also, ey, ich möchte kurz dazu sagen, dass ein fotografisches Gedächtnis in D&D ein Feed ist und den hast du dir nicht ausgewählt. Ich habe fast ein fotografisches Gedächtnis. Das Keen meint? Ja. Okay, er erinnert sich daran, dass ihr getauscht habt und gibt dir die Karte. Ja, der rückwärtige aus. Wenn ihr nicht da seid, macht Bortil euch das Leben zur Hölle. Geht Bortil dann nicht alleine? Wie bitte? Ob Bortil dann nicht alleine geht? Ich habe so oft versucht, hier auszubrechen. Ihr müsst wissen, ursprünglich war ich nur für 4 Jahre eingelocht und jetzt sitze ich hier seit 72. Na, dann wird es Zeit. Gut. Was ist unser Zeichen? Dass wir loslegen mit dem Aufstand und... Also wir müssen Yolanda natürlich noch an Bord. Das Zeichen, dass ihr loslegt mit dem Aufstand, ist, dass der Aufstand loslegt. Okay, und dann... Dann ich würde gerade so gern mit euch reden, ihr macht mich fertig. Wir sehen deine stechenden Blicke über den ganzen Gefängnis. Ich würde euch so gern Dinge sagen gerade. Ich muss sagen, ich finde die Aufteilung, wie ihr gegangen seid, auch wahnsinnig interessant, dass ihr ausgerechnet diejenige mit höchsten Intelligenz zum Tanzen schickt und den mit hohem Charisma. Okay, ich meine, hätte was überzeugen können. Wenn er ja, das hat nicht so gut geklappt. Er wollte er nicht. Er hätte ja gedurft. Aber ich hab's ja versucht. Ich komme einfach nicht ran an diese Leute. Ich meine, an Meister Zwerg, an Bortil, an unseren Freund, an unseren Verbündeten, geben Licht, mein Sohn. Okay, also Bortil hat euch entlassen, ihr dürft jetzt auch zum Dance Battle gehen. Und da blicken wir jetzt auch hin, denn ihr wartet eigentlich nur noch auf darauf, dass die Sonne hinter dem Gemäuer den letzten Lichtstrahl hinter dem Gemäuer verlässt. Hast du jetzt eigentlich schon irgendwelche Infos gekriegt? Oder hast du einfach nur deine Geschichte erzählt? Doch noch. Die dauert halt eine Weile. Immer neue Details. Ich habe doch gesagt, dass ich ins Detail gehe und die Leute richtig gut unterhalte. Außerdem ist das ja die Bezahlung. Ihr habt die Informationen ja schon gekriegt. Das ist ja noch du wolltest Zahlen. Doch noch eine... Nee, egal. Die Info habe ich noch nicht bekommen. Welche Info wolltest du noch? Die wollten mir sagen, wie die Wachen erkennen, ob Magie gewinnt wird. Okay. Und noch irgendwas, was ich vergessen habe. Okay, gut. Dann bevor wir zum Dance gehen, gehen wir jetzt zurück zu Leander, der jetzt seine Geschichte erzählt hat. Du hast dir nicht aufgeschrieben, was du wissen wolltest. Nee. Das ist blöd, weil ich nehme mich auch nicht. Also. Ja. Vielleicht sind wir zu Recht im Gefängnis. Ich bin nur zu diesem Dance-Battle gegangen, weil Leander Löwentreu gesagt hat, es wäre echt cool, wenn du zu diesem Dance-Battle gehst. Und dann ist er nicht mal selber mitgekommen. Warte, mir liegt's auf der Zunge. Sie wollte mir sagen, wer was weiß. Aber ich weiß nicht mehr, was wer wie weiß. Aber das wissen wir doch inzwischen sowieso. Ja, wahrscheinlich wissen wir sowieso. Wir wissen, wer was weiß. Ich glaube, es ging wahrscheinlich um die Information, dass Bortil die Karte hat. Ich glaube, das wollte sie mir auch noch sagen, was aber... Aber das hatte sie jetzt doch schon gesagt. Ja, aber ich glaube, das war schon die Information, für die wir Leander ursprünglich mal losgeschickt hatten in den letzten Runden. Auf jeden Fall musstest du sie mit einer schmutzigen Geschichte bezahlen. Ja. So. Und deswegen wollte ich eine Prioritätenliste machen. Fahrt fort. Naja, aber die Info mit der Magie bekomme ich ja auf jeden Fall. Ja, okay, also dann kommen wir zu dir. Du hast deine Geschichte fertig erzählt. Ja. Die Damen streben, also in dem Moment, in dem du die Geschichte fertig erzählt hast. Ich mache eine Pose am Ende. Laufen einige der Damen auseinander, um zu ihren Zellen zu gelangen. Und du sitzt mit Melinda alleine da. Und sie erklärt dir, dass vor vielen Jahren dieses Gefängnis eigentlich mal ein antimagisches Schild hatte und aufgrund von Sparmaßnahmen das aber ersetzt wurde, weil es billiger ist, eben 2 Dutzend Bogenschützen bzw. Armbrustschützen zu bezahlen. Und die erkennen Magie tatsächlich einfach nur daran, dass sie verbale und semantische Komponenten erkennen. Aha, das heißt, wenn niemand hinguckt, dann merkt es. Wenn niemand hinguckt und wenn du jetzt zum Beispiel nur eine verbale Komponente hättest, ohne semantische, dann würden sie es wahrscheinlich nicht, oder könnte es sein, dass sie es nicht mitbekommen.
Gut, das ist eine Information, die ich gewisserweise auch schon hatte. Vielleicht könnt ihr mir ja noch eine andere Information geben. Okay. Wie hat euch meine Geschichte gefallen? Das war eine fantastische Geschichte. Wärt ihr bereit, diese Geschichte weiterzutragen innerhalb dieses Gefängnisses? Sie wird knallrot. Ich weiß nicht, ob ich das erzählen kann. Aber ihr könnt doch von Leander Löwentreu erzählen. Ja. Dann erzählt von mir und erzählt, was ich hier getan habe. Und was ich für dieses Gefängnis geleistet habe. Okay. Ich möchte, dass das ganze Gefängnis meinen Namen kennt. Okay. Hat noch irgendwas? Frag Winnie. Die ist überhaupt nicht da. Ich darf dir nichts sagen. Es gibt noch eine Sache, die ihr noch organisieren wolltet. Kann so aber wichtig nicht gewesen sein. Also, wie bekommt man Werkzeug? Ja, was? Haben wir nicht Werkzeug? Das Werkzeug hat sie doch schon. Sie hat einen Löffel. Sie hat einen Löffel, aber vielleicht gibt es ja noch besseres Werkzeug als einen Löffel. Ich dachte, das ist damit Und noch was. Gibt es einen guten Weg, an unsere Sachen zu gelangen? Also Melinda kann euch... Also das Ding ist, Melinda ist die Beschafferin. Also über einen Zeitraum hinweg könnte sie euch eure Sachen wahrscheinlich beschaffen. Ja. Aber du weißt ja, dass die anderen eine Map besorgen wollten, eine Karte vom Gefängnis besorgen wollten. Und es ist wahrscheinlich eher auf der Karte des Gefängnisses einfach eingezeichnet, wo die Besitztümer aufbewahrt werden. Aber sie könnte gutes Werkzeug für... Sie hatte euch das letzte Mal schon gesagt, dass sie dafür Zeit braucht und ihr habt keine Zeit. Sie hat aber doch irgendwo eine Haarnadel versprochen, die in kürzerer Zeit zu besorgen war, oder nicht? Ja, das ist korrekt, aber ihr habt ihr nichts mehr zu bezahlen. Aber ich meine, vielleicht... Ja. Du kannst mir... Gib mir mal einen Überzeugenwurf. Ich hab gerade eine fantastische Geschichte. Ja, du hast eine 21 gewürfelt für die Geschichte. Ja. Also, wenn du höher gewürfelt hättest, dann vielleicht. Aber du hast ja jetzt schon zwei Informationen bekommen, also von daher... Hm. Aber du kannst mich nochmal überzeugen, wenn du sie davon überzeugen willst, ob die Geschichte genug wert war, um noch eine Haarnadel zu organisieren. Das probiere ich. Auf Perception, ja? Nein, Persuasion. Nee, genau, passt selber. dann habe ich 24. Okay, sie schaut dich lange an. Und dann lächelt sie und zieht aus ihrem Haarnest eine Haarnadel und gibt sie dir. Vielen Dank. Es war mir eine Ehre. Ihr wart eine sehr gute Zuhörerschaft und ich bin sehr froh, dass ich hier gewesen bin. Das war es auf jeden Fall wert. Gut. Ich wäre immer bereit, wiederzukommen und eine weitere Geschichte zu erzählen. Und jetzt tragt ihr ein Kind von mir. Okay. Wundervoll. Dann ist Leander jetzt auch auf dem Weg zum Dance-Off. Ja. Okay. Winifred. Ja. Ihr seid jetzt alle beim Dance-Off. Es steht wenige Minuten bevor. Sind wir beim Dance-Off oder sind wir bei Yolanda? Nee, wir sind beim Dance-Off. Wir gehen zum Dance-Off, weil wir müssen ja dem Rest noch erklären, was Sache ist. Und am besten reden wir mit Winnie und Leander. Aber eher mit Winnie. Das überzeugt mich. Ich habe so große Hoffnungen an dich, weißt du? Und dann fällt mir jedes Mal ein... Was fällt dir ein? Wenn wir mit dir reden, es dreimal so lang dauert wie mit Winnie. Das stimmt. Jetzt hältst du deine Hoffnung einfach in die falschen Personen. Also, Winifred. Du tanzt doch jetzt erstmal, oder? Ja, schon gut. Da passiert jetzt ein Dance-Off. Mhm. Und ein Dance-Off könnte gegebenenfalls ablenkend wirken. Korrekt. Das war das, was ich den beiden gern gesagt hätte. Dass sie sich das mit Yolanda sparen können. Aber nun. Ja, okay. Du hattest vorhin noch was anderes vor, was du tun möchtest. Ich wollte ein Werkzeug bauen. Noch was anderes. Wir wollten die Schlüssel klauen. Mhm. Ja. Ja. Ist denn irgendwo in der Nähe dieser Pferdegesicht? Ferdinand.
Wie? Fervin. Fervin. F-E-R-V-I-N. Fervin. Hast du deinen Lieblingswächter nicht gemerkt? Fervin muss sterben. Ist er irgendwo? Ich würde sagen, also ihr habt wegen gesagt, diesen Hof mit den Alkoven. Ich würde sagen, mit ein bisschen Glück findest du ihn bei einem der Alkoven. Okay. Also ich sehe ihn jetzt aber noch nicht. Jetzt gerade aktuell kannst du ihn nicht sehen. Ich bin halt nicht besonders sneaky. Ricky ist noch nicht zurück? Der Ricky, würde ich sagen, kommt jetzt dann auch an. Also ihr seid okay. Jetzt, es ist ganz kurz vor Sonnenuntergang und ihr seid jetzt alle da. Okay. Ricky! Ja? Was habt ihr rausgefunden? Wir haben eine Karte, wir haben einen Ausbruchsplan, wir haben einen Verbündeten und ich zeige ihr kurz die Karte. Ja. Das klingt ja, als wäre es ausgezeichnet gelaufen bei euch. Wir haben uns dank des Limericks sogar an alles erinnert. Ich freue mich so. Ich hatte auch nachgefragt wegen den Wachen, aber ich glaube, da hat er uns dann nicht mehr was sagen können. Ha, komisch, wenn es so gut gelaufen ist. Ja. Na gut, ich brauche was von dir. Ja. Ich habe doch erwähnt, dass dieser Fervin Schlüssel hat. Ja. Wenn wir ihn hier irgendwo finden, wir alle brauchen diese Schlüssel. Okay. Als Gemeinschaftsprojekt. Dann lass uns nur eine Sache machen. Und ist Xund da in der Nähe? Ja, mit ein bisschen Abstand. Dann drehe ich mich um, Xund. Ja. Ich gehe jetzt wieder Sachen machen. Meister, Wandel im Licht. Kann ich dir die Map geben? Ja. Dann ich werde sie gut verwahren. Übergebe ich ihm die Map, weil die Chance, dass er von Wachen durchsucht wird, in dieser Truppe am geringsten ist aktuell. Okay. Ja. Möchte einer von euch jetzt noch zu Yolanda gehen, während das Dance-Battle stattfindet? Ich würde gern vorher zu Ricky gehen. Okay. Ricky, die Leichtfüßige, ich bin zurück von meiner Queste und habe den Damen die Geschichte erzählt, die sie noch den Rest ihres Lebens in ihren Herzen tragen werden. Ich habe meine Seele offenbart und sie dazu gebracht, uns Dinge zu sagen und zu überreichen. Solange du ihnen nichts anderes offenbart hast, klingt das nach einer guten Geschichte. Auf jeden Fall möchte ich jetzt dir, Ricky, die Leichtfüßige, ein Präsent übergeben, das aufgrund dieser Queste in meine Hände geraten ist. Ah. Habt ihr sonst noch was Nützliches rausgefunden? Perfekt! Dankeschön! Danke dir! Das war die Leander-Löwentreu-Garantie. Und sie umarmt so deinen Oberschenkel. Dankeschön. Reicht eine Haarnadel aus oder braucht man zwei Haarnadeln, um ich bin kein Dieb in real life. Aber ich glaube, man braucht halt immer was, um irgendwie so machen zu können. Und ich dachte jetzt halt an so eine gebogene Haarnadel, die auch so zwei Enden hat. Aha, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Also okay, ich würde dir erlauben, das ist ein großer Bobbypin. Ja. Ein dünnes Messer zum Beispiel kann man dafür auch benutzen. Ja. Das viele Tiermesser. Winifred hat sehr dünne Finger. Ja. Ich habe also wirklich nahezu nadeldünne Finger. Ja. Sehr kurz. Schön. Ja, dankeschön. Dann holen wir die Schlüssel drauf. Warte, aber was ist denn der Plan? Ihr habt gesagt, es gibt einen Plan. Genau, also. Ja, was ist der Plan? Stehen wir in der Nähe eigentlich? Oder ihr steht alle beisammen. Schau noch an. Du blitzt nur die ganze Zeit bösartig zu den. Also, der Plan sieht wie folgt aus. Dunkelelfen. Der Bortil wird uns unterstützen. Er hat uns nicht den ganzen Plan verraten aus Sicherheitsgründen, aber wir haben die Karte mitgenommen. Sie hat ihn zuerst Borti genannt, aber ich konnte die Situation entschärfen und retten. Sehr gut. Am besten sagt sie gar nichts mehr, weil ansonsten reißt sie dir noch die Zunge raus. Fahrt fort, Schwester. Also. Wir müssen zuerst die Wächter, die Dunkelelfen, alle miteinander ablenken. Dafür hat er vorgeschlagen, dass wir mit Yolanda sprechen und sie davon überzeugen, dass sie einen Aufstand anzettelt. Haben wir diese Zeit noch? Brauchen wir das? Ich meine... Entschuldigung, wer muss einen Aufstand anzetteln, wenn sowieso alle Augen auf meinem Tanz gerichtet sein werden? Aber Barry, du hast doch versprochen, dass es immer einen Aufstand gibt, wenn du tanzt. Vielleicht können wir das ja verknüpfen, Barry. Famose Idee. Egal wie das ausgeht, wir erzählen deinen dunkelelfischen Feinden einfach danach irgendeinen Scheiß über Yolanda. Die gehen rüber, versuchen sie abzustechen und dann haben wir unseren Aufstand. Darf ich kurz weitermachen? Ich bin mir sicher, dass auch so um uns herum ein Aufstand entstehen wird. Einfach nur, weil die Menge mitgerissen sein wird. Für den Rest, der nicht diskutiert.
Dieser Aufstand soll uns circa, wenn wir nett sind, bis zu 10 Minuten geben. Und dann sollen wir uns am hinteren Tor treffen. Das ist auf der Karte eingezeichnet. Dort treffen wir Bortil und dann geht es weiter. Ich sehe zwei Punkte, die wir potenziell abhaken müssen. Das eine ist unser Gier. Ich gehe nicht davon aus, dass Bortil damit rechnet, dass wir unsere Sachen noch holen wollen. Auch da habe ich schon einen famosen Plan gefasst. Und Nummer zwei, abgeschlossene Türen müssten durch Schlüssel geöffnet werden. Aber du hast gesagt, wir können mit dem Todeswunsch. Okay. Außerdem könnte ich, während du dein vermutlich grandioses Tanzbattle schlägst, versuchen, ein Werkzeug zu bauen aus diesem Löffel, den du mir gebracht hast. Und dann kommen wir schon wesentlich weiter. Gut. Was und ich? Du, Leander, siehst einfach grandios aus. Nein, gute Arbeit. Nein, Leander wird bei uns gebraucht. Und zwar, weil ich folgenden Plan gefasst habe. Sie werden irgendeinen Konzertmeister heranschleppen, irgendeinen humpelnden Halbtroll mit gebrochenen Fingern, der Gitarre spielt oder Geige oder was immer sie hier überhaupt an Instrumenten zusammenkriegen. Nichts gegen Trolle, Grub, wenn der in der Nähe ist. Wo ist Grub? Grub ist in eurer unmittelbaren Nähe. Trolle sind am Kuschier. Also wie gesagt, irgendein unfähigen Halbtroll. Und dementsprechend werde ich bestehen, dass wir den einzig wahren größten Konzertmeister des ganzen Landes organisieren, nämlich mich? Exakt. Ich bin eher Geschichtenerzähler als Musiker, aber ich bin schon in der Lage, das ein oder andere musikalische Meisterwerk zu produzieren. Ich habe da mal eine Geschichte erlebt, die wird euch... Kannst du singen? Und in dem Moment verschwindet die Sonne hinter der Mauer. Unser Zeichen. Ich sehe wieder was. Und meine Güte, wie seht ihr denn aus? Was ist euch denn passiert? Genau, zur richtigen Zeit. Die dunkle Elfin, die dich vorhin zu dem Dance aufgefordert hat, tritt nach vorne. Ich baue mich ebenfalls bedrohlich vor ihr auf, beginne langsam wieder zu schnipsen. Um sie herum sind ein paar weitere dunkle Elfen, die mit ihren Händen auf dem Boden und auf ihren Oberschenkeln trommeln. Weit und breit niemand mit einem Instrument. Ich schnapp mir Winnie. Winnie, wo ist der Sack? Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber... Dann lass ihn uns suchen gehen, du lenkst ihn ab. In dem Moment bemerkst du Bewegungen in den Alkoven. Weil du hörst dieses rhythmische Trommeln der Dunkelelfen, das natürlich auch die Wächter aufmerksam macht. Und tatsächlich taucht in einem der Alkoven aus einem der Alkoven läuft eine weibliche Wächterin und hinter ihr erscheint Ferben, der wütend seine Hose zumacht. Puh. Das ist der eklige Typ. Okay, kriegen wir ihn abgelenkt? Müssen wir ihn ablenken? Oder? Ich hoffe, dass für genug Ablenkung gesorgt ist. Ich würde die Zeit gerne nutzen, mir endlich ein Werkzeug zu bauen, weil sich niemand darum gekümmert hat. Und damit bekomme ich den ersten Performance-Check für das Dance-Battle von dir. Sie beginnt. Kann ich in der Zeit schon mal anfangen, mein Werkzeug zu bauen? Weil ich ein bisschen dafür brauche. Willst du dein Werkzeug bauen oder willst du die Schlüssel besorgen? Ich mach die Schlüssel, sie das macht Ricky, ich mach das Werkzeug. Gut. Dann, wie lange dauert es, dein Werkzeug zu bauen? Eine Stunde. Das wird jetzt keine Stunde dauern. Ich möchte Folgendes vorschlagen, weil es sich ja natürlich, wie ich schon angekündigt habe, um einen brutalen Tanz handelt. Einen Tanz auf Leben und Tod, um zu sagen. Halte ich das Attribut Survival hier für weitaus angemessen? Nein, es ist... Auftritt. Es ist definitiv. Aber gut argumentiert. Kann ich performen. Ich würde probieren, Barry zu inspirieren. Wie möchtest du das machen? Möchtest du auch mittanzen einfach? Du kannst ja in das Dance auf jederzeit einsteigen. Ich würde so ein bisschen. Ich habe ja kein Instrument, aber ich würde so mit Klopfgeräusch so. Stopp. Und halt ein bisschen Musik machen. bitte keine urheberrechtlich geschützte Musik. Ich dachte jetzt mehr so auf den Tisch klopfen ist. Auch auf den Tisch klopfen, aber das mit der, also das ist tatsächlich das größere Problem. Okay, ihr versteht, was ich tue. Ja. Du trommelst royalty-freie Musik. Und mach dann noch eine Bardic Inspiration. Okay, dann bekommst du eine Bardic Inspiration. Ich würde auch noch was singen dazu. Und zwar. Jetzt habe ich Angst, weil ich singen wollte, vielleicht auch. Urheberrechtlich. Bis zu 6 Sekunden. Okay.
sagt das Zauberwort. Halt den Totem okay. fest stop, 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 und du stop, stop, hast stop. Die Kraft. Vielen Dank, perfekt. Du bist inspiriert. Hervorragend. Und ja, also ihr erster Start ist nicht optimal, aber sie legt auf jeden Fall schon mal vor, ja. Du sagst, wenn ich einsteigen soll, Barry. Grüdock, für euch habe ich noch eine besondere Aufgabe vorbereitet. Du musst jetzt tanzen, du kannst jetzt nicht mehr reden. Los. Okay. Das klingt doch schon mal gut. 16. Plus 0 leider. Plus ein D6 von mir. Plus ein aber D6. Nur, wenn du ihn anwenden möchtest. Also du hast die nächsten 10 Minuten Zeit, die Inspiration für irgendeinen. Kannst du die auch aufheben. Mhm. Okay, die 16 ist hoch genug, dann nehmen wir das hoffentlich. Okay. Hinter der Drow steigen zwei weitere dunkle Elfen in den Tanz ein. Aber weiterhin, also sie ist die Einzige, die das Dance Battle macht. Okay, sie hat eine 25. Damit, also das Erste, was sie gemacht hat, war eher so ein bisschen schwächlich. Du hast stärker eingestiegen und jetzt hat sie definitiv einen Move hingelegt, bei dem du schwerst beeindruckt bist, der dir, ich würde sagen, der macht dir einen psychischen Schaden. Muss ich denn auch schreiben, psychischen Schaden? Ja, einen Schaden, einen Punkt. Achso, genau, mein Schaden, okay. Das war echt gut. Verdammt, ja, diese Dark Mouth. Forenzen. Lass los, Barry. Lass alles los. Steht ihr auch hinter ihm schnipsend? Ja, ja. Ein Mann, ich würde gerne nicht. Versuchen, einen akrobatischen Backflip hinzulegen in Antwort okay. darauf. Okay. Und dementsprechend auf Acrobatics würfeln. Du darfst auf Acrobatics würfeln. Tut euch nicht weh. 19 plus 1, dreckige 20. Okay, es war auf jeden Fall schon definitiv beeindruckend. Schauen wir doch mal, was sie noch dagegen halten kann. Aber bevor wir da weiter gucken, Ricky. Quick question. Wenn du weißt, dass ein Werkzeug bauen jetzt gerade nicht hinhaut, kommst du dann mit und hilfst ablenken? Oder ja, das überlege ich auch gerade. Ich bin so frustriert, dass ich kein Werkzeug bekomme, ja. Gut, dann ich merke gerade, dass das alles zu lang dauert. Ich kann doch nicht einfach aus einem Löffel jetzt plötzlich. Ja gut, ich komme mit. Näschen, kriegen wir alles hin? Ich schiebe mir meine grüne Kapuze rüber. Grün, dunkles Grün sieht man im Dunkeln nämlich viel, viel weniger als irgendein Schwarz jemals. Und versuche so unauffällig wie möglich mich in Richtung von dem Färben zu bewegen und möglichst an seiner Seite und im Rücken zu bleiben. Mhm. Ich nicke Vinny nochmal zu. Ablenken, wenn nötig. Also ihr seht jetzt auch mehrere Wachen auf dieses Dance Battle zugehen. Mhm. Unter anderem Felwyn, der allerdings ein paar Schritte weiter hinten ist, weil das ist nicht so der Frontline-Kämpfer. Ja. Da ist definitiv angestaute Wut. Okay. Was? Ist immer noch die weibliche Wächterin vor ihm unmittelbar? Die ist weiter weggelaufen. Die ist quasi auf der anderen Seite, um Druck zu machen bei dem Dance-Off. Hm. Also gut. Wenn ihr mir beide mal einen Stealth-Check werft, um yes. zu versuchen, zu ihm hinzukommen, ohne von den anderen Wachen. Komm schon. 12. Oh Gott. 5. Ja. Okay, also er sieht euch sofort. Na super. Und die anderen Wachen halten sich nicht mit euch auf, sondern laufen weiter zu den Bands Mittelländer, aber er hat euch sofort beide gesehen. Gut. Wissen wir das? Also sehen wir das? Erkennen wir, dass er uns gesehen hat? Ihr wisst beide, dass ihr gerade nicht besonders vorsichtig wart. Okay. Ihr hättet euch vielleicht vorher darauf vorbereiten müssen und vielleicht vorher sagen sollen, dass ihr euch hinschleichen wollt oder sonst irgendwas. Ich habe ja gesagt, Kapuze hoch und dann... Ja. Du warst ja auch ein bisschen besser. So. Ich habe gesagt, ich bin nicht besonders stealthy, deswegen solltest du den Schlüssel holen. Gut, dann mache ich jetzt volle Konfrontation. Vinny macht einfach Panic Reaction und ruft ihm irgendwie entgegen... Na, du ekliger Typ! Ich hatte gehofft, sie ruft vielleicht um Hilfe oder sowas. Aber nein, okay. Ich glaube, aber das ist eigentlich genau das, was Ricky von Vinny wollte. Er ist total verwirrt, weil er gedacht hat, du läufst vielleicht in Panik auf ihn zu und willst seine heldenhafte Schulter, um beschützt zu werden. Oh nein. Und jetzt ist er ziemlich
angepisst von dir? Ich bleib da stehen, wo ich bin. Und warte, dass er auf mich zukommt. Okay, also er bremst nicht ab, sondern läuft weiter auf dich zu und sein Gesicht kommt so nah zu dir. Was willst du, du kleine stinkende Halbling? Mädchen eines von fragwürdiger Natur. Kann ich in der Zeit, also wo er sie konfrontiert, versuchen halt hinter ihn zu kommen, um dann... Ich würde sagen, da versuchen wir jetzt mal, ich überlege mal, was ist der beste Ablenkungswurf? Ich würde sagen, wenn Vinny einen guten Deception-Check macht, darfst du nochmal einen weiteren Stealth-Check würfeln. Gut. Du darfst einmal auf Deception würfeln. Oder, ich meine, wenn du willst, kannst du auch auf Intimidation würfeln, aber ich glaube, das ist das Gleiche für dich. Ja, ich bin gleichermaßen in Intimidating, wie ich Leute auch täuschen kann. Mhm. Es ist ein 15. Okay, das reicht aus. Du darfst nochmal einen Stealth-Check würfeln. Oh Gott, bitte. Jetzt komm schon. Ist deine letzte Chance, Würfel. Das reicht aus, dass er das Interesse an dir verliert oder dass er nicht mehr weiß, dass du da bist. Und er ist jetzt streitet mit dir. Was ist denn schiefgelaufen mit deiner Wächterfreundin? Hatte sie keine Lust auf deine ekligen Annäherungsversuche? Er ist super perplex davon, was du gerade sagst. Du darfst nochmal einen, ich meine, theoretisch sagst du die Wahrheit. Also ich würde dir sagen, du darfst dir aussuchen, ob du Deception, Intimidation oder Persuasion mit Vorteil würfelst. Ich habe gerade so Herzklopfen. Alles das Gleiche, aber ich sag einfach mal Persuasion. Okay. For the records. 14. Vorteil? Also du kannst gucken, ob du noch besser wirst? Nee, 14. Okay, 14. Das... damit würde Ricky ihren nächsten Staff-Check mit, nicht direkt mit Nachteil, aber mit minus 4 würfeln, weil du den DC nicht ganz geschafft hast. Aber er ist definitiv irritiert davon, was du zu ihm sagst, und er ist sehr wütend auf dich. Was geht denn dich das an? Ich hätte mich geht das was an, wenn du hier... Mhm. Der jetzt tatsächlich schlicht und ergreifend. Eifersüchtig. Das war übrigens gerade meine Impression einer 14. Okay. Ich hätte jetzt tatsächlich einfach einen Sleight of Handcheck gemacht und nach seinen Schlüssen. Genau, du darfst den Sleight of Handcheck machen, aber du müsstest 4 abziehen. Es ist kein Nachteil. Das, sagen wir 3 abziehen. Nachteil ist meistens ist, ungefähr im Schnitt minus 5. Also würde ich sagen, du musst minus 3 rechnen auf deinen Sleight of Hand Check. Okay. Oh mein Gott. No pressure. Natural 20. Ja. Yeah. Okay, du gleitest an ihm vorbei. Du gleitest an ihm vorbei und ziehst den Schlüsselbund und du sofort super geschickt mit deinem Ärmel packst den Schlüsselbund, dass er nicht raschelt und schaffst es sogar Vinny noch ein Zeichen zu geben, dass du es jetzt geschafft hast und bist direkt wieder auf der anderen Seite von ihm vorbei und verschwindest in der Masse von immer mehr Gefangenen, die auf dieses Dance Battle zulaufen. Okay. Einen Augenblick. Wir müssen gucken, ob eure Ablenkung anhält. Damit darfst du, darf ich den nächsten Wurf machen. Das ist eine Natural 20. Spannend, ne? Was bedeutet, dass du deinen nächsten Wurf bitte mit Nachteil machst. Mhm. Das heißt, zweimal das Schlechtere, ne? Mhm. Kann ich zwischenzeitlich, wir hatten ja schon geklärt, dass die Dunkelelfen vom bösen Darkmouth College, das sind ja Tänzer, die das, als Tänzer des Bösen ausgebildet werden. Deswegen sind sie ja überhaupt erst im Gefängnis gelandet. Ergibt Sinn. Und dass die nur mit Messer tanzen. Fällt mir bei meinem Tanz gegenüber ein Messer auf? Also ich möchte deine Kreativität in allen Ehren. Okay. Aber du kannst nicht einfach anfangen, hier Dinge und Lore zu erfinden, die dann so festigen. Nein, sie tanzen nicht mit Messer. Schade, schade. Kann ich mit einem Messer tanzen? Hast du ein Messer? Ich könnte versuchen, mir eins zu besorgen. Okay, dann rufe ich in diesem Moment... weil ich beeindruckt bin von den Tanzmaster meines Gegenübers. Grülak, verdammt, steig ein! Gut.
Grülok kann einsteigen. Damit würdest du jetzt, also du musst nicht selbst würfeln, also du darfst auch selbst würfeln, wenn du willst. Alternativ könnte, aber würde halt der Nachteil für Lennart verschwinden. Ja, aber ich bin schon gut im Tanzen. Ich berühre dich an der Schulter und gebe dir göttliche Führung, was auch immer du tust, mein Sohn. Du darfst mir einmal einen W20 würfeln, wie schnell du das schaffst. Ups. Und du auf. Hast... Wie bitte? Auf? Auf was? Wie schnell du das schaffst. 13. Also, du darfst Geschicklichkeit draufrechnen. Ach so, 13 plus, nicht viel. 13 plus 1, 14. Okay, das ist nicht besonders schnell. Die Wache schießt auf dich, aber sie hat nicht besonders gut gezielt und sie schießt an dir vorbei und du schaffst den, also der Guidance kommt an. Okay, kriegen wir 4 drauf. Ja, dann das heißt, dann darfst du mit Nachteil und du darfst normal würfeln. Den Pfeil habe ich schon, den Luftzug des Pfeils habe ich gespürt. Mach etwas draus. Okay, dann sind wir bei 23 insgesamt. Mhm. Grülok slidet hinter Barry. Sieht auch göttlich. Porn. Kann ich versuchen, mit einer Pirouette meinem Gegenüber ins Gesicht zu treten? Das wäre unbewaffneter Angriff. Was okay wäre. Das wäre ein Schaden von 0. Aber gut, okay. Es geht vielleicht nicht um den Schaden, sondern um die Demütigung in diesem Fall. Auch ist ja eine Performance. Okay, dann machst du einen Angriffswurf. Das müsste ich ja kurz schauen, dieses unbewaffnete Angriff, wie man den würfelt, ne? Der ist in deinem Fall plus 0. Unten. Oder hast du, was, wie viel hast du Stärke? Plus, also 0 oder minus 1? Stärke habe ich minus 1. Dann machst du ein W20 minus 1. Okay. Mit Nachteil auch noch, ne? Ja. Oh, jubelt euch, mein Sohn. Und ich habe ja theoretisch auch noch den. Du hast die Bardic Inspiration noch, ja. Und das war, was noch drauf? Dann ein W4. W6. Ein W6, okay. Na, dann gönn dir. 4. Und 6. Okay. Willst du die Bardic Inspiration draufsetzen? Ich glaube, es wird dadurch nicht viel besser, weil es ja maximal nur dann eine 12 werden kann, ne? Eine 10 sogar nur. Ja. Dann versuchen wir das ohne. Ich beginne meine Pirouette und stolpere und versuche mich noch zu fangen. Kann ich da was werden? Du hast jetzt keinen Wurf mehr, aber du kannst am Anfang deiner nächsten Runde einen Geschicklichkeitsrettungswurf machen. Aber dank Grülok besteht die Ablenkung aktuell noch. Dank Grülok und der Göttin. Dank Grülok und der Göttin und dem Legionstanz, den Grülok beherrscht. Das ist ein bisschen Square Dance mit eigenen Moves. Okay, Ricky kehrt zur Gruppe zurück. Winnie? Ich stehe ihm ja noch genau gegenüber und er ist sehr wütend. Wenn ich morgen sterbe, dann will ich dir vorher wenigstens gesagt haben, dass du ein widerlicher, schleimiger, arschgesichtiger Vollidiot bist, damit ich wenigstens in Frieden in den Tod gehen kann. Und damit drehe ich mich um und versuche zu gehen. Und ich kann zügig gehen und ich kann als Halbling sowohl mich unter Leuten durchbewegen, als auch mich hinter Leuten verstecken. Also ich würde versuchen, so ein bisschen durch die Menge zu verschwinden einfach. Okay, ich würde sagen, er versucht definitiv, dir eine zu schmieren. Und du darfst einen Geschicklichkeitsrettungswurf machen, ob du da Oh Gott. Ich glaube, mit seiner Backhand erwischt er dich noch. Das ist eine 15. 12. Also, ist der Rettungswurf. Okay, sein Angriffswurf ist eine 15. Deine Armor Class ist aber, glaube ich, weniger. Nee, meine Armor Class ist 13, ja. Zu viele Zahlen gerade. Ich bin auch gerade verwirrt. Ich muss gerade überlegen, mit was ich einen Unarmored Attack würfel. Unarmored Attack ist ein W4, ne? Das sind 5 Schaden, die du nimmst. Aber dafür gibt er dir noch Schwung mit. Also es kommt darauf an, ob er es kann. Normalerweise ist es 1 plus seine Stärke, wenn er nicht darin geübt ist. Also wenn er keinen besonderen Speed hat. 1 plus Stärke. Okay, dann sind es sogar nur 3.
Der Mann ist Gefängniswärter, der macht nichts anderes als Backpfeifen verteilen den ganzen Tag. Na, der ja nicht so. Ach so, ja, der ist ja nur schmierig. Andere. Ja. Ich sag auch die ganze Zeit unarmed. Unarmed. Aber der hat keinen Arm mehr. Okay, du schaffst es nicht, dich besonders schnell wegzuwimseln, aber du kannst zwischen den Beinen der Leute durchgehen, deswegen würde ich dir den Vorteil auf den Geschicklichkeitsrettungswurf geben. Du hast noch eine Chance, ob er dich noch erwischt und mitnimmt oder... Was muss ich schaffen? Das, normalerweise sagt man die DCs nicht. Ach so. Also. 17. Dann hast du es geschafft. Du schaffst es, ihm zu entkommen. Leander und Xund, wie sieht's bei euch aus? Wollt ihr jetzt noch zu Yolanda gehen oder wollt ihr selbst einfach einen Riot anzetteln? Oder? Ich meine, ihr habt mehrere Möglichkeiten. Ist das eine Option? Also ist gerade die Stimmung so aufgeheizt aufgrund dieses Kampf-Battles, Dance-Battles, dass jemand mit einer Silberzunge vielleicht in einen Aufstand losbrechen oder vielleicht zwei Leute mit sehr viel Charisma. Oh, das will ich sehen. Also ich würde sagen, die Stimmung ist gerade so aufgeheizt, dass ein Mann mit einer Faust einen Aufstand relativ leicht vom Zaun brechen könnte. Das ist euer Metier. Ich würde trotzdem was dazu sagen, bevor ich jemanden in die Fresse schlage. Okay. Übrigens, wenn ich gleich dran bin, ich bewege mich in Richtung Grub. Wenn ich weglaufe. Okay. Dann würde ich mich... Wie viele Leute stehen da gerade überall? Ich würde sagen, 8 oder 9 Wachen und 20 oder 25 Gefängnisinsassen. 220? 20 oder 25. Ach so. 20 oder 25. Und es kommen auch immer mehr. Also gut, gut. Und Wachen sind da auch überall. Ja, und es kommen auch immer mehr Wachen. Wenn ich... Mich umsehen und mich aufbauen und meine Stimme versuchen zu erheben, dass sie auf dem ganzen Hof zu hören ist und sagen, Gefangenen und Gefangene dieses Gefängnisses hier, ich sage euch, seht euch an, was hier vor sich geht. Tanzbattle werden ausgetragen. Schmierige, schleimige, ekelhafte Rattenbeutel sind als Wachen eingesetzt. Und während ich das sage, nutze ich Bishop Mockery, um diesem ekelhaften Wächter eine mitzugeben. Kannst du das wieder? Vicious Mockery ist einfach nur verbal, da brauche ich keine Komponenten für. Gehässiger Spott würde ich diesem Wachposten entgegenschleudern Okay. Und ihm Schaden damit machen, ein W4. Dann mach einen W4 und ich schau mal, ob der... Ach nee, er kann Weisheit-Rettungswurf machen, muss 14 schaffen. Der hat's nicht geschafft. Und der Bolzen verfehlt deine Hand knapp. Oh. Löwentreu. Er bekommt. Aber dafür. Er bekommt einen physischen Schaden durch meine Beleidigung. Einen physischen Schaden? Ja. An dem wird er sein Leben lang knabbern. Es ist ein dauerhafter Schaden. Er hat wie Schleimbeutel genannt. Schaden, aber nachhaltig. Warte, das ging an Fervin? Ja. Fervin. Ah. Oh. Ja. Mein Held. Und dann will ich weiter fortsetzen. Also sage ich euch, hier und heute, lasst uns das nicht länger auf uns sitzen bleiben, sondern wir werden uns bewaffnen und wir werden aufstehen und wir werden allen zeigen, woraus wir gemacht sind. Vor allem der Typ hier links von mir, er fängt an und dann schlage ich ihn ins Gesicht. Keine Ahnung, wer das ist, kann irgendeine Waffe sein. Ich stand links von dir. Oh nein. Doch, schlag ihn ins Gesicht. Ich schlag ins Gesicht. Au! Okay. War das notwendig? Und nimmt einen Schaden. Warum sagt ihr mir das nicht? Und du darfst mir einen Persuasion-Check mit Vorteil machen. Okay. Mein Gesicht. Mein schönes Gesicht. Steht auf, Gefangener, steht auf. Das wird jetzt großartig, Barry. 20. Ich glaube auch. Okay, um euch herum. Es geht ab. Mit dem ersten Fausthieb gegen Xund um dich herum. Die Fäuste fliegen und ja. Das ist eure Chance, den Weg zum Ende des Saals. zum verabredeten Treffpunkt zu drehen. Gibt es noch eine Möglichkeit, im Tumult mit Sleight of Hand oder so irgendwo ein Messer sich zu ergattern? Ich würde sagen, nein. Normalerweise, eigentlich war das so die Belohnung für den Dance Battle, aber ihr habt jetzt, hat sich jetzt ein bisschen geändert alles. Also auf geht's. Okay, kann ich versuchen, dann einer Wache irgendwie das Messer abzunehmen, so aus dem Holster ziehen? Er hat euch gesagt, also Bortil hat euch gesagt, ihr habt 10 Minuten maximal,
nicht 10 Minuten, bis ihr an der Tür ankommt, sondern 10 Minuten ja. Gut. Für den Ausbruch. Okay. Gut. Okay, dann würde ich einfach nur versuchen, im Tumult dahin zu laufen, wo wir hin sollen, an Fervent vorbeizukommen, und weil dann ja jetzt wirklich wahrscheinlich niemand mehr so richtig auf Zauber achten kann, oder ich zumindest es hoffe, dann klatsche ich ihm einfach so meine Hand an die Flanke, Sarak Dross, und hau ihm Säure an die Flanke. Brauchst du dafür... Er muss einen Geschicklichkeits... Aber brauchst du dafür eine Komponente? Nein. Okay. Ich muss es nur sagen, und das Werfen. Er muss gegen 13. Geschicklichkeitsrettung zu 10. Okay. Tja, dann, während ich schon weiterlaufe, frisst sich wohl Säure durch seine Uniform. Wie viel Schaden nimmt er? 1W6, Moment, schauen wir mal. Er ist gleich tot. 6 Schaden nimmt er. Oh, ich bin so stolz auf diesen Würfel. Okay. Gut, auf geht's. Dann lauft ihr zu dem Ding hin und ihr dürft mir alle gemeinsam einen, also das ist jetzt ein Gruppencheck, ein Geschicklichkeitsrettungswurf. Das heißt, jeder von euch macht einen Geschicklichkeitsrettungswurf, und je mehr von euch es schaffen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr es alle gemeinsam schafft. Oh Gott. Geschicklichkeitsrettung. Okay, 12. 6. Dreckige 20. 15. Okay, nochmal. 6? 6, ja. Nicht geschafft. 15. Geschafft. 12. Nicht geschafft. 9. Nicht geschafft. 23. Geschafft. Dreckige 20. Geschafft. Okay, das ist genau Hälfte, Hälfte, und die 15 ist genau der DC gewesen. Das heißt, ihr habt es gemeinsam geschafft. Barry stolpert einmal, lässt sich nicht von diesem Dance Battle wegziehen und muss von Grülok und... ich schreie noch, Grülok, Hebefigur, und er fängt mich nicht auf, weil er schon weg ist. Wir haben andere Probleme. Und tatsächlich an der Tür... Komme ich auf dem Weg noch an Grub vorbei, weil ich bin ja in seine Richtung gelaufen. Du kommst an Grub vorbei, ja? Gut, ich will mich kurz von ihm verabschieden. Okay. Grub. Ich will mich noch verabschieden. Ich muss schnell weiter. Aber du solltest dich auf gar keinen Fall an diesem Tumult beteiligen. Geh am besten irgendwo weg, wo Leute sehen können, dass du nicht mitkämpfst. Und Grub, und ich nehme meine, ich trage ja so eine Halskette, die nehme ich ab. Grub, hier, für dich. Das ist mein Versprechen, dass ich dich besuchen komme und dass du mein Irmkisch bist. Mach's gut, Grub. Mach's gut, Winnie, viel Glück. Und tatsächlich, er läuft mit dir mit, er nimmt dich, er schwingt dich in seine Hand und läuft mit euch mit zu der Tür und stellt sich dann neben die Tür, und vielleicht bringt das ja irgendwas, dass er da noch Wachen davon abhält, euch hinterher zu laufen oder so. Mal sehen. Gut, ihr kommt alle... Aber die gute Führung. Er steht da ja nur. Er hat Winnie gut. Ich habe ihm gesagt, er soll sich nicht an dem Tumult beteiligen. Er steht effektiv im Weg. Okay, ja. Okay, ihr kommt alle an der Tür an. Ihr seid mit Bortil an dieser Tür verabredet. Und direkt hinter dem Alkoven öffnet sich eine schmale Treppe nach oben, die ihr auch ohne Widerstände nach oben laufen könnt. Und jetzt dürft ihr mir noch alle gemeinsam einen Gruppen-Stealth-Check geben, um zu sehen, ob euch jemand dabei erwischt. Das wird heute nichts. Ich habe eine 6. 30, 20. 15. Geschafft, geschafft, nicht geschafft. 19. Geschafft. 9. Nicht geschafft. 17. Geschafft. Okay, ihr seid super leise. Ihr schafft es durch den Tumult, die anderen eben, also dass diejenigen, die sich nicht so gut anstellen. Ihr kommt alle da oben im Gang an. Das ist sehr, sehr eng im Gang. Und tatsächlich ist hier oben erstmal niemand. Wer hat die Map? Ich hab die Map. Ist es Bortil eigentlich bei uns mittlerweile? Bortil ist hier bei uns. Okay, den haben wir mitgenommen. Ist er sehr aufgeregt? Bortil ist super nervös. Der ist richtig, richtig nervös. Oh. Hi, darf ich vorstellen? Der Trupp. Let's go. Seid gegrüßt, Meister Zweck. Ich bin Leander Löwentrupp. Leander, hallo. Ist das der Ausbruchspezialist? Ich wollte noch weiter tanzen, Mensch. Hier ist die Karte. Okay. Barry, wir tanzen draußen weiter. Okay. Wer möchte einen Blick auf die Karte werfen und den Plan eruieren, wie es jetzt weitergeht? Winnie. Ja. Kann nur ich? Können nicht alle mehrere Leute die Karte auch angucken? Winnie, du bist schlauer als ich. Du kannst dir den ganzen Shit aus dem Museum merken. Ich weiß nicht, nach welchen Hebel ich ziehen soll. Bitte. Ich guck mir die Karte an. Ich halte dir die Karte hin.
Angewidert von der sexy Frau auf der Rückseite. Nee, die schaue ich mir dabei an. Das ist schon in Ordnung, oder? Okay. Ich würde gerne versuchen, über Winnie drüber zu gucken und auch auf die Karte zu gucken. Möchtest du sie dabei studiert unterstützen? Diese Karte intensiv. Ja. Auf die hast du Intelligenz? Ich bin, ja, auch stimmt. Wenn manche hier das ständig vergessen. Mir ist gerade wieder eingefallen, dass du ist Grülock ein ausgebildeter Zauberer? Okay, möchtest und du nicht sie irgendein unterstützen Hans oder Wurst? Möchtest du selbst würfeln? Entschuldigung. Ich unterstütze Winnie. Okay, das ist indem du mich hochhebst. Eine Gruppenaufgabe. Dann darf Winnie mit Vorteil würfeln. Auf was? Auf Intelligenz, auf glatte Intelligenz. Ich zeige ihr, wenn mir was Besonderes auffällt. Ich finde es ein bisschen schade, dass es keinen Wurf auf Strategie gibt. Okay, Investigation darfst du sogar machen. Habe ich mich gerade entschieden. Oh, okay, 17 plus 22 wäre das eine. Nee, nein, den Wurf, den du gerade gemacht hast mit Investigation statt mit Intelligenz, ja. Entschuldigung. Wäre 22. Du hast doch gerade 17 gewürfelt. Ja. Ach ja, stimmt, plus 5 ist 22. Entschuldigung, ich war gerade so, ich habe dir da gesagt, auf, ja, Mathe. Gut, 22. Okay. Wäre das eine, ich mache nochmal, immer noch 22. Sehr schön. Dann siehst du, dass direkt neben euch, hier, in dieser Raum hier, in diesem Raum befinden sich die Besitztümer der Gefangenen und daneben ist ein Raum, der mit einer quasi auf der Karte nur markiert ist als schwere Tür oder als Panzertür und es steht nicht drin, was dahinter ist. Okay. Oh, alles klar. Wir sind direkt bei unseren Sachen. Und dahinter ist noch irgendwas, was wichtig sein könnte, aber ich weiß nicht, ob wir das aufbekommen. Ich klingel. Also, ich klingel nicht, sondern ich hole nur die Schlüssel raus. Okay, gut. So, ding, 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 ding. Hallo, wir sind übrigens hier. Das klingt super laut mit den Schlüsseln. Da brauchen wir auch kein Messer mehr. Okay. Ja. Zack, 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 zack. Wirklich eilig gerade. Okay, wir müssen unsere Sachen holen. Schlüssel ins Loch, zack, Türe auf. Okay, ihr kriegt tatsächlich die Türe relativ schnell auf. Und ihr kommt in dem... Wollt ihr alle in den Raum oder wollt ihr euch aufteilen? Ich würde sagen, zwei Leute halten immer Wache, während sich der Rest ausrüstet. Und dann kommt der Rest raus und die zwei dürfen wieder rein. Ja, oder sollten zwei vorstürmen vielleicht schon. Ich halte erstmal Wache draußen. Ich auch. Ich bin bei ihr zwei uns. Haltet Wache, wir gehen uns ausrüsten. Okay. Dann Wache. Und das kann jetzt hässlich werden, sobald das weißt du hoffentlich. Sobald jemand fertig ist, geht er direkt raus. Dann okay. Komme ich auch mit in den Raum. Ist die Karte irgendwie so, dass es irgendwo ein Nadelöhr gibt? Also wo... Entschuldigung, ich hatte sie schon wieder weggesteckt, falls ja. Für später sie zu verwahren. Ich nehme mal hier kurz den Raum weg, damit wir in den Raum hineingucken können. Also der ist nicht weg, der ist nur weg. Versteht ihr? Mhm. Aber da, ja. Ja. Was macht Leander? Also Xund und Krylok stehen draußen und halten Wache. Und Ricky und Winnie sind rein. Und Barry ist auch rein. Ich stehe die ganze Zeit gebückt, weil die Kerkerdecken so niedrig sind. Also ich gehe auch in den Raum, ich will meine Leier wieder haben. Okay, wunderbar. Dann, dann je mehr Leute gucken, desto schneller geht's natürlich. Ihr seht vor euch eben diese beiden Schränke und Regale und dürft jeder einmal einen, entweder Perception oder Investigation Wurf machen, um zu sehen, ob ihr eure Sachen findet und wie schnell. 15. Mhm. Investigation, sagtest du? Investigation oder Perception, ja. 11. 9. 9, 15, 5. 11. 11. Okay. Dann Leander ist super schnell fertig. Der sieht seinen Kram echt fix. Und dadurch, dass du siehst, wo Leanders Zeug ist, brauchst du nicht allzu viel länger, um dein Zeug zu finden. Ihr beide braucht einen Moment, um eure Sachen zu finden. Das heißt, Leander und Barry sind schon fertig. Wie macht ihr jetzt weiter? Ja, wir müssen auch den Kram für die anderen mitnehmen, oder? Ja, ich suche nach dem Zeug von Krylok. Ich suche nach dem Zeug von Zund. Okay, dann macht mir beide nochmal entweder Investigation oder Perception. 10. 5. Okay, du hast
keine Ahnung, wie das Zeug von den anderen Leuten aussieht. du suchst eine ganze Weile, also es sind jetzt inzwischen ungefähr 3 bis 4 Minuten vergangen und du findest das Zeug von Grülock. Du schaust so ein Stück Käse Moment, an die ganze Zeit. Ich habe Xund gesucht. Entschuldigung, du findest das Zeug von Xund. Und du, als du die Sachen aus dem Regal nimmst, die Sachen von Xund aus dem Regal nimmst, merkst du, dass darauf ein ordentliches Häufchen Asche ist. Auf Xunds Klamotten auf, liegt ein Haufen Asche. Also auf, nicht seine Klamotten, also seine Waffen und sein ganzer Körper ist ein Haufen Asche, ja. Okay, gut. Dann darfst du mir nochmal Investigation oder Perception würfeln, bitte. 24. Perfekt. Läuft das okay. Bei euch da drin? Du findest dein Zeug, du findest Rickys Zeug und du findest einen Haufen weiteres Zeug, von dem du mir sagen musst, willst du sehen, was es ist? Willst du einfach alles, was in dem Schrank ist, mitnehmen? Was willst du tun? Warte kurz. Wie lange würde es dauern, wenn ich theoretisch alles mitnehmen könnte, wie lange würde das dauern? Ich würde sagen, wenn Leander dir dabei hilft, dann schafft ihr das relativ fix. Leander würde eher, nachdem er verzweifelt nach den Sachen von Krylok gesucht hat, rausgehen und Krylok sagen, Gefährte Krylok, ich weiß nicht, wie eure Sachen aussehen. Dann bleib hier stehen und ich schaue selber nach. Okay, Ricky, ja. Du hast deine Sachen wieder. Ja. Und du hast immer noch den Schlüssel in der Hand. Ja. Ich würde gerne. Ist eine spannende Tür. Ich würde gerne einfach ausprobieren, ob ein Schlüssel passt. Solange wie Krylok sucht. Wenn Krylok fertig ist. Okay, dann darf Krylok einmal suchen. Investigation, ne? Mhm. Was ist denn heute los? Aber es ist eine 11. Okay, er braucht ein bisschen und du kannst durchprobieren. Du probierst die Schlüssel durch und der 4. oder 5. Schlüssel passen und tatsächlich. Gut. Die Tür öffnet sich. Kannst du die Türe aufmachen? Ich kann die Türe aufmachen. Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Und Moment, ich muss einen Teil von der Wand wieder wegnehmen, damit man noch sehen kann, wie die Tür aufgegangen ist. Schaut euch das bitte an. Die Tür ist aufgegangen. Gott, das ist cool. Ist und vor der Tür steht ein Regal. Nein, direkt hinter der Tür. Es ist ein winzig kleiner Raum. Ja. Und direkt hinter der Tür steht ein Regal. Und du kannst einen Blick in das Regal werfen. Investigation oder Perception, bitte. Mit Vorteil. Das ist egal, weil sie ist nicht so schlau. Dann sind wir, warte, so. 14. 14, okay. Du siehst auf jeden Fall die Birne. Und du siehst auf jeden Fall die Göttin. Dann würde ich gerne die Göttin nehmen. Die Birne lasse ich liegen, die Göttin ist wichtiger, das war unser Job, vielleicht können wir ja doch noch das Geld kriegen. Und die Birne hat gekichert. Das finde ich doof. Okay. Ich traue auch keinem kichernden Obst. Aber es ist golden, oder? Was mit Kichererbsen? Auch nicht. Die schlimmsten. Okay, gut. Was nimmst du alles mit? Grülock steht jetzt neben dir. Gut, da Leander mir nicht geholfen hat, sondern einfach rausgegangen ist, um sein Versagen kundzutun. Was irgendwas tragen? Viel wichtiger wäre. Das wäre so lieb, dankeschön. Und dann versuchen wir einfach, Sachen zusammenzuraffen. Aber wertvolle Sachen bitte, nicht irgendwelchen Ramsch. Würde es denn länger dauern, die Sachen durchzugucken oder sie einfach mitzunehmen? Es würde definitiv länger dauern, sie durchzugucken. Dann nehmen wir sie mit. Wir nehmen jeden Scheiß mit. Wir können sie nicht alle mitnehmen, weil da ein paar, also es sind zum Beispiel einige Sets an Rucksäcken, Seilen und Schlafsäcken oder sowas dabei. Aber ich habe ja auch eine ganz gute generelle Wahrnehmung. Okay. Vielleicht habe ich einfach einen ganz guten Blick dafür, was sich lohnt. Okay, irgendwie. Ich würde sagen, du machst einmal so einen Schwups in deinen Rucksack hinein und alles, was reinfällt, bleibt drin und alles, was daneben fällt, geht raus. Ihr seid jetzt alle wieder gerüstet. Ihr seid nicht, also falls ihr irgendwelche Sachen habt, die Attunement brauchen, ihr seid nicht attuned, weil ihr dafür eine Stunde extra braucht. Ah, die könnten wir gleich nutzen für dein Werkzeug. Nee. Ihr dürft mir jetzt alle nochmal einen Gruppen Stealth-Check machen und auch Borty-Stealth. Soll ich deinen Rucksack für dich tragen, Winifred? Oh, schön. Den Rucksack. Ui, das wäre lieb. Dann werfe ich mir den über. Hast du 0 oder minus 1 Stärke? Minus 1 ist ein Rucksack. Ich bin doppelt so groß wie sie immerhin. Also der Rucksack ist wahrscheinlich mehr so im Vergleich zu ihm.
Also bei ihr ist er vielleicht so... Alle einmal einen Stealth-Check machen. 26. 6. Kruzifix 8. Nicht geschafft, geschafft, nicht geschafft. 18. Geschafft. 20. Geschafft. Ich hatte eine 1, habe neu gewürfelt wegen Lucky und bin jetzt bei 5. Okay, das heißt, 3 haben es nicht geschafft, 3 haben es geschafft. Mhm. Okay, Bortil hat es geschafft und rettet euch damit den Hintern. Ich gebe erstmal Xund seinen Kram wieder und sage, also ich wusste ja, dass ihr Glaubensbruder auf Weihrauch abfahrt, aber warum ist deine komplette Ausrüstung eingeäschert? Die Wachen müssen geraucht haben. Ihr wisst, wo diese Gefängniswärter sind. Ich pack die Statue, die Göttin, du schon wieder damit an. In meine Kapuze diese Leute, wieder rein. Also diese Leute. Runter Statue rein, damit ich sie nicht in den Händen tragen muss. Okay. Du hast vorhin auf der Karte gesehen, dass hier auch noch ein Raum hintergeht. Und hier ist ein Raum. Der Raum ist nicht beschriftet. Du weißt nicht, was in diesem Raum drin ist. Also da jetzt den Flur runter, jetzt links diesen, auf dem... Diesen Flur rein. Ja. Du weißt nur, da ist nur eine Tür markiert. Du weißt nicht, was sich hinter dieser Tür befindet. Du kannst gerne nochmal auf die Karte schauen. Ich schaue derweil wieder hinten auf die Karte. Ja, jederzeit. Und nochmal kurz fürs Verständnis. Grülock hat jetzt... 7 Minuten vergessen. Das wollte ich gerade sagen. Okay, ja. Grülock hat jetzt meinen Rucksack, aber ich habe ja an meinem Gürtel trotzdem meine Tools, richtig? Und die Waffe. Ja. Also Grülock hat nur meinen Krams. Ja, okay. Nur das Geraffel habe ich dabei. Dankeschön. Okay. da geht, also gut, ich frag euch. Da hinten ist noch eine Tür. Ich glaube, wir haben nicht mehr viel Zeit. Wollen wir da rein? Gehen wir. Okay, wir gehen weiter. Geht es denn da raus? Es sah nicht aus, als würde es da rausgehen, oder? Bortil? Die ist nicht markiert. Er weiß nicht, was dahinter ist. Er war nie darin. Dann lass uns doch, also... Okay, aber sehe ich, wo der Ausgang ist? Du weißt, dass der, also du hast eine Treppe hier gesehen und du weißt, dass euer Ziel diese Treppe ist. Ja. Die sieht jetzt übrigens nur aus, als würde sie nach oben führen, sie führt nach unten. Okay. Wisst ihr was? Ich sehe einfach nach. Ich fasse mir auf die Hand Injesh und werde unsichtbar. Okay. Wir und dann gehe ich in die Richtung schon von mal dem anderen Raum. Wir treffen uns bei der Treppe. Ich möchte mit Grülock mit und verwandle mich dafür. Oh Gott. Ich versuche es wieder mit der Mischung aus Katze und Eichhörnchen. Okay. Hier ist noch ein weiterer Raum, den du auf der Karte gesehen hast, der ein Aufenthaltsraum für die Wärter ist. Möchtest du dir den ansehen? Nee. Okay, gut. Dann möchte ich bitte noch einen weiteren Stealth-Check von euch. Ihr kommt jetzt an dieser Tür vorbei, ihr wisst nicht, ob da hinten noch Wachen sind die anderen zwei schon wieder da oder machen die jetzt ihr Ding? Die machen jetzt, okay. Die machen ihren eigenen Stealth-Check und ihr macht euren Stealth-Check. Aber wir sind ja unsichtbar. Du machst deinen Stealth-Check mit Vorteil und du machst ihn mit der Stealth von der Katze. Okay. 16. Nicht geschafft. Oh, 12. Nicht geschafft. 18. 17. Geschafft. Dreckige 20. Warte. 14. Nicht geschafft. Ihr beide habt es geschafft. Ihr könnt dahinter gehen, könnt ihr durchgucken. Ihr habt keinen Schlüssel dabei. Ah. Ja. Das ist ein ganz normales Schloss aus Metall. Das ist ein ganz normales Schloss aus Metall, aber du kannst durch die Gitterstäbe gucken, wenn du möchtest. Ja. Und darfst mir dafür einen Perception-Wurf geben. Ah, das ist aber nicht so gut. Das ist eine 6. Eine 6. Ja. Du siehst nichts. Also es kann sein, dass da eine Person drin ist, aber vielleicht sitzt die am Boden, vielleicht ist da keine Person drin, was auch immer. Aber du hörst auf jeden Fall einen Tumult, denn die anderen haben sich ja leider nicht ganz so geschickt angestellt. Wer von euch hatte nochmal die höchsten Werte? Also er hatte eine 19, deswegen würde ich sagen, er steht dann weiter hinten. Was hattest du nochmal? 16. 16, du hast es nicht geschafft, du darfst weiter vorne stehen. Xund hat 12. Es nicht geschafft gehabt. Und Leander hatte es geschafft, glaube ich. 14 hatte ich. Ich bin so enttäuscht von diesem Würfel. Okay. Natascha, eine 14 hatte ich. Du hattest eine 14, dann hast du es nicht geschafft gehabt. Aber ihr könnt nicht alle vorne stehen. Könnte ich mit meiner Katzenklaue versuchen, das Schloss aufzuknacken? Siehst du da irgendwas? Ihr seid jetzt bei 9 Minuten. Okay, stimmt. Ich hatte eine 17, falls das noch wichtig ist. Jetzt sind wir völlig sinnfrei in der Ecke da gelandet. Wir sind aber auch unsichtbar. Ich habe gesagt, das ist ein Ausgangssuch. Ja. Eure Angst ist unbegründet, wir sind unsichtbar. Okay, also, was, wenn du ausgeglichen bist und ihr noch hier drin unsichtbar? Warte, bin ich auch unsichtbar? Ja, solange du auf mir drauf sitzt, ja. Ah, okay. Ich finde den richtigen Account an mich. Ich denke doch auch an dich, Barry. Bitte. Natürlich, Rudolf, wie könnte ich sie hier vergessen? Lass dich doch nicht einfach hier zurück. Und was war das mit der Hebefigur von vorhin? Ihr zwei habt echt Probleme.
mag es. Jetzt ein bisschen. Entschuldigung. Okay, okay. Hier stehen in diesem Raum plötzlich drei Wachen, die auch sofort das Feuer eröffnen. Sind die komplett gerüstet wie die Rüstungen aus dem Museum? Die sind nicht komplett, also sie sehen nicht aus wie Rüstungen. Das sind normale, okay. Das sind ganz normale Wachen, okay. Gefängniswächter. Okay. Okay, gut. Dann einmal alle Initiative würfeln, bitte. Und wie stehen wir jetzt, basierend darauf, ob wir den Stash-Check geschafft haben? Also Ricky steht ganz vorne, direkt an der Tür. Hinter ihr oder neben ihr steht, Moment, kann ich die Wand hier wegmachen? Die kann ich nicht wegmachen, tut mir leid. Hinter ihr steht Xund. Dahinter steht Leander und ganz hinten stehen Winnie und der Zwerg. Also hinten heißt in dem Fall näher an der Treppe. Näher an der Treppe, ja. Okay. Okay. 12. Wo habe ich meinen Encounter jetzt hin? Okidoki. Ricky hat 12. Dankeschön. 16. Leander hat 16. Winnie hat 11. Xund hat 17. 17. Der Zwerg hat eine 6. Der will wirklich nicht so gern kämpfen. Das ist nicht auch, wenn man nie entkommen ist. Dem fehlt der Schneid. Die 15, 19 und 4. So. Eine Sekunde. Hier fehlen noch ein paar Initiativen. Barry und Grülock, ihr dürft auch schon mal Initiative mitwerfen, ihr müsst aber dann erstmal dahin kommen. Okay. Ah, eine Natural 20 und plus 2. Okay, und Barry? Könnte ich die badische Führung, die ich noch habe. Nein, die geht, die kann man nicht auf Invest. Und die ist jetzt auch vorbei. Also okay. Das ist länger als 10 Minuten her. 11 minus 4, also 7. Okay. Gut gewürfelt, der Herr. Tja, pass mal auf, wenn es ans Abschlachten geht. Warum hat die Katze so eine verdammt niedrige Initiative? Keine Ahnung. Vielleicht gehen Katzen nicht gern in Kämpfe, in denen es wirklich um was geht. Okay. So. Los geht's! Wir starten bei Grülock. Du müsstest wahrscheinlich erstmal deine ganze. Ja. Wie viel ist deine Bewegung nochmal? Das kommt jetzt drauf an, wenn ich jetzt meine Bonusaktion nutze und meinen Bladesong starte, bin ich bei 40, sonst bin ich bei 30. Okay, dann machst du deine Bonusaktion. Ja, du hörst es noch, Barry, rasch, Neil. Und ich muss blitze voraus. 15, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Willst du deine Aktion nutzen, um weiterzulaufen? Dann dashe ich noch mit meiner Aktion 15, bis zum 20, Geschehen, 30, wenn das 30, geht. 40, fast. Du kommst nicht ganz beim Geschehen an. Sitzt Barry noch auf deiner Schulter? Das habe ich gerade auch überlegt. Du darfst gerne auf meiner Schulter sitzen bleiben. Okay, dann sitzt du auf der Schulter. Dann ist als nächstes der erste Guard dran. Moment, wieso geht das jetzt nicht? Hier, next. Und das ist Guard B. Das ist der hier, das muss ich mir wieder aufschreiben. Ich muss mir immer so, quasi so wie sie stehen, muss ich es mir aufschreiben, sonst kann ich mir nicht merken, wer ist. Und der greift natürlich als allererstes mal die erste Person an, die er sehen kann. Und das wäre in diesem Fall Xund. Schon jedes Mal. Diese Leute mögen dich wohl nicht. Jedes Mal, diese Leute greifen immer mich an. 15, trifft dich eine 15? Ja, ich habe 12. Und bist du ein W10 oder bist du ein W8? Du bist ein W10. Ich glaube, es ist ein W1. Oh no, das sind 9 Schaden. Für dich. Ja, so klinge ich, wenn ich Schaden nehme. Oh! Sehr musikalisch. Leander fährt auf dich ab. Okay, gut, damit bist du direkt dran. Heilige Flamme auf diese Kröte, die mich gerade angegriffen hat. Mhm. Was muss ich tun? Ich glaube, das ist ein Sacred Flame, ist glaube ich ein. Das ist ein Cantrip. Ein.
Rettungswurf, oder? Das ist ein Geschicklichkeitsrettungswurf, ja. Dann mache ich einen Geschicklichkeitsrettungswurf. Oh, das ist ganz schön viel. Also das ist 19 plus. Also ich würde sagen, ich habe ihn geschafft. Oh. Nehme ich trotzdem Schaden? Nee, wenn du ihn schaffst. Nee. Okay. Nee, halt, Moment. Ach nee, oder? Nee, du enthältst... das ist ja kompliziert formuliert. Meister Leander, helft mir. Sicherlich. Du erhältst keinen Vorteil aus der Deckung. Das heißt, wenn das Ziel in Deckung wäre, oder? Bei einem Rettungswurf erhält das Ziel keinen Vorteil aus der Deckung. Ich zitiere aus meinem Zauberbuch. Das bedeutet, wenn er geschützt wäre von der Wand oder so. Time etwas, stop. Leander. Dann würde der Zauber die Deckung einfach ignorieren. Aber er leidet dennoch keinen Schaden. Genau, den Schaden bekommt er nur... wenn er die Probe nicht schafft. Ja, vielen Dank, Meister. Mann! Okay. Entschuldigung. Dann, Leander. Das bin ich. Ich sehe mich nicht. Wo bin ich du genau? Du stehst hier. Das ist das Problem, wenn man Tokens benutzt, statt richtiger Minis. Ja. Du stehst direkt hinter, hinter Xund. Ja. Und hast, also Xund steht dir quasi voll im Weg. Du könntest einen Schritt zur Seite haben, dann könntest du, dann hättest du Line of Sight mit Wache A und B. Okay, und ich könnte mich auch zur Tür hinbewegen, wo die du Wache kannst steht. Dich zur Tür nicht hinbewegen, weil da Xund und Ricky im Weg stehen. Du könntest weiter zur Treppe laufen, um weiter runter zu gehen. Also der Weg zur Treppe ist nicht versperrt. Nein, der Weg zur Treppe ist schon versperrt. Ja. Ich verstehe. Und die beiden, die Wachen haben alle Fernkampfwaffen ausgerüstet. Zwei haben Bogen und einer hat einen Speer. Ein Speer? Mhm. Ist das mit dem Speer, der vorne steht? Also einfach das hier ist der mit dem Speer. Ja. Also hier, tut mir leid. Hier. Ja. Der ist Speer. Speer. Bogen, Bogen. Bogen, Bogen, okay. Und in direkter Gefahr sind Xund und Ricky. Mhm. I see. Gut, gut, gut. Dann würde ich tatsächlich erstmal weiter Richtung Treppe laufen. Mhm. Mich allerdings so bewegen, dass ich die eine von den Wachen mit dem Speer, die Wache mit dem Bogen angucken kann. Und ihr entgegenrufen: Du bist eine Schande für deine ganze Familie und deine Gattung. Und nochmal gehässiger Spott auf sie wirken. Okay, ich würde sagen, das darfst du im Laufen machen. Ja. Dann, dann muss ich wieder einen Weisheitsrettungswurf machen, oder? Genau, auf 14 muss er schaffen. Das hat er nicht geschafft. Juhu. Das hat er nicht geschafft. Dann bekommt er wieder einen psychischen Schaden. Oh, wieder ein Trauma, ein kleines. Ein kleines Mini-Trauma. Die Therapiekosten sind das, was dann wirklich zu Buche schlägt. Na komm schon. Und meine Waffen kann ich ja ziehen, richtig? Ja. Weil hätte ich beide Kurzschwerter nehmen. Okay, willst du weiterlaufen als bis dahin? Wie weit kannst du laufen? 35, ne? Nee, ich glaube 25, 25, 30. Okay, dann kommst du bis hier hin. Gut. Next up ist dieser Guard, der nach vorne läuft, um Ricky anzugreifen. Hey! Gott sei Dank. Ich meine, oh, wie schrecklich. Der trifft, glaube ich, nicht. Das ist 4 plus 2 ist 7. Nein. Gut, dann ist Ricky auch direkt dran. Ach, Gott sei Dank. Warte, warte, warte. Okay, gut. Genau. Ich habe in der einen Hand halte ich die Schlüssel fest und in meiner anderen Hand habe ich mein Messerchen und beschließe, nee, und laufe in Richtung Treppe zurück. Okay, wie weit? Also wie viel Bewegung hast du da? Also du kannst, wie gesagt, deine Aktion, deine Bonusaktion und deine Bewegung nutzen als Schurkin. Ich möchte tatsächlich gerne so weit es geht gehen. Okay, das heißt, wie weit ist deine normale Bewegung? Also 35. Okay, dann zähle ich auch. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, nee, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Genau, und da an der Treppe würde ich dann warten und ich würde... Okay, du kannst, also du kommst locker bis zum unteren Treppenabsatz und kannst dort auf die anderen warten. Mein Wunsch, den ich machen würde, hat die Treppe da oben irgendwie, da unten, sehe ich irgendwie eine Tür oder sowas? Am Ende der Treppe ist eine Holztür, eine schwere, nasse, eklige Holztür. Okay, falls ich noch eine Bonusaktion habe, würde ich gerne... Nicht, okay, gar nicht. Du hast nichts mehr. Okay, gut. Gut, dann nächste Runde, falls es dazu kommt. Gut, dann Winifred. Ja. In was für einem Abstand stehen diese drei Wachen, die noch im Raum sind oder da so an der Tür stehen? Die stehen... Also, was für einen Radius haben die?
15, 15, also 10 Radius, 10 Fuß Radius, 15 Fuß Durchmesser, 20 Fuß Durchmesser. Also wie viel Meter? Es tut mir leid, ich habe es hier in Meter stehen. 1,5. 1,5, 3 Meter Durchmesser. Perfekt. Der Moment ist gekommen, ja, meine lieben Freunde. Der Moment für den Fettzauber, ja, ist hier wieder. Es wird so gefettet. Okay, pass auf. Ich zaubere den folgendermaßen. Ich greife mein kleines Etui mit meinen Tools. Ich nehme meinen Schraubenschlüssel. Ich schraube an dem Etui herum. Ich öffne das Etui, das mehrere Fächer hat. Und durch das Schrauben aktiviere ich ein Fach, in dem ein kleines Stückchen verpackte Butter wie bei einem Frühstücksbuffet liegt. Und ich nehme diese Butter und ich werfe sie genau auf den Punkt in der Mitte, weil ich habe genau 3 Meter Reichweite. Es hat quasi einen genau 3 Meter Radius. Also es ist ein Quadrat mit 3 Meter Radius. Mhm. Und fette alles voll. Und die Butter läuft aus und es ist alles voller Fett. Perfekt. Okay. Und das bedeutet für die, dass sie jetzt schweres Terrain haben, oder? Genau, das bedeutet, dass alle Kreaturen, die in diesem Bereich stehen, einen Geschicklichkeitsrettungswurf schaffen müssen, um nicht zu Boden zu fallen. Auf wie viel? Was ist dein DC? Der steht. Auf deinem Zauberbogen irgendwo. Irgendwo auf meinem Zauberbogen. Da oben. Hier? Nee, das andere rechts davon. Ah nee, Quatsch. Hä? Ist doch das. Ja doch, stimmt. Spell Safe DC. Ja. 13. 13, okay. Einer fällt zu Boden. Boom. Und ist voller Fett. Nice. Die anderen beiden straucheln zwar, schaffen aber den Rettungswurf. Okay. Eine Kreatur, die den Bereich betritt oder ihren Zug dort beendet, muss ebenfalls einen Geschicklichkeitsrettungswurf schaffen. Oder geht zu Boden und gilt als liegend. Okay. Gut. Willst du noch deine Bewegung nutzen, um von der ganzen Geschichte wegzubekommen? Oder... Wo stehe ich? Du stehst hier. Okay, ja, hätte ich sehen müssen. Ich bin halt sehr klein. Gut, dann laufe ich weiter Richtung Treppe. Hier. Okay, wie viel ist deine Bewegungsreichweite? Die ist... möchtest du nochmal auf die falsche Stelle zeigen, damit ich die richtige finde? Nein, Dankeschön. Nein, das ist mal richtig. 25. 25, okay. Dann haben wir 15, 15, 20, 25. Du kommst direkt neben Leander an. Gut. Hallo. Da ist jetzt Barry dran. Gute Arbeit. Fett. Okay, haben wir zu der Holztür an der Spitze der Treppe einen Schlüssel? Zu was möchtest du? Du hast doch gesagt, an der Spitze der Treppe ist eine Holztür, oder? Davon weißt du aber nichts. Okay. Du sitzt hier auf meiner Schulter. Wir sind noch im Gang. Ja, yeah, ist gut. Wie viel Distanz wäre es denn bis zur Spitze der Treppe? 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 40. Distanz. 60. Also bis zur Treppe selber sind 65 und dann die Treppe hoch sind 70, 75. Okay. Ich habe überlegt. Über 100. Glaub mir, Schlüssel und Loch. Gut, dann... Ein wenig Hilfe vielleicht. Ich stehe immer noch ganz vorne bei 3 Wächtern, auch wenn sie eingefettet sind. Okay. Dann würde ich mich jetzt gerne von Grüdocks Schulter abspringend in einen Elch verwandeln, als zweite Verwandlung. Das wird eng. Okay. Ist ein Elch... Was für eine Größe hat ein Elch? Medium oder large? Scheint es ein kleinerer Elch. Ich könnte ja mit der Vierbeug sich verwandeln machen, meinen Elch kleiner machen, oder? Nee, okay, also du kannst entweder... Okay, also der Elch ist large. Der Elch ist large, ja. Aber jetzt bin ich gerade am Überlegen, ist ein Firbolg auch large oder ist ein Firbolg immer noch... Wenn es eine Spielerrasse ist, sind die, glaube ich, alle inzwischen medium. Ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt ein Firbolg statt irgendwo dabei, dass man für... Medium sind. Also Firbolgs sind ja wohl kleiner als Elefanten. Ja, ich glaube, das ist so geregelt bei den Spielerrassen, wenn die eigentlich größer sind, sind die zwar medium mechanisch, aber die können immer so viel tragen, als wären sie groß. Genau, das stand nämlich auch da drin. Also ich würde sagen, dass dieser Gang definitiv zu eng ist und vor allem zu niedrig, um eine Large Creature zu beschwören. Also du musst bedenken, der ist nur 10 Fuß breit und ähnlich hoch. Ich hatte gehofft, dass das gerade der Vorteil ist, damit ich den Weg vor den
andere in den Wachen versperren könnte mit dem Geweih. Das war die Idee. Ich fürchte, die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass du stecken bleibst. Vielleicht okay. Dann hätte ich jetzt doch den normalen Wolf nehmen sollen, weil der Direwolf large ist. Der Bernardiner ist ein Medium. Ja, dann machen wir den doch. Oh. Okay, gut. Du verwandelst dich in einen perfekten, wunderschönen Bernardiner, fängst auch sofort an zu sabbern und deine Augen jucken ein bisschen, weil deine Lefzen deine Augenlider nach unten ziehen. Finde ich gut. Hast du ein Fässchen um den Hals? Das Totem immer noch, aber mal schauen, was da noch so ist. Ist das Totem in Fässchenform? Das Totem ist in Bernardinerform, weil das das Einzige war, was ich halbwegs gut hinbekommen habe regelmäßig, den Bernardiner. Gut, dann würde ich mich jetzt als Bernardiner schützend vor Xund stellen und... Wie viel ist deine Bewegungsreichweite? Kann ich da meinen Feed draufrechnen mit dem Mobile? Mobile wäre ja plus 10, also deswegen, der Bernardiner hat von sich aus 40 Fuß und... Speed muss ich gucken, ne? Ja, Speed. 40 Fuß plus 10. Sind ja, das reicht auf jeden Fall aus, um vor Xund zu kommen. Du stehst jetzt zwischen dem Wächter mit dem Speer... Der hat ja auch einen Bogen. Egal. Entschuldigung, ich habe mir das vorhin falsch gesehen. Aber der hat einen Speer. Du stehst vor dem Wächter mit dem Speer und... Ich kann bestätigen, dass er einen Speer hat. Au, au, au. Oh, zwischen Speerwächter und Xund. Dann würde ich ihn angreifen mit Biss. Okidoki, dann mach das bitte. Hier steht Hit 4, 1d6 plus 1. Ja, plus 4 auf den W20 und dann, wenn du getroffen hast... Ist der W6 dein Schadenswürfel? 14. Muss dann aber irgendwas addiert werden beim Media-Check? Ja, warte, die plus 4 was von greifst du an? Dieser hier. Bis. Ja, genau, das plus 3. Das heißt, du hast ein 17. 17 für den Treffer erstmal nur, ne? Ja, okay. Damit hast du getroffen, ja. Und jetzt kann ich den Schaden auswürfeln mit dem D6. Da. 4 plus 1. 5. Das sind 5 Schaden, ja. Das sind 5 Schaden auf Wache A. Okidoki. If the target is a creature, it must succeed on a DC 11 strength saving throw or be knocked prone. Just... Oh, wow, er ist prone, ja. Prone heißt? Dass er am Boden liegt. Okay. Gut gebissen. Liegt der auch im Fett jetzt? Der liegt auch im Fett jetzt, ja. Liegen sie jetzt alle? Nee, einer steht noch. Einer steht noch. Kann man aber als nächstes ist der Zwerg dran. Und der, dem ist vollkommen egal, was ihr macht. Und der läuft, wie weit kannst du laufen? 30, 15, 15, 20, 25, 30. 15, 15, der läuft nach oben, er quetscht sich zwischen Winifred und Leander vorbei. Und läuft auch auf die Treppe. So, top of the round ist Grülock. Gut, ich würde, also... Wir müssen jetzt nicht sinnlos gegen diese Fettburschen kämpfen. dann laufe ich erstmal so weit meine Bewegungsreichweite normal, also meine 40 reichen in Richtung dieser Treppe und rufe dabei euch zu, nicht kämpfen, abhauen. Okay, also mit deiner Bewegung alleine kommst du bis zu Leander und Winifred. Dann sehe ich aber noch nicht, was oben ist, ne? Nee, du bist noch nicht auf der Treppe. Dann... würde ich mich so aufstellen, dass ich zwischen Leander, Winifred und den Wachen zum Stehen komme und dann warten. So also dann kann ich im Grunde... Willst du eine Aktion halten, falls irgendwas passiert? Ja, ich halt mal meinen Angriff, falls jemand in Angriffsreichweite kommt. Waffenangriff? Ja, mit dem Säbel und ich bin ja immer noch unsichtbar. Das heißt, wenn da jemand hinläuft, wird es sehr hässlich für den Enten. Gut, dann ist der hier dran. Der, es tut mir wirklich leid, schießt nochmal auf Xund. Der trifft aber nicht. Juhu. Ich würfel heute sehr schlecht. Und damit ist Xund dran. Ah, nochmal ein Geschicklichkeitsrettungswurf. Und der liegt jetzt auch, also der versucht sich zu bewegen und den haut auch voll aufs Maul. Er ist voller Fett. Die Macht der Butter. Die Macht des Fetts. Ich sei mit dem Fett und... Ich deute mit einer zitternden Hand auf den Wächter, der bereits verletzt ist. Zwei aber Wächter dann ziehe ich die Hand zurück. Okay. Und sage, nein, wir müssen fliehen.
Mhm. Wir müssen fliehen. Es hat keinen. Ich kann das jetzt nicht tun. Wir müssen raus. Und ich muss mich ja nicht disengagen, weil die liegen ja eh alle auf dem Boden. Du bist eingefettet. Du bist auch nicht in Melee-Reichweite. Also du müsstest jetzt eh nicht disengagen. Du könntest jetzt deine Aktion und deine Bewegung nutzen. Dann laufe ich so weit ich kann zu. Okay, wie viel Bewegungsreichweite hast du? 30 Fuß. Okay, dann haben wir. Kannst du noch ein bisschen beschreiben, wie fettig alle sind? Okay, du schaffst es auch bis auf die Fetter. Fetter Kampf, rufe ich noch. Bringt die Butter auch in ihre Augen? Bringt die Butter in ihre Augen, während sie sich in der Butter wälzen? Ist Butter in den Augen unangenehm? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber es ist bestimmt... Ich glaube, alles in den Augen ist unangenehm. Also es ist insgesamt ziemlich also fettig da. Ich hätte gerne Butter in den Augen. Und du hörst Struggle. Und dann, wenn gerade jemand versucht, sich aufzurichten, sein... und wieder zurück in die Butter gefallen und es fühlt sich an, als würde es immer mehr Butter werden. Es sprudelt immer mehr Butter aus diesem winzig kleinen Hotel-Butterstück raus. I can't believe it's not butter. Leander Löwentreu. Das bin ich. Leander Löwentreu läuft heldenmutig davon. Okay, du schaffst es auch direkt hinter Ricky bis zur Tür. Ja. Durch. Darf ich was zu Leander sagen? Nein, erst wenn du wieder drin bist. Tut mir leid, wir können nicht dauernd die Regeln beugen. Okay. Die Guard versucht aufzustehen, wahrscheinlich auch wieder mit einem Geschicklichkeitsrettungswurf, oder? Also hier steht nur, wenn sie einen Zug beendet in diesem Bereich. Okay, dann nutzt er einfach nur seine halbe Bewegung, steht auf und steht dann halt wieder direkt, also mit seinem Speer direkt vor dem Bernardiner und greift den Bernardiner an. Also wenn sie den Bereich betritt oder den Zug dort beendet. Hm. Okay, das ist eine 15. 12. Deine Armor-Klasse 12? Ja. Okay. Dann greift er dich mit seinem Schwert an. Das ist ein D6. Und macht die 6 Schaden. Okay. Weiter geht's. Moment, dann bin ich, glaube ich, für tot. Du bist oder, also dann ist der Bernardiner halt ja, du verwandelst dich zurück, genau. In dem Moment verwandelst du dich zurück. Das und ist ein Schaden. Überschuss. Den musst du dir dann von deiner... Ja. Genau. Hat das irgendwas zu sagen, dass da hinten steht ein D8 plus 1 dahinter? Den nee. Kannst du eigentlich jedes Mal auswürfeln. Ja, genau. Aber in dem Moment hast du jetzt halt 5. Mhm, okay. Gut. Dann habe ich noch einen mehr verloren, nämlich für 20 mit Barry. Das heißt aber eigentlich, dass ich, glaube ich, unconscious, also bewusstlos genockt sein müsste davon. Nee. Dann du, also beim Druiden ist es so, dass sobald deine Lebenspunkte auf 0 gehen, deswegen sind Druiden so starke Tanks. Sobald in deiner Tierform deine Lebenspunkte auf 0 gehen, verwandelst du dich sofort zurück in deine ursprüngliche Figur. Also in dem Fall würdest du jetzt halt auf allen Vieren auf dem Boden knien. Okay, mal gut. Das heißt, du müsstest das nächste Mal deine halbe Bewegung aufwenden, um wieder hochzukommen. Mhm. Es sei denn, du verwandelst dich direkt wieder in ein anderes vierbeiniges Tier, dann würde ich sagen, brauchen wir das. Okay, Ricky. Ja. Leander, Hilfe! Dafür bin ich da und bekannt. Wenn alle durch sind, Türe zu, ich schließe ab. Und was habe ich damit zu tun? Du musst die Türe zuknallen, damit ich abschließen kann. In Ordnung. Und dann du halten. Du bleibst drin. Damn, ich habe 2 Dinge, die ich gerne tun möchte. Mhm. Nummer uno wäre, ich würde gerne schauen, welcher Schlüssel ins Schloss passt, während die alle an mir vorbeilaufen. Und dann würde ich gerne wenn das geht, würde ich gerne versuchen, wenn alle durch sind, abzuschließen. Mein Wunsch wäre, mit der Bonusaktion zu gucken, ob der Schlüssel passt oder welcher und die Aktion dann zu halten, die Aktion das Abschließen zu machen. Aber du musst ja erstmal aufschließen. Oh, gut, ja. Ich versuche die Tür aufzuschließen, Entschuldigung, ich dachte, sie ist offen. Gut, nein, du öffnest die Tür. Ich war schon. Du öffnest die Tür und kannst gleich als Erste durch und möchtest du noch irgendwas machen, wenn du durch bist? Dann weiß ich jetzt auch, welcher Schlüssel das ist. Ja. Und ich warte an der Tür, damit Leander sie dann hinter uns allen zuknallt, damit ich sie schnell abschließen und wir weiterlaufen können. Okay. Winnie. Steht noch jemand direkt bei uns gerade? Nö. Da ist noch diese Wache, die in der Tür steht, die ist 25, 25, die ist ungefähr 40 Fuß von dir entfernt, 35 Fuß. Ja, dann verschwende ich jetzt nicht groß meinen Atem. Dreh mich noch unbestimmt in die Runde um und sag, war das cool mit dem Fett? Und dann laufe ich auch einfach. Wie viel ist deine normale Bewegungsreichweite nochmal? 25. Okay, das heißt, du kommst insgesamt 50 weit. Das heißt, du kannst auch direkt an den anderen vorbei, weil du auch vor allem sehr klein bist, kannst du an den anderen vorbei und kannst direkt durch die Tür durch.
Und deine passive Wahrnehmung ist hoch genug, dass ich dir dann gleich was sagen kann. Ich möchte dir das aber erst sagen, wenn wir mit der mit den Initiative-Folgen fertig sind. Clever. Ich würde gerne noch Regie ein High Five geben im Durchlaufen. Machst du. Sofort. Ich habe eine Frage. Warum kannst du 50 weit rennen? Nein, sie kann nur 25 weit rennen, aber? Weil sie kurze Beine hat. Weil Aktion und Bewegung kann sie. Du kannst deine Aktion nutzen für einen Dash und dann bewegst du dich nochmal deine gesamte Bewegungsreichweite. Das hast du vorhin auch gemacht. Cool. Wusste ich, danke. Barry Bangbacks. Ja, ich stehe auf allen Vieren, glitschend auf der Butter herum. Nee, du bist nicht in der Butter. Achso, okay. Du glaubst kurz, du stehst in der Butter. Du bist völlig verwirrt. Gut, dann würde ich mich auch die Treppe aufmachen. Okay, du brauchst eine halbe Bewegung, um dich wieder aufzurichten. Wie viel ist deine normale Bewegung? 30 plus 10, also 40. 40, okay. Dann kannst du jetzt insgesamt 60 Fuß weit laufen. Du nimmst aber eine Opportunity Attack mit. Die trifft dich. Die hatte ich glaube ich auch nicht wegen dem Mobile. Stimmt, wegen dem Mobile Feed. Okay, keine Opportunity Attack für dich und du darfst 60 Fuß weit laufen. 15, 25, 25, 25, 50. Du kommst auf der Treppe an, du kommst nicht ganz an der Tür an. Next. Wie ist diese Butter hierher gekommen? Der Zwerg rennt nach oben und Guard 3 versucht aufzustehen. Bleibt liegen. Und der kommt aber nicht an seinem Kumpel vorbei. Ha. Wie traurig. Grülock! Ja, dann, ich bin ja immer noch unsichtbar. Das heißt, ich kann jetzt ganz normal die Treppe hochgehen. Könnte durch die Tür, würde dann kurz sagen, weil ich ja unsichtbar bin, Grülock ist durch. Okay. Zum Glück habt ihr die noch nicht zugemacht. Okay. Und, ja, und dann würde ich oben, kann ich ja dann wieder warten und wieder meine Attack readyen. Mhm. Weiter geht's mit Xund. Raus. Du raus. Kommst oben an und gehst durch die Tür. Leander. Bin ich jetzt noch der Einzige? Nee, der Druide fehlt noch. Genau, der Druide fehlt noch. Du kannst aber deine Initiative-Folge nach unten korrigieren, wenn du willst. Also du kannst sagen, du willst warten bis... Also du kannst deine Aktion halten. Du kannst sagen, du willst warten, bis Barry durch ist und dann die Tür zuschlagen. Also mein Ziel... Ja, genau, mein Ziel wäre es, warten, bis Barry auch noch durch ist und dann zuzumachen. Okidoki. Ja. Dann ist Ricky dran. Ich habe den Schlüssel in der Hand. Ich warte darauf, dass er die Tür zumacht und ich dann abschließen kann. Also du hältst auch deine Aktion. Ja. Okay, Winifred Nickelnase. Wieso bist du jetzt nochmal dran? Ich ging jetzt sehr, sehr schnell. Du warst dann mit dem Zwerg und dann ging es wieder von oben los. Ah ja, genau. Okay, gut. Dann Barry? Ja, ich stürme auf die Treppe hoch und mache den Weg durch die Tür. Okay, und du läufst durch die Tür durch. Leander schlägt die Tür zu. Das ist alles ungefähr, also ihr müsst euch vorstellen, eine Runde dauert ungefähr 6 Sekunden. Also nicht pro Person, sondern insgesamt. Das Ganze ist jetzt also innerhalb von ungefähr 10 Sekunden passiert. Also seit ihr angefangen habt, die Treppe hochzugehen. Wir sind gut. Und wenig spät, nachdem du durch die Tür gerannt bist, fällt dir sofort auf, dass ihr euch in einem großen Raum befindet, in dem unter anderem der Elf steht, der euch ursprünglich verhört hat. Ja. Seinen Namen nicht vergessen habe. Warte, ich habe seinen Namen aufgeschrieben. Und weitere Wachen. Ha. Bevor wir weitermachen, würde ich sagen, lassen wir das schnell ein bisschen sacken und gehen in die Pause. Ja, wir laufen schon. Oh, Entschuldigung. Ups. Micha, mach uns mal einen GameStar-Werbespot. 20 Sekunden, alles drin, aber lecker. Was zu einem Tee? GameStar ist das Größte, was es im Gaming überhaupt gibt. GameStar.de mit News und Tests, TikTok, Insta, Facebook, Twitter, Twitch und dann auch noch YouTube. Wie soll ich das alles zeigen? Da höre ich doch lieber den Podcast. Gehe jetzt auf gamestar.de/podcast. Ear and nose hairs can be distracting.
very distracting. But with the all-new Weed Whacker 2.0 from Manscaped, you can be distraction-free, featuring skin-safe technology to help reduce nicks and tugs, and a waterproof design. So whether you're trying to ace an interview, make a good impression on a first date, or you just don't like hairs coming out of your holes, go to manscaped.com and mind your manholes with the Weed Whacker 2.0. Das war eine dringend benötigte kurze Pause, denn unsere heldenhafte Heldentruppe stürzt sich direkt vom einen Kampf in den nächsten und deswegen darf ich euch alle um eine neue Initiative bitten. Go, go, go! Go, Team! Okay. Go, Team! Oh, so viel! Uiuiui. 19. 20. Also natürlich 20. Da würde ich drauf gerechnet. Grülock, 19. Barry. 10. 10. Ricky. 16. 16. Leander. 23. Die unnötigste Natural 20 aller Zeiten. Vinny. 19. 19. Xund. 18. 18. Okay, wow. Alle zuerst dran. Ziemlich, ziemlich hohe Initiative. Geil. Oh, 11. Dann, ich habe die plus 1 vergessen. Also 10 plus 11. Aber zu spät. Ja. Also Ziel okay, ist, wir machen 11? Sie fertig, bevor sie dran 1 sind. 11. Ja. 12. 4. Also ich meine, es hat auch einen Nachteil, wenn ihr alle gleichzeitig dran seid, weil dann sind die Guards auch alle drei gleichzeitig dran. Außer wir machen sie vorher platt. Upsala, bleibt da. Ich dachte, die Guards hatten wir im Fettstrotzen hinter uns gelassen. Das sind das, neue. Das war nur das B-Team. 12. Okay. Gut, dann starten wir. Ich habe noch eine kleine mechanische Frage. Ja, das, es geht jetzt quasi nahtlos von unserem Abenteuer unten in das über, weil mein Bladesong hält natürlich nicht ewig und er war jetzt schon 3 Runden aktiv. Ich hätte jetzt noch 7. Genau, dein Bladesong war jetzt 18 Sekunden aktiv von einer Minute. Du hast noch 7 Runden, du musst mitzählen. Das mache ich auch, okay. Dann passt es soweit. Ich zähle aber auch mit. Gut, ich versuche nicht, dich zu bescheißen. Wenn ich mich verzähle, dann verzähle ich mich. Okay, dann muss ich hier nur wieder durchalphabetisieren. A, B, C, D, E. Und der gute Mann, der hier vorne steht, der mit dem Schwert, das ist wieder Valseneth. Ich bin wirklich, wirklich schlechteren Dingen Namen. Ich glaube, Galsenet. Galsenet, genau, Galsenet. Schön. Gut, dann steigen wir direkt ein und Leander Löwentreu ist als erstes dran. Das bin ich wohl. Leander hat seine Klinge gezogen und sieht, das ist der Zeitpunkt für wahren Heldenmut. Wer steht denn da rechts von mir direkt auf meiner Seite? Hier steht Winifred und hier steht Ricky und hier steht Winifred. Wo steht denn Grülock? Grülock steht direkt hinter dir. Also perfekt. Aber unsichtbar. Unsichtbar, ne? Genau. Mhm. Hm. Aber weiß ich es dann, dass er hinter mir ist? Ich habe schon mit euch geredet. Genau, er hat dich darauf hingewiesen, dass er hinter dir steht. Gut. Wenn ich einen Zauber auf Berührung habe für irgendeine Kreatur, dann kann ich mich auch selbst berühren, richtig? Mhm. Dann würde ich gerne meine Schwerter klingen lassen und Heldenmut wirken. Ich wirke es auf den zweiten Zaubergrad. Das heißt, ich kann 2 Kreaturen mit Heldenmut belegen und ich belege mich mit Heldenmut und ich belege Grülock mit Heldenmut, an den ich herantrete, um ihn zu berühren. Heldenmut macht Folgendes. Sowohl du als auch ich können jetzt für eine Minute nicht mehr verängstigt werden. Außerdem bekommen wir zu Beginn jedes unserer Züge 4 temporäre Trefferpunkte. Die stacken nicht, das heißt, wird einfach jedes Mal am Anfang eurer Runde wieder aufgefüllt oder eben geheilt. Können wir aufbrauchen, also. Ihr könnt sie aufbrauchen. Bekomme ich die jetzt in diesem Zug auch schon direkt, wo ich den Zauber gewirkt habe? Das heißt, am Anfang der Runde? Zu Beginn meines Zuges. Dann bekommst du es dieses Mal nicht, weil du deine Runde ja schon begonnen hast. Gut, aber Grülock würde sie bekommen. Würde sie zu Beginn seiner Runde bekommen, genau. Gut, das ist dann meine erste Tat. Seid tapfer im Herzen! Stellt euch diesen Schrecken, diesen verdammten Wachen, diesen Unterdrückern. Wir werden uns hier freikämpfen und nichts wird uns halten. Wir werden unsere Fesseln sprengen. In den Kampf, meine Freunde. Aber ich bleib erstmal stehen, wo ich bin. Okay. Oh, ich fand das sehr inspirierend. Ja. Entschuldigung. Gut, dann ist als nächstes Grülock dran.
Besten Dank, Meister Löwentreu. Mhm. Dann saus ich an Leander vorbei, also zwischen Leander und Winnie durch. Mhm. Ja, an denen kannst du problemlos vorbei, weil du... Kann ich an der anderen Wache auch vorbei? Ich bin ja noch unsichtbar, wie ich nicht müde werde zu betonen. Du meinst ohne Attack of Opportunity zu... Ja. Dann würde ich sagen, müsstest du einen Stealth-Check mit Vorteil machen und er macht einen Perceptions-Check. Okay. Okay, das ist schon mal eine 21 und das wäre eine 7. Dann nehme ich wohl die 21. Okay, dann du kommst an ihm vorbei. 40 wieder, ne? 40 Fuß immer noch, genau. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Hier stehst du auf der Treppe. Dann werde ich dort stehen bleiben und meinen Angriff vorbereiten, wenn jemand diese Treppe runterkommt. Waffenangriff. Ja, Waffenangriff. Okay. Ja, ich kann eigentlich die Green Flame Blade vorbereiten, die muss man mitten im Waffenangriff. Das ist ein Cantrip, den man mitten der Waffe zaubern muss. Okay. Dann bereite ich das vor. Okay. Dann ist als nächstes Winnie dran. Okay. Dann würde ich, ich bin es nicht gewohnt, so früh dran zu sein, ich habe nichts vorbereitet, dann würde ich jetzt meine, Als nächstes ist gesund dran, du kannst dann schon mal vorbereiten, was du Dann würde ich jetzt meine Pistole ziehen und hoffen, dass ich heute endlich mal irgendwas treffe. Okay. Und zwar den Typen zu meiner Linken. Den hier? Ja, oder wobei vielleicht lieber den zu meiner Rechten, weil sonst mache ich den links von mir nur aufmerksam auf mich. Okay. Okay, du hast, also wenn Leander sich leicht zurücklehnt, hast du auf jeden Fall Line of Sight mit dem und kannst auf ihn schießen, ja. Ja, ich schieße an seinem Knie vorbei oder so. Zwischen seinen Beinen durch. Ja, ja, stimmt. Ein Loch in seinem teuren Mantel. Ich reffe meinen Umhang so ein bisschen. Ja, Beispiel. Und ich gucke so durch und mache so. Alles klar, dann einen Angriffswurf, bitte. Ah, bitte. Oh, 19 plus 5. Bam. Das trifft. Ich treffe sowas von. Nice. Und ich mache... 9 Schaden. 6 plus 3. Wow. Oh, wow. Der sieht nicht gut aus. Der blutet. Sag mal, kannst du bitte hier einfach... Nein, kannst du nicht, okay. Okay. Ja, der blutet, dem geht's richtig beschissen. Und ja. Du hast noch eine Bonusaktion, glaube ich. Wenn du sie nutzen möchtest. Ich nutze sie, um zu rufen. Ja! Okay, gut. Dann ist als nächstes Xund dran und danach Ricky. Kann ich meine heilige Flamme schon wieder einsetzen? Das ist ein Cantrip. Ja. Ja, dann den kannst du jederzeit einsetzen. Okay, dann hier auf den, der gerade eh schon die Kugel drauf bekommen hat. Der da? Ja. Okay, dann. Mach einen... Ich glaube, es ist ein Angriffswurf, oder? Du machst einen Rettungswurf auf Geschicklichkeit. Okay. Oh, das sieht ganz gut aus. Oh Mann! Diese Mistflamme! Moment. Meiner Göttin! Komm, gib mir. Nichts funktioniert! Hier, Dexterity hat er... er würde 16 schaffen. Was muss er schaffen? Deinen Spell DC. Mein Spell DC ist 13. Dann hat er es geschafft. Aber wir waren alle kurz gespannt, ob er es schafft. Okay. Das benutze ich nicht mehr. Das ist ja so schön gewesen. Möchtest du noch was tun? Nein. Okay. Ich will dich nur noch mal dran erinnern, du kannst in einer Runde nur dann 2 Zauber wirken, wenn die Bonusaktion der Zauber und der Cantrip die Aktion ist. Also du kannst theoretisch als Bonusaktion einen Zauber wirken. Ich habe aber kein Cantrip, kein zweiten Cantrip, oder doch? Nein, nur ein Cantrip muss immer die Aktion sein und der Zauber kann die Bonusaktion sein. Du kannst aber ansonsten auch einen Zauber als Bonusaktion setzen und einen Waffenangriff als Aktion benutzen. Okay, aber einen Zauber habe ich eh nicht mehr, weil wir haben ja nicht gerestet so richtig. Du hast in der kurzen Rast... Ja, meditiert.
Nein, du hast nicht meditiert. Mist. Ja, ich habe nicht meditiert. Aber du bekommst trotzdem deine Zauber, deine Spellslots zurück. Oder ach so, genau, ja, das einen? Wusste ich. Das habe ich gedacht. Du bekommst einen zurück? Oder ja, ach so. Kein Grund, sich hier so mysteriös zu verhalten, Micha. Ihr habt gedacht, ich hätte all meine Zauber verbraucht. Nichts da. Und den kann ich jetzt noch einsetzen, oder nicht? Nee, den kannst du jetzt nicht mehr einsetzen, weil du... also nur, wenn du eine Bonusaktion einsetzen möchtest. Aber ich glaube, der einzige Zauber, den du als Bonusaktion hast, ist Healing Word, oder? Wenn du überhaupt Healing Word hast. Ja, genau. Healing Light. Healing Light ist was anderes. Das ist eine Bonusaktion. Das ist kein Zauber. Den kannst du jederzeit einsetzen. Oh mein Gott, wie kompliziert ist das? Ein bisschen. Das, was hier steht, das sind immer deine Zauber. Ja. Kann ich einen davon einsetzen? Hier steht bei Time, wenn da 1a steht, dann ist es eine Aktion. Wenn da 1ba steht, das ist eine Bonusaktion. Aber den habe ich nicht. Den habe ich nicht prepared. Ich glaube nicht, dass du Sachen preparen musst. Du musst keine Sachen preparen. Du hast alle deine Sachen immer bereit. Ah, okay. Und ich verbrauche damit Spellslots quasi, wenn ich die dann einsetze. Genau. Mein Gott, ist das kompliziert. Okay. Ich habe vorhin, ihr erinnert euch an die Sache mit den Zigaretten. Vielleicht ist die Zeit im Gefängnis aber auch gut für Gesund gewesen, wenn er sich jetzt dann besser damit auskennt danach. Also ich könnte jetzt Verwünschen einsetzen. Weil das ist eine Bonusaktion und ein Zauber. Okay, dann bitte du das. Moment. Ich verwünsche eine Kreatur in Reichweite, die ich sehen kann. Ja, hier wieder der Kollege, ne? Du siehst alle. Ja, aber den. Den? Den. Okay. Ja, den mag ich besonders wenig, weil er meiner Flamme widerstanden hat. Wähle außerdem ein Attribut, wenn du den Zauber wirkst. Das Ziel hat Nachteil bei Attributswürfen mit dem gewählten Attribut. Ja, das ist zum Beispiel Stärke und so. Aber da du keinen Rettungswurf brauchst, muss ich auf den Zauber würfeln? Nee, ich glaube, der funktioniert immer. Das ja, Verwünschen. Der ja. funktioniert einfach. Den machst du einfach, der funktioniert toll, zu 100%. Oder? Ich verfluche dich! Okay, ich habe leider Kreatur. Ich habe meine Ringe zu Hause vergessen, deswegen... Oh, ich könnte jemanden... Kann ich nicht, nein. Ja, ich bringe dir einfach mal. Nee, nicht aufstehen, werfen. Ich kann auch den drüber so. Legen. Ja. Reicht? Er ist hext. Du musst noch ein Attribut aussuchen. Das Attribut, der trägt eine Nahkampfwaffe, nehme ich an. Der trägt eine Nahkampfwaffe, ja. Dann nehme ich Stärk. Okay, okay. Dann hat er... Das muss ich mir ausschreiben. Mach sie alle zu Schwächlingen für uns. Ja, leider reduziert das nicht seine Werte. Er hat nur schwierigere Zeit, wenn er eine Probe auf das Attribut machen ja. müsste. Oh. Das ist leider nicht ganz so gut. Ist auch kein Gib ihm Muskelkater. Saves zählen halt auch nicht dazu. Aber... Was gut ist bei den Zauber ist vor allem der Extraschaden, den du machst. Ricky! Ja. Schlüssel weggesteckt, beide Messer in der Hand. Der eine mit dem Ring, da hat die liebe Winnie vorhin draufgeschossen, richtig? Ich habe mir überlegt, ich würde gerne auf ihn zulaufen. Ich habe 35 Fuß laufen und dann würde ich ihn tatsächlich gerne mit meiner Aktion und mit meiner Bonusaktion mit den Messern eine reindengeln. Und mich dann, wenn es noch geht, einen Schritt zur Seite wegnehmen. Willst du erstmal die Aktion dafür einsetzen und dann schauen, ob du deine Bonusaktion vielleicht noch für was anderes benutzen möchtest? Okay. Ja. Du kommst problemlos zu ihm hin, das sind 15 Fuß. Und du kannst jetzt einen Angriffswurf machen. Decker. 16. Das ist genau seine Armor-Klasse, also du triffst, ja. Das freut mich sehr. Und dann ein D4 plus 3. 5. 5 Punkte Schaden. Und der erste Gegner ist tot. Nice. Gesund. Woo. Wenn du das nächste Mal dran bist, darfst du direkt als erstes mit deiner Bonusaktion deinen Hex auf einen anderen, auf ein anderes Ziel setzen. Und was möchtest du noch machen? Du hast noch 20 Reichweite. 20 Fuß Reichweite heißt, hättest du noch. Ich kann dem jetzt nichts abnehmen. Ich kann hier keine Falle entschärfen. Ich glaube, ich mache tatsächlich... also ich bin ein bisschen nah an die Treppe reingekommen so. Und würde tatsächlich einfach... Okay, du willst wieder zu deiner Gruppe zurück. Ja. Okay, gut. Ja. Dann gehst du wieder zur Gruppe zurück. Dann haben wir als nächstes... diesen Guard. Und der hat einen Bogen dabei und schießt auf Ricky. Der trifft aber nicht. Das ist nämlich nur 5 plus 3 sind 8. Nope. Das wird nichts. Und dann ist als nächstes der Zwerg dran, der
leider nicht daran gedacht hat, sich in Darts erwarten, kann man eventuell mit Waffen auszurüsten. Das heißt, der kann nur nach vorne stürmen und unbewaffneten Kampf machen. Der ist unser Meat Shield. Aber deswegen schicken wir ihn ja auch immer vor. Der hat tatsächlich. Du schaffst das schon, Barty. Der hat Übung im unbewaffneten Kampf. Das heißt, der macht jetzt erstmal einen Angriff und trifft nicht, weil das ist nur eine 5. Gut, dann ist die erste Wache dran. Das ist der, der hinten steht. Der bleibt da stehen, denn dessen Aufgabe ist es, diese Tür da hinten zu bewachen. Und der ist tot. Das habe ich vergessen einzutragen. Zack. Barry Bangwitz ist als nächstes dran. Yes. Elch. Das ist das Problem, weil Barry geht gerade ein bisschen der Arsch auf Grundeis, weil er sich nur zweimal pro kurze Rast in Tiere verwandeln kann. Oh. Dementsprechend müsste ich jetzt mal kurz fragen, alle Zauber, die ich hier vorbereitet habe, kann ich so verwenden oder muss ich auf die Komponenten noch achten, die da stehen? Du hast deinen Totem wieder bei dir. Ja. Dann musst du nicht auf die. Also, dann. Du kannst alle deine. Alle Komponenten, die keinen Geldwert haben, können durch einen magischen Fokus ersetzt werden. Okay. Und wenn da ein Geldwert daneben steht, dann brauchst du den Fokus. Die einzigen Sachen, die hier stehen, sind immer V und G, sind die als Abkürzung. Das ist was ganz anderes. V und G sind nur Verbal und Gesten. Ah, okay. Nur wenn ein M dabei ist, brauchst du überhaupt materielle Komponenten. Ah, okay. Dann würde ich gerne ein wenig für Ablenkung sorgen und mich mit meiner ersten Aktion, mit der Filborg-Magie, die Form von Leander Löwentreu annehmen. Die beste Form. Okay. Und ich sage, ich bin es, Leander Löwentreu, der Retter der Prinzessin von Klingenfurt, der den Golem von Steinbeck die Liebe brachte und was nicht noch alles. Mhm. Und danach wirke ich Spiegelbilder, um Leander Löwentreu mit mir zusammen jede Menge Duplikate aufzustellen. Oh, so viel Leander Löwentreu. Okay, ich weiß nicht, ob die Welt damit klarkommt. Das sind drei. Drei Spiegelbilder plus ich wären dann insgesamt 4 Leander Löwentreus und das Original. Das erklärt, wie ich all diese Heldentaten begehen konnte. Vinny wird auf jeden Fall ein bisschen nervös. Willst du dich neben Leander stellen? Ja. Okay. Okay, gut, dann stehst du jetzt, also die hier... stehen jetzt ein Haufen Leander Löwentreus. Muss ja leise sein, sonst hätte die jetzt ein lautes Hossa von der Treppe. Ah, gut. Hossa. Dann ist die Wache D dran. Das ist der hier. Und der greift natürlich unseren Zwergenfreund an. Das trifft. Das trifft. Denn der hat natürlich keine Rüstung an. Und er macht... Ach, der macht nur 2 Schaden. Also geht schon. Haltet aus, Meister Borutil! Sohn. Kann mir noch Vorwürfe machen. Und dann ist der hier dran. Der hat einen Bogen und der würde eigentlich gerne auf Leander schießen. Den Wurf macht er jetzt einfach mit Nachteil, weil er ja nicht weiß, welche von denen... Es ist hier eine Regelung dafür aufgeschrieben. Immer wenn eine Kreatur dich zum Ziel eines Angriffs wählt, solange der Zauber anhält, wirf einen W20, um zu bestimmen, ob der Angriff stattdessen einzelne Duplikate trifft. Das wäre für mich... Ich würde es wegen der Filmmagie, hätte ich mir gedacht, auch auf Leander anwenden, weil ich ja aussehe wie Leander. Ja, das würde ich jetzt in dem... Moment, mir fällt gerade was ein. Die Filmmagie, die du eingesetzt hast, ist eine Aktion oder eine Bonusaktion? Was ist ja eigentlich egal, oder? Weil ich halt Aktion war halt Filmmagie und Bonusaktion war das Zaubern. Ist der Zauber eine Bonusaktion? Ach, okay, Moment. Da muss ich schauen, ob es eine Bonusaktion war. Moment. Nein, Spiegelbilder ist. Genau, Spiegelbilder ist eine Aktion. Eine deswegen. Aktion. Und die Firbolg-Magie ist. Ist Firbolg-Magie denn ein Zauber? Oder ist es einfach etwas, was man FGTM. Kann? FGTM. You can cast and disguise self once per short rest. Steht tatsächlich nicht dabei. Können wir das als Bonusaktion auslegen? Tatsächlich, wenn es gar nicht dabei steht, dann ist es, glaube ich, weder das eine noch das andere. Also funktioniert das dann tatsächlich in der Form. Leg dir deine Karte wieder. Nope. Die Firbolg-Magie, you can cast detect magic and disguise self. Das sind beides Zauber. Mhm. Du kannst einfach die Zauber casten, aber die haben alle den Wert des Zaubers selbst. Mhm. Das heißt, das ist mir nicht früh genug aufgefallen, deswegen machen wir es nicht rückgängig. Aber, ja. Ja, Selbstverkleidung ist normalerweise eine Aktion. Ja, nee, also wir machen es jetzt nicht rückgängig, aber fürs nächste Mal, das ist ein, also du musst den Zauber wirken dann.
Welchen Zauber muss ich denn? Ja, Disguise Self oder Detect Magic. Das sind die, die du als Zauber. Würdest du so einen Kartenzauber nehmen, nur dass du die immer kannst und immer weißt und nicht austauschen musst oder so. Die liegen da nicht, sondern die hast du so gesagt. Also, mir ist es nicht früh genug aufgefallen, deswegen passiert da jetzt nichts. Wir bleiben dabei. Wenn du jetzt einen W20 wirfst, um zu herauszufinden, wer genau getroffen wird, wie funktioniert das jetzt? Also, ich kann dir auch kurz die Karte einmal rüberreichen. Der lange Weg der Karte. Wenn du drei Duplikate hast, musst du eine 6 oder höher würfeln, um den Angriff auf ein Duplikat zu übertragen. Das ist ja, wenn ich angreifen möchte, ob das Duplikat auch angreifen kann, oder? Nein, deine Duplikate können gar nicht angreifen. Die flirren nur so um. Deine Duplikate sehen nur hübsch aus. Gut, ich würde sagen, dann wirf bitte mal einen W20. Du hast den auf zweiter Stufe gewirkt, weil du hast... Ja, genau. Das ist eine zweite Stufe. Genau, dann wirf einen W20 bitte. 14. Das ist genug. Hey! Und der Treffer geht definitiv daneben, weil er einen der Duplikate trifft. Was passiert mit den Duplikaten? Die schwirren da einfach nur rum. Verschwinden die dann oder bleiben sie? Nach einer Minute verschwinden die. Aber er ahmen meine Aktionen nach und sagen auch die ganze Zeit, ich bin das Leander der Löwentreue, der Retter der Prinzessin von Klingenfurt, der und so weiter. Nee, das sind einfach nur... Nee, ist gut. Das sagen sie die ganze Zeit. Ganz bestimmt. Nein, das sagen sie nicht. Schade. Okay, das wäre der Zauber, alles klar. Der... Leander hätte es gefallen. Der ist Galsene dran. Und der steht da oben und wütend. Oder nein, er ist nicht wütend, er sieht... Dieses Gesicht war vielleicht noch nie wütend. Er steht da oben mit seiner Arroganz und mit seinen Augenbrauen und sagt: Nun, nun, nun. Diese Augenbrauen waren mir von Anfang an suspekt. Wenn das nicht unsere kleinen Verbrecher von gestern sind, die auf ihre Hinrichtung offensichtlich nicht warten können. Und er, der ist ausgerüstet mit einem Schwert und einem... Ne, der ist mit einem Schwert ausgerüstet. Verzeihung. Ja, mit einem Schwert kann er da oben relativ wenig machen. Deswegen kommt er erstmal runter. 15, 15, 20. Nein. Oh Gott sei Dank bin ich da weggegangen. Ja. Warum läuft er denn diese Seite der Treppe runter? Wir können gern Platz tauschen. Ach, ja, können wir. Ja, bis zum Fuß der Treppe. Also er kommt eigentlich nur bis zur Treppe, aber das ist mir jetzt gerade zu anstrengend, ihn da hinzustellen. Der ist nämlich ein bisschen schwerer als die anderen, der ist nicht Metall. Gut, und damit ist wieder Top of the Round Leander und danach Grülock. Ja, ich blicke rüber zu dem Gardisten, der gerade runtergelaufen ist. Wie heißt der? Der Gardist? Galsenet, genau. Achso, also der, ich dachte gerade, wie die anderen heißen. Nee. Holger. Galsenet. Ich blicke Galsenet entgegen und wirke ein dissonantes Flüstern auf ihn. Wie weit geht das? 18 Meter. Oh Gott. Das ist immer die Schwierigkeit, wenn man sowohl mit englischen als auch mit deutschen Regeln spielt, weil... Ich kann es dir auch nochmal in Feet sagen. In Feet sind 60. Okay, dann ist es weit genug. Ich glaube, das Feed ist immer geteilt durch 3. Ne? Feed geteilt durch 3. Ungefähr. Mein Daumen geht das nicht, dass ich kann keine Mathe machen. Ich auch nicht. Ich sonst wären wir alle Steuerberater ablesen. Geworden. Aber ich dachte, du hast mal ein Monster vor ein unlösbares mathematisches Problem gestellt und hast damit gewonnen. Ja, aber ich konnte es ja auch nicht lösen. Okay, hier keine Zeit für Gespräche mehr. Ah, genau, ich spreche Dissonant Whispers, also dissonantes Flüstern, auf ihn zu und hauche unter meinen Atem in seine Richtung. Niemand hat dich je geliebt. Okay. Was ja stimmt. Er muss eine Probe machen. Ja. Er kann das hören. Das Flüstern ist schmerzerfüllend. Und er muss einen Weisheit-Rettungswurf ablegen und 14 schaffen. Mhm. Schauen wir mal, wie weise er ist. Nicht besonders. Das hat er nicht geschafft. Yes. Das heißt, was ist jetzt? Was hat er jetzt? Er bekommt erstmal 3W6 Schaden. Wow, okay. Mhm. Gönn dir. Nice, okay. 5, 9 psychischen Schaden durch mein dissonantes Flüstern. Definitiv, ja. Außerdem muss er sich mit seiner muss seine Reaktion verwenden,
wenn sie noch verfügbar ist, um sich so weit von mir wegzubewegen, wie es seine Bewegungsrate erlaubt. Okay, ich würde sagen, das bedeutet nicht, dass er die Treppe wieder hochlaufen muss, sondern auf der gleichen Ebene. Dann würde er sich hier in die Ecke zurückziehen. Also er muss so weit laufen, wie er kann. Da ist eine Ecke, also weiter weg von dir kommt er nicht. Ja, aber wenn die Treppe hochläuft? Dann würde er sich dir zuerst mehr nähern. Deswegen, also, okay. Weißt du, mein Verständnis davon ist, dass wenn er da hochgeht, ja, dann nähert er sich dir wieder. Na gut, kann man so ausdrücken. Was ist diese Mathematik? genau, das ist alles, was mein Zauber gemacht hat. Das war meine erste Aktion. Mhm. Und dann würde ich gerne, na gut, ich stehe jetzt hier ganz gut geschützt mit meinen Duplikaten, würde ich einfach nur die Fäuste in die Hüfte stemmen und lachen. Ich stemme auch meine Fäuste in die Hüfte, damit die Duplikate das wiederholen. Nein, das kannst du erst in deiner Runde wieder tun. Tut mir leid. Grülock! Warum ist er denn jetzt da runtergelaufen, der Mistsack? gut, dann laufe ich so leise wie ich kann die Treppe hoch auf das Feld neben dem Bogenschützen. Jawohl. Ups. Halte den Atem an dabei. Und mit dem Ausatmen hört die Wache: Magnul Kurbasch, stirb, du Drecksack! Und dann würde ich meine Green Flame Blade als Aktion wirken. Mhm. Damit löst sich deine Invisibility auf. Genau. Mhm. Und schauen wir mal, ob ich treffe. Wir werden es rausfinden. Ich denke doch, das ist eine 22. Ja, das trifft definitiv. Und das heißt, das Erste, was er sieht, ist eine grün flammende Klinge auf sich niedersausen. Okay. Und er nimmt davon 9 Schaden und der andere ist nicht nah genug dran, damit die Flamme überspringen kann. Das heißt, so ein Fetzen von der Flamme springt einfach auf den Boden und erlischt da. Okidoki. Der sieht nicht gut aus, dem geht's nicht gut. Der ist definitiv schwer verletzt. Du wirst hier drin verrecken. Was? Ja, das war's. Ja. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Dann ist Winifred und danach gesund. Okay, welcher war das, den du gerade angegriffen hast? Der Bogenschütze oben. Ja. Okay. Gut, ich würde nochmal hinter Leanders Umhang vorlugen und jetzt auf den Typen ballern, der wahrscheinlich weinend und selbstzweifelnd in seiner Ecke steht. Okay, du hast das. Please do. War das nicht der ganz, das hohe Tier? Ja, ja, ja. Der ist jetzt ganz klein. Der kommt auch nicht lebend aus der Sache raus. 21. Das trifft. Das dachte ich mir. Und zwar trifft das mit 9. 9 Schaden. Sehr gut. Piu, piu, piu. Okay, dann Xund und danach Ricky. Ich verwünsche Meister Galsinet. Mhm. Wir hänseln ihn einfach zu Tode. Seid verflucht, ihr Narr! Und ich zaubere lenkendes Geschoss. Okay. Auf diese Person. Und das ist jetzt ein Charisma-Wurf, oder? Wenn ich es richtig... Lenkendes Geschoss ist ein Angriffswurf. Ja, plus 5. Spell Attack? Mhm. Genau. Ja. Also einfach okay, also der Angriffswurf und plus 5. Ich gehe nach Hause. Okay. Es war cool mit euch. Es hat Spaß gemacht. Aber ich habe 9. Okay, nein, das trifft nicht. Ja, das dachte ich mir. Tut mir leid. Ja. Ricky Eisenohr. Also, alle gehen jetzt auf den Verängstigten, aber der macht mir tatsächlich auch einfach Angst. Deswegen würde ich tatsächlich gerne unserem Kollegen Zwerg da hinten helfen. Okay. Mit der Wache, die da... Komme ich da ran? 15, 15, 20... Du kommst in seinen Melee-Range, ja. Genau, dann würde ich gerne erstmal mit einem Messerchen auf ihn einstechen. Mhm, Moment, ich muss kurz gucken, welcher das ist. Das ist der hier. Ja, stich auf ihn ein. 13. Das trifft nicht. Schade. Habe ich noch Movement? Du hast noch 5 Fuß Movement. Du kommst... Ja, also du könntest theoretisch deine Melee-Range wieder verlassen, aber dann nimmst du einen Attack auf einen Gelegenheitsangriff. Aber nicht mit Mobile, weil ich ihn ja schon nicht mit Mobile. Okay, dann, gut. Dann würde ich aber... Ich habe ja noch eine Bonus-Action. Ja. Und ich muss ja nicht disengagen. Also würde ich versuchen, nochmal drauf rein. Okay, dann hau nochmal zu.
Das sind jetzt ist ein Natural 19 plus 5, 24. Das trifft. Yes. Schön. Und dann den machst du jetzt bitte, also den Wurf, den... Ein D4 plus 3 Piercing steht hier. Nee, du machst den D4 ohne die 3 Piercing, weil du nicht deine Geschicklichkeit draufrechnen kannst, gut, weil das dein Backhand-Attack ist. Alles klar. Mhm. Ich meine, ein W4 ist ein W4. Ein W4 ist ein W4. 2. Das hat definitiv wehgetan. Okay, und dann möchtest du disengagen? Nee, ich muss ich ja nicht, aber ich möchte einfach... Vielleicht so hinter den Zwerg oder sowas, dass er vor mir steht. Moment, du hast nur noch deine Bonusaktion übrig. Nee, die habe ich ja eben verwendet. Aber ich hatte ja noch Movement. Genau, du hast noch einen. Ja, genau, dann kannst du dich direkt hinter den Zwerg stellen. Ja, genau. Das klingt doch. Dankeschön. Verzeihung. Gut, dann ist der Bogenschütze dran. Und der schießt. Der würde wahrscheinlich nochmal versuchen, auf Leander zu schießen. Also darfst du mir nochmal einen W20-Wurf geben? Auf welchen Leander? Ja, eben. Achso, ja. 7. Damit, das ist über 6, also funktioniert das. Das heißt, er schafft nichts. Und der Zwerg ist dran. Puh. Und der Zwerg möchte natürlich zuschlagen. Der trifft aber nicht, weil er schon wieder nur eine 6 gewürfelt hat. Schade. Gut, dann ist die hintere Wache wieder dran. Die tut, wie gesagt, nichts, weil Hector? Sie die Tür... Jetzt bringen uns nicht in moralische Schwierigkeiten. Barry... Du bist dran. Okay. Ich würde mich dann, glaube ich, mit meinen Duplikaten zusammen bedrohlich auf den guten... Ich habe seinen Namen selbst vergessen. Gegenseht. Galsenet. weil er gegen meine Ankunft gegen ansieht, hinbewegen. Und okay, wie weit möchtest du dich zu ihm hinbewegen? In Reichweite meiner Donnerwoge Magie, die ich wirken will, also 4-5 auf Reichweite 4,50 Meter Seillänge. Seillänge? Das ist von der Woge, liegt das wohl irgendwie. Das ist, glaube ich, die mit Seitenlänge selbst. Ja, Seitenlänge Würfel mit 4,5 Meter Seitenlänge. Also das heißt, du hast einen Cube, der insgesamt 450 mal 450 mal 450 ist. Das heißt, warte, 450 durch 3? Oh Gott. Nee, mal 3 wären es 15. Mal 3. 15. Aber warum? Das ist ja eine Seitenlänge. Also du musst ja nicht zu ihm hin. Nein, das ist der Angriff. Das ist der Angriffswirkungsbereich. Genau, das ist die Reichweite. Das ist was anderes. Ja. Okay. Aber steht aber also ich glaube, man muss bei Donnerwoge am Rand stehen. Von sich selbst aus. Ja, okay. Aber bist du selbst das Zentrum deiner Donnerwoge? Oder geht von dir aus, also würde ich sagen ja. Nein, nach vorne raus. Okay, nach vorne gut, dann nach vorne raus. Das heißt, du stehst da und dann... Also du musst dich auf 4,5 Metern nähern. Mhm. Das heißt, du müsstest hier hingehen. Das ist gar kein Problem. Nee, Moment, du musst nicht mal so weit. Ach, egal. Da, du kannst dich da hinstellen, ja. Na dann, Donner mal. Gut, dafür müsste ich eine Wogastonne. Jetzt müsste der Gegen. Wie ist er jetzt? Galsenet müsste jetzt einen Konstitutionsrettungswurf ablegen. Bei einem misslungenen Rettungswurf leidet eine 2W8 Schallschaden. Was? Was ist dein was ist dein Save? Was ist dein Spell DC? Mit was? Also, da ist er schon auf dem. Nee, anderes Blatt. Auf den, da wo dein Bleistift liegt. Der Spell DC. Oh, Spell okay. Safe DC, das 13. Ja. Das schafft er nicht, dann darfst du deine W8 machen. Hervorragend. Ah. Zeig's ihm! Warte, das ist schön. Das ist dein W8, glaube ich. Ach, das ist der W8. Das ist ein W10 erwischt. 2 W8. Ja, also zweimal schmeißen. Das ist eine 1. Mhm. 8. 9 Schaden? Gibt da noch was an Top wahrscheinlich? Normalerweise nicht. Achterbahn der Gefühle. Okay, 1. Alles klar. Dann schlägt er wieder zu und er versucht natürlich auch wieder den Zwerg zu treffen. Den trifft er auch. Und er macht mit seinem Speer einen D8 Schaden. Und das sind 6 plus.
6 plus 3 sind 9. Okay, wo ist unser Zwerg? Unser Zwerg ist hier oben und nimmt 9 Schaden. Der sieht nicht mehr gut aus. Der sieht blutig aus. Also auf den müsst ihr eventuell mal ein bisschen aufpassen. Das ist das Risiko, wenn man ausbricht aus dem Gefängnis. Und dann nicht seine Waffen mitnimmt. Ja, Trottel. Und das Juhu war ja völlig unangebracht. Ich habe gerade einfach nicht zugehört. Juhu, 9 Schaden. Juhu. Waren B. Kim, hast du es gegeben? Ja. Zieht ein Kurzschwert und greift Frühlock an. Ja, soll sie mal versuchen. Oh, der hat keinen. Nee. Doch, der hat einen Kurzschwert. Alles gut. Nein, das trifft nicht. 3 plus 3 sind 6, das trifft wahrscheinlich nicht. Der hätte mich so oder so nicht getroffen. Okay, damit ist der Chef wieder dran. Der kann jetzt wahrscheinlich nochmal einen. Ja, das, er muss nicht nochmal was machen, das ist nur ein Effekt. Es ist nur einmal. Also er hat jetzt keine Angst mehr. Er hat jetzt keine Angst mehr. Okay, dann läuft er ein paar Schritte nach vorne und greift Barry an. Und zwar volles Rohr. Der hasst Leander. Ganz kurz, ich habe nochmal nachgeguckt, wegen den Spiegelbildern. Die verschwinden schon, wenn sie getroffen werden. Also es gibt, man muss erst gucken, trifft er ihn oder ein Duplikat und dann haben die Duplikate nochmal ein AC. Dankeschön. Wenn sie dann getroffen werden, verschwinden sie. Okay. Der Barry, du bekommst einen Schlag 16. Für meine Rüstungsklasse muss ich schauen. Ja. Zu 14 habe ich nur. Dann trifft er dich und er greift dich an. Aber sind die Duplikate nicht bei ihm? Ja. Ja. Bewegen die sich mit ihm mit? Die haben meine Bewegung nach, also müssten sie mitgekommen sein. Ah, okay, gut. Dann darfst du einmal einen W20 für mich werfen. Komm, Barry, du schaffst das. Ich nehme die Leiche mal weg. Sind wir hier bei Skyrim? Ich habe eine 9 gewürfelt. Okay, dann verschwindet jetzt eins deiner Duplikate. Okay. Nein, Leander. Sind immerhin kein Schaden. Also der AC von den Duplikaten ist 10 plus seine Geschicklichkeit, aber er hat ja eine 16 gewürfelt. Das ja, heißt, das wird auf jeden Fall gewürfelt. Aber er hat Multi-Attack und greift direkt nochmal an. Und das sind dann 16 plus 5, sind 21. Dann darfst du mir nochmal ein W20 werfen, bitte. Jetzt ist die Chance 17 höher, dass er getroffen wird, weil es nur noch 2 sind. Genau, und es verschwindet tatsächlich auch direkt ein weiteres Duplikat. Das heißt, es sind jetzt nur noch 3 Leander-Löwentreu auf dem Spielfeld. Und der echte Leander-Löwentreu ist jetzt auch dran. Ich bin wieder dran. Ich fahre damit fort, dass ich erstmal probiere, weiter... und Grülock ist danach. ...ihn zu beleidigen. Und rufe ihn entgegen... Du kleiner, widerlicher Wurm, dass sich deine Eltern nach dem Anblick deiner Visage nicht sterilisiert haben, ist ein Verbrechen an der Menschheit. Und wirke nochmal Vicious Mockery, also gässiger Spott diesmal. Okay. Das ist eine wieder ein weiter Rettungswurf. Autsch. 14 muss er schaffen. Den schafft er nicht, nein. Kriegt er jetzt einen W4 Schaden. Kriegt 2 Schaden dadurch. Psychischen Schaden. Okay. Und dann würde ich aber auch meine Bewegungsaktion nutzen. Absolut. Um zu ihm hinzulaufen. Ich kann 30 Fuß laufen. Durch das Verwünschen kriegt er jetzt keinen Bonusschaden? Nur wenn ich ihn treffe. Mhm. Ah, okay, ja. Okay. Du stehst direkt neben ihm. Und meine Bonusaktion, ich habe ja 2 Waffen. Ja. Kann ich ja eine Bonusaktion nutzen? Um Nein, die kannst du nur, wenn du die Aktion zum Angreifen nutzt. Dann bleibe ich erstmal da stehen, wo ich bin. Okidoki. Dann ist Grülock und danach Winifred. Gut, ich würde meine Bewegung nutzen, um einmal um den Bogenschützen rumzutänzeln, damit ich zwischen ihm und den anderen Bogenschützen stehe. So elegant wie möglich. Okay. Mit einem kleinen Ausfallschritt. Und dann kriegt er diesmal, glaube ich, einfach nur das Schwert rein. Okay. Ich habe doch gesagt, du wirst hier sterben. Ich glaube aber, es klappt nicht, denn das ist nur eine 9. Nee, das klappt nicht, tut mir leid. Dann knurre ich ihn an. Okay, du hast keine zweite Waffe, deswegen kannst du deine Backhand eh nicht nutzen. Ich habe keine zweite, also ich habe theoretisch gesehen eine zweite Waffe, aber auf die Entfernung wäre es irgendwie seltsam, ihn jetzt mit einer Peitsche nochmal zu schlagen. Du könntest ihm ja for flavor mit der freien Hand... Aber das ist auch ein normaler, ist ja auch ein normaler Angriff, der Unarmed Strike, oder nicht? Unarmed Strike ist auch ein normaler Angriff. Ja. Two Weapon Fighting ist wirklich ein zweiter Waffenangriff. Okay. Winifred und danach Xund.
Wo steht unser Zwerg, der nicht mehr so gut aussieht? Der steht hier vor Ricky. Okay. Und der Dude, der mit ihm kämpft, wie gesund sieht der noch aus? Der hat noch kaum was eingesteckt. Also dem geht's noch ganz gut. Okay. Und der Zwerg sieht gefährlich verletzt aus. Der sieht blutig aus. Gut, dann würde ich gern... Okay, ich benutze meine Bonusaktion, um Sanctuary auf ihn zu wirken. Okay. Ich habe leider die Karte dafür nicht hier. Deswegen kann ich gerade nicht vorlesen, wie genau es funktioniert. Aber er kann dann entweder nicht mehr angegriffen werden. Beziehungsweise der Typ, der gerade versucht, ihn anzugreifen, scheitert entweder oder muss ich ein neues Ziel suchen. Aber die genaue Regel habe ich, wie gesagt, gerade nicht Augenblick. Hier. Ich hab's hier. Dann ist wohl, also ist wohl immer wenn jemand versucht, ihn anzugreifen, musst du zuerst einen Wisdom Saving Throw machen. In einer, wenn er den Save failed, muss er jemand anderen angreifen. Alles klar. Genau. Super. Gut, cool. Das mache ich erstmal. Und zwar sieht das folgendermaßen aus. Ich zauber ja immer unnötig umständlich. Und zwar hole ich wieder mein kleines Etui raus. Nehme meinen Schraubenschlüssel raus, schraube an dem Etui rum, öffne ein anderes Fach aus diesem Etui und nehme ein winzig kleines, wie ein goldenes Feuerzeug raus und schnipse damit in seine Richtung. Und dann kommt ein winziges kleines Feuerwerk vor seinem Gesicht und macht so pff. Oh, okay. Und jetzt ist er geschützt. Okay, er niest kurz in das Feuerzeug hinein, in das Feuerwerk hinein, weil das hier, aber er ist geschützt, ja. Ja, und vermutlich irritiert. Und ich mein, damit muss man klarkommen im Kampf, finde ich. Ja, und dann würde ich auch direkt auf den Typen, der mit ihm kämpft, schießen nochmal. Okay, geht das? Ja, weil das ist eine Bonusaktion. Ja, ja, dann schieß. Das ist eine 14. Das trifft leider nicht. Verdammt. Guck ich, ob ich mich noch bewege. Eigentlich stand ich so schön hinter Leander, der einfach dann weggegangen ist. Ah, ich habe hier drüben Wichtigeres zu tun. Okay, ciao. Nur so funktioniert das mit den Duplikaten, Mensch. Ja, ja. Ich stehe halt so ein bisschen in der Schusslinie. Ja, vielleicht würde ich mich irgendwie links mehr so in die Ecke bewegen. Dass ich von da aus einen Überblick über den Raum habe, aber nicht so direkt. Hier? Ja. Okay. Gut, das war's. Gut, dann Xund und danach Ricky. Kann ich meine Schleuder einsetzen? Du kannst deine Schleuder einsetzen, ja. Dann setze ich meine Schleuder ein gegen Meister Galsenet. Okay. Und zwar 20... Plus 3, 23. Ist das eine Natural 20? Ja. Das ist ein kritischer Hit, ja. Yeah! Das bedeutet, dass du alle... Spoing! Das heißt, du an darfst... An den Kopf! Du darfst doppelt so viele Würfel würfeln, inklusive... inklusive deines Hexwürfels. Okay, dann brauche ich 2d4. Dankeschön. Und mein Hexwürfel. Und die d4 sind plus 1 jeweils dann, oder? Nee, insgesamt. Aber du darfst... Du darfst deinen Hexwürfel auch duplizieren. Ja, genau. Ach, den darf ich auch duplizieren? Ja, ja, ja. Das ist ein kompletter Würfelschaden. Okay, das sind 4 plus 2, also 6, plus 6, plus 1, 12, 13 und nochmal plus 1, 14. Dann haben wir hier 14 Schaden. Gut, sehr gut. Der sieht richtig scheiße aus. Du hast ihm das Steinchen aus deiner Schleuder quasi... direkt auf, also so, da sind ja so viele Nerven im Gesicht. Ja, ne? Und ich weiß genau, wo die sind. Weil du Kleriker bist. Ja. Und du hast genau ein Nervenbündel getroffen, was ihm gerade die schlimmsten Kopfschmerzen seines Lebens bereitet. Ja. Das trifft einen Nerv nicht? Bei dir, was? Aber so rede ich gar nicht, Bruder. Ein famoser Schuss, gesund. Juhu! Ricky! Ja, vor Flavor klopfe ich den Zwerg auf die Schulter. Sneak Attack. Weiter so. Ja, Sneak Attack. Danke. Und zwar würde ich jetzt tatsächlich gerne mit meiner Aktion einmal kurz herantreten, den Gegner
Der D6 ist, wenn ich treffe, ne? Ja. Gut. Komm. Komm schon, Baby. 17. 17 trifft? Oh, Gott sei Dank. Das heißt, Sneak Attack, ein W4 plus ein W6. Der Sneak Attack ist ein W6, ja. Denn W4 ist dein Dolch, oder? Ja, genau. Genau, okay. Super. Okay. Hast du auf Level 3 einen Sneak Attack oder zwei Sneak Attack Würfel? Once per turn. Nee, wie viele Würfel? Wie viele Würfel hast du auf Level 3? 2d6 Damage. Der wird sterben. Also, 1, 2 und dann der W4er. Ja. Sorry, danke. Ich habe noch nie eine Sneak Attack gewürfelt. Oh mein Gott, sie hat getroffen. Töte ihn, Ricky. Komm schon. 2, 4, 6 Punkte plus 3, dann sind wir bei 9. Und das reicht genau, um ihn in die Knie zu zwingen. Yes! Glitscher an ihm vorbei, so thump. Göttlich. Ricky! So viel zum Kuhvolk. Okay, Gott sei Dank. Habe ich noch Movement? Ja, du hast noch 30 Fuß übrig. Dann würde ich gerne, Warte. Da oben an der Treppe, da steht ja nicht nur Grülok, sondern der... Also Grülok steht nicht vor der Treppe und zwischen dem Soldaten, sondern Grülok steht ja auf der anderen Seite. Mhm. Ich würde tatsächlich in Richtung Leander und Barry weitersaugen. Okay, bei denen kommst du aber nicht ganz an, ne? Das ist in Ordnung. Okay. Ich würde Winnie einmal kurz zwinken. Well done! Und dann... So, bis hierhin kommst du. Dankeschön. Gut, dann haben wir als nächstes den Wächter. Und der schießt auf Leander. Und das ist dann eine... Moment... Welcher bist du gar C? Ist Leander denn von meinen Spiegelbildern betroffen oder nur ich? Weil ich aussehe wie Leander. Das Ding ist, sie kopieren halt nicht, was ich mache. Sie kopieren nur, was du machst. Vielleicht ist es bei mir ein bisschen leichter. Da ist auch nur noch eins da. Ja, genau. Also er hat jetzt... er würde auf jeden Fall treffen. Ja. Nee, Moment. Er ist 16 plus 3. 13 ist meine Armor-Klasse. Dann würde er dich... Dann machst du doch mal... Du darfst deinen Wurf machen. Die W20 jetzt? Ja. 9. Okay, Soll ich gucken, was es war? Es wäre jetzt 8, aber ich würde sagen, weil es ja nicht dein Spiegelbild ist, sondern das von, also weil es nicht Leanders ist, sondern deins, würde er jetzt trotzdem tatsächlich Leander treffen. Ja. Ja. Gut. Und das ist ein W8. Ich habe noch 4 temporäre, weil ich ja von Heldenmut ergriffen bin. Oh Gott, der hat richtig schlecht gewürfelt, das sind 4 Schaden. Ha. Damit jetzt wieder bei meinem normalen Leben. Damit ist der Zwerg dran. Und ich kriege ja nächste Runde wieder 4. War das, der gerade geschossen hat, der Typ, der neben mir steht? Nee, das ist der da. Okay. Also gut. Er steht auch neben dir, aber nicht direkt neben dir. Ja, ich wäre nur sehr wütend auf den anderen geworden, wenn der mich ignoriert. 20, 25, 30. Und er kommt an und greift direkt die Wache an. Und das ist eine Nat 20. Juhu! Woo. Ja, Zwerg. Der hat eh nicht mehr viel, denn mein Tätscheln hat ihm geholfen. Beflügelt von deinem Tätscheln und meinem kleinen Feuerwehr. Immer drauf. Der macht 7 Schaden mit seiner Unarmed Attack auf Wache B. Und Wache B stürzt mit einem William Scream. Ja. Ist der jetzt tot? Der ist jetzt super tot. Juhu, ja, sehr gut. You go, Bortin. Wache A macht jetzt tatsächlich einen Schritt nach vorne. Nein, muss sie nicht mal, weil sie einen Speer trägt und piekst Grülok mit 16 plus 3 sind 19. Das würde mich treffen, würde, wenn Grülok nicht die Hand ausstreckt, nasch! Und Shield auf sich okay, als Reaction nein. wirkt. Ja. Und dann kriege ich nämlich bis zu meiner nächsten Runde plus 5 auf AC. Ja, sehr gut. Und der ist tot. Barry! Mach ihn fertig. Ja, den Gazene, der hat ja mit den Kopfschmerzen seines Lebens zu kämpfen noch, nach wie vor, richtig? Mhm. Dann würde ich es doch noch mal versuchen mit einer zweiten Donnerwoge.
Okay. Obwohl das problematisch ist, weil so viele Leute um mich herum stehen, die auch getroffen werden würden, oder? Wie gesagt, wenn die von dir abgeht, dann ist es tatsächlich aktuell so, dass es nur ihn treffen würde. Ah, okay, perfekt. Ist das ein Kegel nach vorne, wie der Zauber? Das ist ein Viereck in jede beliebige Richtung. Ah, okay, aber in eine Richtung. Okay. Ja. Du kannst es quasi aus deinen Zehen schießen lassen. Gut, dann würfel ich jetzt erstmal, ob es trifft, richtig? Mhm. 14. Das trifft nicht. Verdammt. Verflucht. Ich lese aus, so, das ist mein... Oder war das nicht... War die Donnerwoge nicht ein... Ist nicht die ein hat Safe? Einen Safe, ja. Aber auch auf 13. Ja, aber den Safe muss ich echt würfeln. Ja, ja, den Safe. Das ist richtig, ja. Ja. Okay, aber... Da hast du natürlich 19 plus noch ein bisschen was. Nee. Also, nee. Ich blitze aus und es ist nur so ein kurzes Funken und es klappt nie. Der ist auch tatsächlich jetzt direkt dran und der greift mit seinem Langschwert dich an. Und der erste Hieb trifft nicht. Und der zweite ist eine Natural One. Sehr gut. Es geht weiter mit Leander Löw, treu, und danach Grülock. Das bin ich. Dann beende ich diesen Typen jetzt. Geil, Senet. Ich greife ihn an mit meinem Schwert. Ich mache eine normale Attacke. Mhm. Nun gut. Das ist eine 12. Das doch nicht. Bonusaktion, zweites Schwert. Mhm. Come on. Hm? 20. Also dreckige 20. Sehr gut. Und ich bin ja ein Klingenbade. Ein Schwertbade. Das heißt, ich treffe ihn und nutze meinen magischen Klingenhieb. Ich gebe eine Bardic Inspiration aus und führe einen Verteidigungshieb durch. Das heißt, ich bekomme nochmal einen W6 extra Schaden dadurch. Mhm. Ich mache erstmal das gut. Ohne deinen Geschicklichkeitsmodifier, ja, gern, weil das die zweite Waffe ist. Aber ich habe als Kampfstil Two Weapon Fighting. Two Weapon Fighting haben wir ja gestern gesprochen. Das ist der ganz normale, das ist kein Kampfstil. Doch, also, doch, ich habe einen Kampfstil. Das ist also wenn es ein Fighting-Style ist, dann hat es... Ja. Hä, das kann doch nicht gleich heißen wie das normale Ding. Also es steht hier zumindest so. Wir werden das bis zum Ende dieser Kampagne jedes Mal diskutieren. When two weapon fighting, you can add your ability modifier to the damage of the second attack. Okay, gut, dann mach ganz normal. Ich meine, das ist trotzdem nicht viel, weil ich shit gewürfelt habe. Erstmal 3 Schaden durch den normalen Waffenhieb. Jawohl. Und jetzt kommt nochmal ein W6 obendrauf, glaube ich. Durch meinen Klingenhieb. Ja, genau, es ist ein Bardic Inspiration. Ja, genau. Genau, das ist ja auch ein D6. Okay. Ja. Zielt auf den Kopf! Er kriegt nochmal einen Schaden dadurch. Also wie viel kriegt er insgesamt? Insgesamt kriegt er 4 Schaden. 4. Dem geht's nicht gut, aber er steht noch. Ach. Alter, das war ja maximal schlecht. Grülock und danach Leander. Verzagt mich, Leander. Am Ende werden sie Lieder schreiben über den Kampf der drei Leander Löwentreu gegen den Schurken Gael Senet. Ich hätte zwar aus Rache richtig Lust, auf Gael Senet loszugehen, aber das ist jetzt Quatsch. Würde der Charakter es trotzdem tun, obwohl es Quatsch ist? Grülock. Ja, das ist schon als Grülock überlegt. Ich bin sehr wütend, aber ich bin ja nicht dumm. Schon verstanden. Ich mach was anderes. Ich Ich schau die beiden Wachen an. Heute ist nicht euer Glückstag, denn ihr kämpft gegen Grülock, den Großartigen, und Grülock, den Großen. Und dann werde ich selber mich mit Enlarge vergrößern auf Large. Okay, okay. Das ist dann aber auch direkt meine Aktion. Mhm. Brauchst du noch einen Ring? Nee, ich setze ihn auf den. Jetzt müsste ich eigentlich diese kompletten 4 Felder einnehmen, glaube ich. Mhm. Und ist es ein W4? Ich kriege ein W4 auf meine Schläge drauf, wenn ich jetzt jemanden treffe. Und ich habe Vorteil auf meine Strength, Saving Throws und anderen Würfe. Sehr matschy. Jetzt kann ich leider nicht direkt weitermatschen, deswegen... Matscht, Bruder, matscht! Dann Winifred und danach gesund. Es kommt noch ein tiefes Kurbaschier. Endlich seid ihr zu stattlicher Größe herangewachsen, Grülock. Ich möchte jetzt... Gael Senet töten. Auf Gael Senet ballern. Okay. Boah, der Hass. Wie weit schießt dein Revolver? Steht das hier bei mir?
Sonst muss ich mich noch ein Stückchen bewegen. Ich glaube, es steht bei mir nicht. Ich weiß nicht. Doch, Range steht hier. Oh, habe ich auch nicht gesehen. Die Mindestrange sind 40 Fuß, 120 Fuß ist die maximale Range. Aber eigentlich alles, was unter 40 Fuß ist, würdest du mit dem Disadvantage würfeln. Achso, okay. Natascha, übrigens, ich würde dann schon gern so stehen, dass ich die vier Felder, die direkt an die beiden angrenzen, ausfülle. Ich stand ja vorher auf Verzeihung, dem... Entschuldigung. Damit die so blockiert wie möglich sind. Okay, also sagen wir 5, 15, 20, 25, 30. Ja, das sind 120, locker. Also du kannst ihn... Ja, und schieß ich aus der Ecke. Dann tu das. Okay. Das war eine 1, ich würfel nochmal. Das ist eine dreckige 20. Das ist sehr gut, dann schieß. Ich schieße. Jetzt bin ich aufgeregt. Womit schieße ich? Damit schieße ich. 6. 6 Schaden. Der steht... nein, Quatsch, 9. 9. 9? Plus 3. Oh. Er steht immer noch. Oh. Ganz, das gibt's nicht. Ganz knapp. Dann ist jetzt Xund dran. Ich möchte ihm den Rest geben, so es dann reicht, mit gehässigem Spott. Ja! Ja! Was erzählst du ihm für einen Witz? Ein Witz? Nein, wie passiert das? Dieser krötenhaft verwarzten Ausgeburt einer viertklassigen Gammelfleischerei, diesem vergilbten Stempelknecht beim Fußnagelministerium. Dich soll mein ewiger Fluch treffen. Okay. Wir machen an. Nee, das ist ein Rettungswurf. Ja, auf Moment. Weisheit. Das ist eine 2. Ja! Ja! Okay, mal gucken, ne? Und dein W6? Dein W6? Oh ja, ja, den. Richtig. Ich möchte bitte, dass ihr euch Zettel macht. Du einen, wo Sneak Attack draufsteht, und du einen, wo Hex draufsteht. 6 Punkte. Der ist tot. Yes! Ja! Ja! Ah! Ein würdiges Ende. Ins Jenseits gehetzt. Du hast deine Bonusaktion noch übrig. Du kannst deinen Hex noch umhexen. Ich habe ihn einfach weggemobbt. Ich kann? Du kannst deinen Hex noch auf einen anderen Gegner versetzen. Ja, aber steht noch. Hier, der Kollege mit dem Bogen bekommt. Es steckt ja doch ein Performer in euch, Xund. Ich wusste es selbst nicht. Ich rufe so ganz leise aus der Ecke, Teamwork! Ricky Eisenohr. Ja, also, ich habe mal eben nachgelesen, ich kann ja durch die, da wo jemand steht, der größer ist als ich, kann ich problemlos durch. Mhm. Und du kannst auch immer wenn deine Kumpanen im Weg sind, du kannst durch ihren Raum durch ihren Bereich durchgehen, genau. Und ich kann auch wegen Second Story Work tatsächlich super gut klettern, das kostet mich nicht mehr Bewegung. Okay. Soll ich fragen, ob ich da einfach, also so straight... Mega gut. Dann würde ich gerne, Frage, habe ich danach noch Movement oder nicht? 15, 15, 20, 25, 30. Du würdest genau bis hier hinkommen mit deinem normalen 30 Movement und hast dann von Mobile noch zwei Felder übrig, genau. Dann würde ich das jetzt gerne machen und dann der Typi da, der da so einen Ring um den Bogen hat, da würde ich gerne also ein, zwei Felder vorgehen. Das geht nicht, weil die Felder, du kannst nur durchlaufen, die Felder sind komplett belegt vom Krylock. Okay. Du kannst nur durchlaufen, du könntest zum Beispiel deinen Dolch werfen, wenn du wollen würdest. Aber dann ist er ja weg. Du kannst ihn dir nach wiederholen. Nee, aber ich halte einen Angriff für den Fall, dass mir jemand zu nahe kommt. Okay. Sie hat ja schon die Jacke verloren, sie kann nicht auch noch den Dolch verlieren. Ja, verloren noch nicht, aber kaputt ist sie. Ja. So schaut's aus. Der God C nutzt sein Shortsword, um... Nee, der trifft nicht. Also von daher tut er gar nichts. Und der Zwerg, der ist... der läuft da hoch und greift aus der erhöhten Position... Die ist eigentlich nicht wirklich erhöht, aber wir tun jetzt so. Der greift aus erhöhter Position den God A an. Und trifft ihn auch und macht einen wunderschönen 6 Schaden. Dann ist aber der allerdings auch gleich schon dran. Und der möchte gerne
angreifen, aber der schafft seinen Weisheitsrettungswurf nicht und greift damit automatisch Krylok an. Tut mir leid, Krylok. 16 plus 3, 19 trifft ich wahrscheinlich. Ich mach nochmal meine Reaction. Ich okay, hab das noch trifft dann nicht. Übrig. Nasch. Dann ist Barry dran. Jetzt haben wir nur noch die beiden. Und danach ist schon wieder Top of the Round mit Leander. Jetzt haben wir noch die beiden oben stehen quasi, nicht? Mhm. Hm. Dann würde ich, glaube ich, auch erstmal die Treppe da hoch. Mhm. Ich glaube, mein Spiegelbild würde mir auch folgen oder irgendwie dahinter stehen. Ja. Und verstricken wirken wollen auf den verzauberten Typen direkt vor mir. Dadurch wird der Boden auf zu schwierigem Gelände für die. Eine Kreatur, die sich in diesem Bereich aufhält, muss einen Stärke-Rettungswurf schaffen, um nicht bis zum Ende des Zaubers von umschlingenden Pflanzen festgesetzt zu werden. Den schafft er nicht, der hat eine 2 gewürfelt. Das heißt, sein Movement ist jetzt eingeschränkt, der kann sich nur nicht bewegen oder kann er auch nicht angreifen? Eine Kreatur, die vom Pflanzen festgesetzt ist, kann einen Stärkewurf gegen deinen Zauberrettungswurf SG ablegen. Bei Erfolg kann sie sich befreien. Also ich glaube, es geht jetzt jedes Mal darum, ob sie sich befreien kann, bevor sie überhaupt angreift, oder? Ja. Okay, gut. Nee, kann sich im Moment nicht befreien. Dann ist tot. Leander Löwentreu dran. Ich mache einen Seitfallschritt, um hochzugucken zu können, zu diesem Bogenschützen, bei dem Barry steht. Mhm. Und werde unsere Beleidigungstirade fortsetzen und auf ihn einschreien. Du unwürdiges Häufchen Dreck unter dem Stiefel Leander Löwentreus. Du bist nichts wert, du bist machtlos und bald bist du auch noch tot. 19 plus, also. Er widersteht meiner, okay. Er widersteht deine Beleidigung. Er sagt, er ruft runter. Deine Mutter! Eloquent! Grülock! Die Person, also ist der jetzt mit dem, der auch verhext wurde, der ist jetzt auch noch in Ranken eingehüllt? Ja. Tja, dann kriegt er jetzt auch noch eine grün schimmernde Waffe drauf. Also ich versuch's zumindest. Das ist eine 17, die sollte ihn treffen, oder? Und dann nimmt er einmal 7 normalen Schaden und dann nochmal 3, weil ich sehr groß bin obendrauf, also 10 Schaden. Wer nimmt 10 Schaden? Entschuldigung. Die Person, Verrankte. Die verhext, eingestrickt und... Aber hast du einen Angriffswurf gewürfelt? Ja, ich hatte eine 17 insgesamt. Das hat tatsächlich, ja, okay. Und er nimmt 10 Schaden? Er nimmt 10 Schaden, der als ist dieses super tot. Flammende Schwert. Overkill. Nein, ist er nicht, vergiss es. Was? Der steht gerade noch so. Gerade noch so. Kann er nur weil die Ranken ihn noch halten. Hui. Okay, ich habe ja vorhin gesagt, ich will das eigentlich aus Stilgründen nicht machen, mit meiner Peitsche einfach so anzugreifen als Bonusattacke. Aber die ist ja auch zusammengerollt und gar nicht so leicht. Und dann kriegt er halt noch eine Bonusattacke. Okay. Na! Das ist eine 19, würde ihn auch treffen. Das trifft ihn, ja. Und da kriege ich dann das sind nochmal 2. Er hat einen Lebenspunkt. Also. Ja. Okay, es wären nochmal 2 und dann nochmal ein W4, weil ich ja noch groß bin. Okay. Das ist er stürzt ebenfalls, er stürzt nach unten und schreit, uah! Dazu zwingst du mich! Du hättest ihn einfach nur leicht schubsen müssen. Winifred und danach gesund. Ja, kann ich von hier aus auf den Verbleibenden ballern? Oder muss ich mich bewegen? Ich glaube, da stehe ich im Weg. Nee. Also das Ding ist, dass du halt aus dem... Nee. Du bist ja im... du hast den Low Round. Ja. Nach oben schießen ist ein bisschen schwierig. Kann ich mich ausreichend dahin bewegen? Du kannst... 25. Du kannst dich nur bis zum Fuß der Treppe bewegen. Und damit machst du deinen Winkel nur noch schlechter. Hm, das ist ja doof. Und von da unten kann ich nicht raufschießen? Nee, aber das Ding ist, du siehst... Du stehst halt... Ich würde sagen, du hast kein Line of Sight mit dem Typen, weil der ja da oben ist.
Ja, auch wenn ich mich jetzt zum Beispiel an den Eingang bewege, von da könnte ich ihn auch nicht sehen? Du kannst dich nicht mehr weiter bewegen. Du hast keine Bewegung mehr. Hier liegt übrigens ein Haar von dir. Nee, also das war ja nur eine gedankliche Bewegung. Ach so. Wenn ich mich jetzt von der Ecke an den Eingang bewege. Ich würde sagen, ihr nächstes Opfer bist du, ne? Vielleicht mit halber Deckung, weil Grülok davor steht oder so. Ja, ich würde ihm halbe Deckung geben. Ja. Grülok der Große, okay, ist halbe Deckung. Gut, also ich sehe gerade so seinen Kopf und erahne, dass ich darauf schießen kann. Nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde sagen, du triffst ihn nicht, weil du bist relativ klein, da ist ein ganzes Stockwerk dazwischen, da ist noch Grülok dazwischen, du triffst ihn nicht von da aus. Der ist groß. Durch Grüloks Beine durchschießen. Dann kann ich ja überhaupt nichts Cooles mehr machen, außer zur Treppe zu laufen. Na gut, dann laufe ich, zur Treppe. Okay, gut. Willst du dann deine Aktion benutzen, um noch hochzulaufen? Die Treppe hochzulaufen? Ja. Okay. Dann stehst du jetzt hinter Regie. Hallo. Oh, hi. Das läuft super. Dankeschön. Kann ich von da, wo ich stehe, Meister Zwerg sehen? Vielleicht seine Kopfspitze, wie sagt man denn, das oben am Kopf, sein Helm, hat ja keinen Helm, seine Haare, seine Zöpfe. Nein. Oh. Weil ich habe es Winifred jetzt auch gerade nicht erlaubt. Also. Okay, ich bin nur größer, ich bin doppelt so groß. Naja. Also, 1,82. Wir können euch nachher gerne messen. Okay, dann kann ich, ihr seid alle nicht sehr verwundet, oder? Nee. Ja, dann laufe ich einfach auch zur Treppe, zur anderen Treppe. Mit Bewegung oder also inklusive ich kann ja nirgendwo hingehen mit der Aktion, um den Zwerg noch sehen zu können, weil von da sehe ich ihn ja auch nicht, weil er halt einfach so klein ist, der Typ. Das müssen die Zeige immer so kurz sein. Ja, dann bleibe ich da. Okay, diese gut. Leute. Dann ist Ricky dran. Ja, der verbleibende Wächter, der ist ja engaged, nehme ich mal an, mit Grülok und mit dem Zwerg. Ja. Darf ich noch meine Sneak Attack versuchen? Du müsstest dich erstmal in seinem Melee-Bereich bewegen, das kannst du tun. Und jetzt darfst du ihn angreifen und jeder Angriff, den du machst, wenn die in Melee-Range sind, wenn sie in Ding sind, kannst du natürlich deine Sneak Attack aufsetzen. Okay. Dein Hex ist jetzt übrigens weg, weil du es nicht mehr bewegt hast. Okay, ja, das war clever. Okay. 14. Das trifft nicht. Schade. Mit meiner Bonus-Action würde ich gerne nochmal drauf und dann nochmal zurückgehen. Okay. Hi, genau. Oh, 20. Dirty, das trifft. Das trifft und jetzt aber nur den hier ohne meine plus 3, weil... Aber du kannst deine Sneak Attack draufsetzen, weil du sie noch nicht eingesetzt hast. Ja! Dankeschön für die Erinnerung. Ich dachte, wenn ich, wie beim Zauber, wenn du es anfängst und lädst und dann... dann sind wir bei 9. 9 Schaden? Mhm. Komm. Damit ist Wache A auch tot. Ja. 3.5. Ricky. Das passt ein gefängtes Szenario, dass du nochmal am Ende die Wache einfach geschenkt hast mit deinem Dolch. Ich würde gerne die Chance nutzen und die Wache auch diese Empore so packen und auch runterschmeißen. Okay. Ich muss gestehen, ich habe wahrscheinlich mehr so zwischen hier so in die Halsbeuge einmal rein, weil der hat wahrscheinlich eine Platte vorne dran hängen. Das stimmt, du bist sehr knapp. Ja. Damit seid ihr alleine. Die Bogen des Kampfes glätten sich. Vor euch ist nur noch dieses Tor, das ihr problemlos mit dem Schlüssel, das an der Hüfte des Torwächters hängt, aufmachen könnt. Schade. Liana würde vielleicht noch kurz die Gelegenheit nutzen und gucken, ob Gal Senet irgendwas bei sich hat. Nee. Okay. Kein Geld oder so? Nee. Aber Leander, ich bin, würde mit dir mitgehen. Ich hab ihm keinen Notar gegeben, also meine hat nichts. Ich würde gern mit Leander mitgehen und Gal Senet den Kopf abhacken. Ich wollte ihm noch ein L auf die Brust schnitzen. Ihr öffnet das Tor. Geht alle durch. Na, du Ungeborener? Nein. Das ist besser als gedacht. Ich habe gesagt, es gibt keine Folter in unserer Welt. Der ist doch schon tot. Ja, und damit beenden wir unsere Episode für heute. Ihr seht, es war ein grandioser, großartiger Kampf. Und was auf der anderen Seite dieser Gittertür auf unsere heldenhafte Heldentruppe wartet, das
sehen wir beim nächsten Mal. Ciao. Aber seht, ich bin in einer Notsituation. Ich und meine Gefährtinnen und Gefährten, die noch schlafen. Wenn die Notsituation von 800 auf 900 Goldstücke wären, dann wäre das vielleicht etwas, was ich noch nachvollziehen könnte. Aber eine Notsituation, die von mir fordert, 997% des Preises. Aufs Leben. Wir haben es geschafft. Auf die Freundschaft. Auf Xund. Auf den Heldenmut. Auf Onkel Quenda! Ja, auf Onkel Quenda! Auf sein grausames Ableben. Ihr wisst, wer er ist, ihr wisst, wie er ist. Der Olle sagt, wer könnte wissen, dass ihr magische Schafe habt? Außer der Zauberer, der sie verzaubert hat. Seine Frau? Die Frau des Zauberers? Ja. Ich glaube, das führt uns jetzt nicht weiter. Es ist uns wirklich egal, wie die Information rausgegangen ist. Aber wenn sie ihre Schafe zurückhaben wollen, wäre es hilfreich zu wissen. Vom Brunnen sitzt eine wunderhübsche, junge, dunkelhaarige Frau in einem blauen Kleid mit einer weißen Schürze. Und sie hat ein Buch in der Hand und singt einem Schaf was vor. Und das Schaf frisst gerade eine Seite aus dem Buch heraus. Ich wollte gerade sagen, ich dachte, wir suchen ein Schaf.